Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nicht zwei, sondern Folge, zu unserem Parktour, ne? Die Jungs sind bei mir tatsächlich zu Hause und sagt mal hallo. Hallöchen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt endlich ist es soweit, Bella Italia. Aber ich möchte den Rick natürlich auch noch hallo sagen lassen. Ja, hi, ich bin auch dabei. Aber du hast es schon gesagt, ja, endlich. Nach 2 Jahren Bauzeit ist das jetzt. Ja. Können wir endlich unseren eigenen Park präsentieren. So sieht's aus. Und wir sind, ja, wie der Mitaro schon gesagt hat, wir sind bei ihm tatsächlich zu Hause. Und aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon in dem kleinen Short gesehen, dass wir das angekündigt haben. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, diese Parktour an einem Rechner zu machen. Mhm. Ganz was Außergewöhnliches heute. Ja, das ist wieder was Neues. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Parktour und keine Ahnung. Wollt ihr noch was sagen oder starten wir direkt? Ja, es ist halt alles ein bisschen sehr improvisiert hier, aber ich hoffe, das geht einigermaßen. Aber wir kriegen das schon hin, das ist doch immer bei uns so. Ja. Naja, wir haben ja schon am Anfang der Woche haben wir ja schon einen Trailer zu dem ganzen Park hier rausgehauen. Den habt ihr ja hoffentlich schon gesehen. Wenn genau. Nicht, holt das gerne mal nach. Ja, absolut. Und super. Der Park selber wird auch bald veröffentlicht. Ich meine, Ende der Woche, Samstag, müssen wir mal schauen. Ende der Woche, wir sagen auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ja, ansonsten. Ihr habt da mehr Planung wie ich. Ja, wir haben das schon während der Fahrt, haben wir das schon so ein bisschen gehabt. Deswegen ist Mitaro jetzt ein bisschen überrascht. Aber so, ja, Ende der Woche, Anfang nächster Woche wird der Park dann auf Steam auch zu sehen sein. Und da könnt ihr dann natürlich fleißig auch euren Daumen da lassen. Natürlich, genau. Vote den schön hoch. Ja, ich habe natürlich, wie ein Genie, dass ich nun mal bin, habe ich im Auto alles aufgeschrieben, was man so alles besprechen könnte hier, was sinnvoll wäre. Oh. Und habe einen Zettel im Auto gelassen. Der Klassiker. Ja. Classic. Immer dasselbe. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, denke ich auch. So, wir gehen einfach mal am Anfang, ne? Genau, starten wir mal. Ich freue mich schon. Oh. So richtig so geil. Ich kenne den Park schon gar nicht mehr. Ich war schon nicht mehr da. Ich kenne den aktuellen Park auch gar nicht. Den aktuellen kenne ich auch nicht. So, hier ist natürlich, ne, durch den Tunnel kommt man hier rein. Mhm, und et voilà, hier kommt man dann mit den Autos. Parkplatz. Der Parkplatz ist auch ein bisschen was Besonderes, ne? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht gezeigt. Ne? Nein, haben wir noch gar nicht. Wir haben immer nur drüber gesprochen, aber nie gezeigt. Weil das Highlight kommt ja jetzt. Warum wir deswegen noch nie drüber gesprochen haben. So, hier kommt so ein kleines Häuschen, ne? Kann den Schrank aufmachen. Ja, das ist das Highlight. Ja, das ist das. Das ist vom Universal Studios einfach 1:1 kopiert. Jein, aber das ist besser tatsächlich. Das ist besser geworden. Jedes Mal so ein Stückchen besser. Bestimmt. Immer so ein Stückchen besser. So, hier haben wir noch einen Feldparkplatz. Ja, hervorragend. Ja. Und guck mal hier. Ah. Leo Kaiser. Guck mal, Brummkartoffel, Flobo, Batch, Bad Coaster Freak. All die und auch Bella Italia drunter geschrieben haben, Kommentare sind hier verewigt. Ja, jeder, der irgendwann mal bei auch nach irgendeiner Folge von Bella Italia kommentiert hat, steht hier drinne. Auch und hier, ja. Ja, wir haben ja auch nochmal geschrieben. Ja, Kommentare. Und zusätzlich dazu sind auch noch alle Namen drin, die bei uns auf dem Discord sind. Was ja auch eigentlich jetzt ganz praktische Überleitung ist. Ihr könnt auf unseren Discord kommen. Genau. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne auf Discord natürlich vorbeikommen. Ja. Genau, so sieht's aus. Genau. Also hier sind tatsächlich alle Leute verlinkt, die bei uns kommentiert haben. Also man muss ja sagen, alle Bella Italia Parts. Genau, wir sind jetzt nur die Bella Italia Parts. Nur die Bella Italia Parts, nicht, dass sich jetzt irgendeiner wundert, mein Name war doch unter einem Parktour. Nein, nur Bella Italia Parks. Ja. Und auch nur bis zu dem Paar, also aktuell zumindest, nur bis zu dem Zeitraum, wo wir das Ganze hier aufnehmen. Wir wissen ja nicht, was in der Zukunft noch für ein paar Kommentare kommen. Genau, aber die tun wir dann natürlich dann noch nachträglich einfügen. Das genau, also nur weil euer Name jetzt hier nicht steht und ihr kommentiert habt, heißt das nicht, dass ihr nicht hier steht. Oder doch? Ah, vielleicht lassen wir mal rein. So ein paar Leute, die mögen wir nicht, nehmen die das dann weg. Ah ja, ich finde jetzt bis dato alle drin. Ja, ja, ja. Also wenn ihr euch nochmal informieren wollt, ob dieser Name von euch oder euer Name da drin steht, dann ladet doch einfach den Park runter und schaut selber nach. Ich glaube, es ist sowieso. Und natürlich auch liken, ne? Schön hochvoten. Ja, ne? Der Park muss ganz weit oben kommen. Landen bei Steam, genau. Das könnte vielleicht einer der letzten großen Parks sein, die es überhaupt noch gibt auf Planko. Ja, tatsächlich, ja, das könnte sein. Ja, wir sind relativ spät dran. Ja, und wir sind natürlich auch modern hier, weil wir haben auch natürlich Autoparkplätze. Parkplätze. Nein, alles gut, aber. Ja. Natürlich gibt es ja auch E-Auto-Parkplätze. Ja, natürlich. Hochmoderner Park, ja. Ein hochmoderner Park, so sieht's aus. Ja, genau. Unsere Monorail läuft auch durch den ganzen Park mal wieder, ne? Ja, unser
People Mover. Ja, richtig. Solange wir den auch bauen können, müsste er auch in jedem unserer Parks drin sein. Also in zwei. Ja, genau, das ist unser Markenzeichen. In Planco 2 ist er ja nicht mehr drin. Ne? Zumindest nicht in der Form. Nicht in der Form, ja. Oh, du musst uns irgendwas Neues überlegen. So, unser wunderschönes Logo. Und ein wunderschönes Logo, das gibt es tatsächlich als Blueprint. Das wurde so gebaut hier in dem. Ja, ist es auch auf Steam? Ja. Noch nicht. aber es ist da. Aber es folgt. Es folgt. Ja. Ja. Muss ja auch wissen, von wem der Park ist hier. So schaut. Ja, sieht man ja gar nicht. Ne? Nee, ist ja unauffällig. Da kommt hier 1, 2, 3. Nee, fällt gar nicht auf. Von wem ist der wohl der Park? Ich weiß es nicht. Keiner weiß. Es sind ja auch nicht die einzigen, die wir gerade sehen. Das sind einfach mehr. Das sind noch mehr, ja, im Park. Ja. So, dann kommt man hier einmal rum und man hat ja auch Behindertenparkplätze. Auf alles vorbereitet. Hab ich wieder dran gedacht. Ja. Und dann kommt man hier zum Park. Hier ist, wer zu faul ist zum Laufen, kann natürlich auch hier rein. Ist allerdings gerade geschlossen. Und wir haben eine Parkmap. Genau. Die werdet ihr dann auch auf Steam finden. Genau, das ist ja wie ist das, User Media, ne? Ja, stimmt. Ja, wir haben ja eigentlich generell so fast gar keine User Media Sachen drin. Ne? Wir haben nur bei Pisa und DaVinci sind ein paar Bilder genau, drin. Genau, genau. Und dann die Parkmap hier. Und die Parkmap. Und sonst ist eigentlich an Custom-Zeug gar nichts drin. Wir haben auch keinen einzigen Team Decay-Item im ganzen Park. Genau, schön, dass du mal erwähnt. Das ist auch noch ein bisschen was Außergewöhnliches. Gerade bei den Parks, die so spät im Lebenszyklus von Planet Coaster entstehen, gibt es sehr wenig Parks, die so gar nicht mit Team Decay arbeiten. Genau. Und für die, die nicht wissen, was Team Decay ist, ist es natürlich alle Teile, die hier in diesem Park verbaut worden sind, sind alle aus demselben, also aus dem Spiel. Also nichts ist irgendwoher hinzugefügt. Irgendwelche Teile, das ist alles tatsächlich aus dem Spiel. Alles, genau. Was ihr hier seht. Und hier rechts sieht man schon den ersten Bereich und das ist Monster. Ja, ich glaube, nach meinem Plan ist Monster der zweite Bereich. Der dritte. Okay. Der dritte sogar. Der dritte, du hast recht, ja. Wir gehen von Venedig, also wir starten von Venedig aus. Oh, hier ist Venedig der Platz 1. Ja, genau, Venedig. Ja, passt doch. Venedig. Und dann gehen wir nach Monster. Nein, gehen wir nicht. Dann gehen wir Backstage. Ah, Backstage, ja. Und dann Monster. Dann Monza, dann Pisa. Dann Pisa. Ja. Und dann ist es ja eigentlich eine Reihe, ne? Dann genau. Hier, oh, das ist ja. Rom, Neapel. Ja, dann ja, kommt Pompeji. Ja. Nein, da steht Da Vinci. Okay, fast. Amalfi. Nein. Dann kommt Da Vinci. Steht da Pompeji überhaupt? Ja. Als letztes. Ah, ja, okay. Können wir auch so machen. Ja, schon am Ende mal wieder zurück. Nee, wir haben hier noch ein paar die Bereiche noch hier an der Wand stehen. Oh. Und damit kommen wir ja jetzt so langsam auch mal zum Eingang vom Park, ne? Ja, genau. Ja, also die Parktour wird natürlich eventuell so 2 Stunden... Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht auch 3 Stunden dauern, je weil... Je nachdem, was wir zu reden haben. Ja, wer weiß. Ja, wir halten uns ja jetzt schon wieder lange auf. Also wir haben keine Ahnung, wie lang das Video wird, aber es wird wahrscheinlich entweder zu kurz oder zu lang. Für den einen zu kurz, für den anderen zu lang. Ja, wahrscheinlich. Aber hier, wunderschöner Parkeingang, oder? Ja. Den hat der Mitaro gebaut, den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Den haben wir noch gar nicht gesehen, den habe ich auch nicht mal aufgenommen. Wahnsinn, das war, glaube ich, noch bevor, also ganz, ganz am Anfang. Das war ganz, hier. Ganz am Anfang. Da hatte ich eigentlich noch die Main Street. aber ja, das ist tatsächlich, es gibt es tatsächlich so, ja. Und zwar, das ist ein Porta Capitani. Keine Ahnung, das ist tatsächlich ein Stadttor von Mailand. Ich finde das ja toll, dass du bei allen Sehenswürdigkeiten, die man kennt, so die Namen dran geschrieben hast. Ja, ich habe das nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Also wenn irgendwo ein Name dran steht, dann hat er mich teuer ausgebaut. Ja. Auf jeden Fall wäre dann hier ein Ausgang zum Beispiel für dann den Parkeingang, wer zu faul ist, vom Parkplatz aus zu Fuß zu gehen. Ja. Das sehen wir dann auf der rechten Seite ist das, ne? Genau, mit diesem Rundfahrt, der wir auch hinfahren können. Genau. Hier rein. War ja mein Parkplatz auch schon. Jetzt sind wir im Park. Sehr schön. So, jetzt geht's los. Oh, ich bin so froh, dass ich die Parktour nicht steuern muss. Das ist aber ganz Neues für mich jetzt hier. Das ist ja geil. Ich sitze hier einfach und es ist schön chillig. Wir haben zuerst im Auto gemunkelt, du hättest eine Couch für uns hier. Weißt du, so hinter dir und du machst das hier und wir sitzen ganz auf ehrlich, der. Ich könnte theoretisch drüben das Bild drüben hin streamen auf dem Wohnzimmer und könnte im Wohnzimmer sitzen. Das ist ja auch geil. Da müsst ihr euch nicht mehr hören. Nee, das machen wir jetzt nicht, oder doch? Ich muss schon sagen, das ist irgendwie schon ganz cool, jetzt zu sitzen. Ja. Genau, hier ist ja natürlich hier die Bahn, dann kommst du nicht von vorne dann hier hin. Kannst aussteigen. Genau. Und dann sind wir hier auf der Main Street, da ist ja ein riesengroßer Bahnhof. Genau. Aber gab es den so in Italien? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht, ob. Also ich weiß, dass das Gebäude daneben von irgendeinem echten Gebäude inspiriert ist. Bei dem da weiß ich es gerade nicht. Guck mal, der Donut ist fertig. Gott sei Dank. So, dann, ich weiß ich gar nicht mehr.
Also der Bahnhof selber, glaube ich, nicht. Bahnhof weiß ich es nicht. Der ganze Bereich ist vom Strolt gebaut worden. Deswegen sind wir da jetzt gerade nicht so informiert. Vielleicht für die, die auch neu dazugekommen sind. Den Park haben wir angefangen mit mehreren Personen. Ja. Wir haben ja schon mal ein Projekt gehabt. Genau, da lief es ganz gut eigentlich. Universal Studios, den könnt ihr dann hier auch reingucken und reinklicken. Ja. Falls ihr nicht wisst, von was wir sprechen. Und danach hatten wir uns entschlossen, nochmal einen Park zu bauen. Und jetzt kommen halt so der ein oder andere Name, wo ihr euch denkt, wer ist das überhaupt? Hier kommen einige Gebäude, die halt von denen gebaut worden sind oder angefangen wurden. Und genau, dementsprechend. Die sind halt nicht da, die sind schon seit gutes Jahr schon nicht mehr da. Ach, vielleicht sogar länger. Ja, also wir haben am Anfang die Bereiche unter uns allen aufgeteilt und als wir dann immer weniger wurden, haben wir dann, haben wir halt die Bereiche von diesen Personen fertig gebaut. Genau, deswegen sind teilweise Bereiche von mehreren Personen gemeinschaftlich entstanden. Genau. So, das ist hier gemeint. Eine kleine Minimap. Ich finde das richtig cool, dass du die gebaut hast, ne? Ja, nur das ist halt blöd, der Kolosseum ist halt größer als der Vesuv, aber das macht ja nichts. Ja, das... Aber ich finde das Teil, das passt. Ja, da ist dann auch mal egal, wie groß ein Berg ist. Ja. Den Vesuv hättest du auch nicht größer machen können, das geht gar nicht. Die Kathedrale von Pisa, guck mal, die ist auch recht klein. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, ich finde das super, dass du es gemacht hast. Ursprünglich wollte ich das ja machen und habe es einfach zeitlich nicht hinbekommen, deswegen cool, dass du es noch überhaupt gemacht hast. Genau, ist auch abgesperrt, ne, können wir nicht durchlaufen. So. Sehr gut, sehr gut. So, ich habe gehört, wir gehen jetzt erst Venedig, dann nach... Ja, wir fangen in Venedig beim Hauptbahnhof an. Dann der Bahnhof, dann Monza. Okay. Gute Idee. So, dann dann gehe ich mal hier rüber. Auch voll schön mit der Schranke. Das finde ich so schön gemacht. Die Schranke habe ich da gebaut. Guck mal, passt doch. Das passt doch. Da kommt der People-Mover. Er ist schon schön integriert. Ja, der auf jeden Fall. Ist ja ein bisschen unglücklich, dass er den ganzen Platz in zwei spaltet. Aber es gibt ja die Übergänge hier. Oh, ein sehr schöner Brunnen hier. Ja. Fällt mir auch sehr gut. Und jetzt kommen wir ja nicht hin. Dann gleich kommt das Highlight. Ach, Venedig. Stimmt, ja, ist schon. Doch, ein kleines Venedig Schmuckstück. Ist schon. Ach nee, doch, ist doch, schon doch. Top. Guck mal, allein hier, guck mal, allein guck mal das hier. Der wow. Guck dir das mal an. Finde ich gut, da muss ich mir gar nicht selber Hallo machen. Ah. Wow. Aber zum Glück ist der Rick dabei, der kann uns einiges erzählen. Der kann da viel erzählen jetzt. Also du hast 15 Minuten Zeit, also, die Zeit läuft jetzt. Ja, ich bräuchte so circa 15 Stunden, um Venedig zu zeigen. ja gut, wir machen die kurze Version von der Tour. Ja, dann bieg mal rechts ab. Von Anfang an. Ja, direkt rechts in das Haus hier, wenn wir die kurze Version machen. Wir gehen in die Info. So, weil da steht nämlich direkt das Ding, was Venedig so ein bisschen ausmacht. Venedig hat sehr viele Innenräume und hinter fast jeder Tür in diesem Bereich ist irgendwas zu finden. Ja. Ich denke mal, wir werden jetzt nicht durch alle Türen gehen, das wird den Rahmen sehr sprengen. Das können die Zuschauer gerne selber machen. Genau. Also gerade in Venedig sind viele Sachen, die man noch selber entdecken kann. Jetzt für den Anfang kannst du den Weg gerne mal weitergehen. Kann ich mal hochgehen. Das ist direkt mal ein kleines Beispiel dafür, was es in Venedig so hinter Türen zu sehen gibt. Noch eine Tür. Genau, es gibt Ausgucke, genau. Aber hinter den Türen sind meistens keine bahnbrechenden großen Sachen. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, die sehen wir hier aber auch nachher noch. Weil es gibt so eine kleine Geschichte innerhalb von Venedig. Die hat sich aber auch erst später entwickelt. Für jetzt waren es erstmal nur irgendwelche Innenräume. Wenn irgendwer Lust hat, die Fässer zu zählen, ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, der kriegt einen Keks von mir, ich weiß es nicht. Ja, das sind viel zu viele Fässer hier drin. Geht noch weiter, da ist noch nicht Ende. Oh. Ja, die Innenräume sind sehr ausführlich hier. Ja, hier geht es noch natürlich weiter. Ja, weil hier ist das auch... Mal an, ey, wollen wir nach oben, oder? Das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ja, wir sind ja mitten im Turm drin, ne? Da kannst du auch schön rausgucken, alle Fenster funktionieren. Genau, und wenn du jetzt nach unten wieder gehst, da ist noch eine Tür. Natürlich. Ja, da geht es dann jetzt weiter. So, weil du bist jetzt auf so einem Gerüst drauf. Wir laufen jetzt so durch ganz Venedig. Aber wir gehen jetzt wieder hoch, ja? Nee, bleib mal unten. Da oben ist nichts. Wahnsinn. Weil wir kommen tatsächlich jetzt, wenn du dem Weg ein bisschen weiter folgst, kommen wir tatsächlich auch zum ersten kleinen Stückchen, was irgendwas mit der Geschichte von Venedig zu tun hat. Ja. Also hinter der Tür. Ja, der Tür. Ist noch eine Tür. Genau, so. Im Prinzip ist das kleine Mini-Thema von Venedig. Es könnte sein, dass irgendwo in Venedig ein UFO ist oder vielleicht auch ein paar Aliens, wer weiß. Also wir werden auf jeden Fall noch ein paar entdecken heute, aber die sind überall hier versteckt. Cool. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür, wie so eine Innenraum-Aneinanderkettung in Venedig aussehen könnte. Das ist schon ein bisschen, das sind recht lange, die anderen sind nicht ganz so lang, keine Sorge. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du so lang für Venedig gebraucht hast. Naja, das sind ganz Also im Normalfall hätte ich jetzt gesagt, wir können auch links unter der Achterbahn nochmal weiter abbiegen, aber wenn wir jetzt eine kürzere Version machen, dann lassen wir das erstmal sein und gehen rechts lang. Ja. Über die Brücke. Weil dann kommen wir jetzt auch fast direkt zum
ja nicht zum Hauptplatz von Venedig, aber zur Hauptattraktion von Venedig, die ist nämlich hier. Das ist so ein schöner Platz, ja. Das ist der Hafen von Venedig, wo wir jetzt sind. Das ist Wahnsinn, ja, genau. Das ist echt hübsch, ja. Ja, ich finde auch, das ist echt cool geworden, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Also jetzt hinter dir ist tatsächlich der, ja, der eigentliche Hafen. Kannst du mal die Wartungsschlange lang gehen oder von oben zeigen, das weiß ich was. Das ist im Prinzip der Ort, an dem die Wasserrundfahrt ankommt, die durch den ganzen Park geht. Die ist jetzt halt hier so integriert und fährt danach halt ein bisschen durch die Grachten von Venedig noch weiter und genau durch Backstage auch ein bisschen. Genau, da kommen wir auch noch hin. Das ist für jetzt nur die Station davon. Hier sind auch Easter Eggs, ne? Was ist das für ein Laden hier? Oh wow, das hast du noch im Kopf gehabt, das hätte ich jetzt vergessen. das ist tatsächlich inspiriert von irgendeinem Laden in Assassin's Creed. Ich weiß, ja, aber ich glaube, in Assassin's Creed 2 gibt es diese Läden überall. Das sind, glaube ich, die Fast Travel. Assassin's Creed Easter Eggs haben wir drüben auch noch. Ja, ich habe so ein paar Sachen dazu von Assassin's Creed hier in Venedig, weil das war mein einziger Bezugspunkt zu Venedig, den ich hatte, als ich das hier gebaut habe. Ich habe halt sonst nicht viel mit Venedig am Hut gehabt, bevor ich hier angefangen habe. Mittlerweile weiß ich ein paar Sachen mehr. Oh, den Laden kennen wir doch. Ja, ja, der steht so nebenbei da, ne? Ist aber eigentlich so mit das detailreichste Gebäude wahrscheinlich im ganzen Park. Also, ja, ich glaube auch. Ja, also an Details fehlt es in Venedig auf jeden Fall nicht. Nee, das ist definitiv nicht. Genau. Ja, wollen wir erstmal. Ja, wir kommen jetzt Stadt bei der angucken, na, oder dann geh ruhig erst zur Achterbahn, dann zur Achterbahn. Haben wir eine Rundgang. Also ja, genau, das ist die Hauptattraktion in Venedig selber. Es ist ein Hybrid-Coaster. Ja, also teilweise Achterbahn und teilweise Wasserbahn. Denn baue ich tatsächlich verhältnismäßig ein bisschen oft und ich wollte eigentlich ein bisschen Abwechslung drin haben, irgendwas anderes bauen. Aber es hat sich in Venedig so gut angeboten, da durch die Kanäle durchzufahren. Deswegen keine andere Wahl. ist es hier wieder der Coaster geworden. Und ja, ich habe versucht, die ganze Warteschlange natürlich ein bisschen immersiv und abwechslungsreich zu gestalten. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast da. Sag doch auch mal was, ich rede die ganze Zeit. Ja, nee, ist doch okay, ist ja auch richtig so, dass du was erzählst. Aber wir können ja darauf antworten, aber die Q-Line ist auch wunderschön. Das gefällt mir jetzt auch ganz gut. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hatten, wie du die Kacheln am Boden machst. Also, ja, ja. Also das sind alles Einzelteile tatsächlich. Und der liebe Rick hatte nicht drüber nachgedacht, dass es tatsächlich auch so ein Wandelement gibt mit so Fliesen. Es war ein bisschen unnötig, ja. Ja, die hat er tatsächlich alle hier von Hand ja, gebaut. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es Marmor genau als Teil gibt zu dem Zeitpunkt. Ja, guck die Decke nicht so genau an. Das ist ganz viel Furchtbares an der Decke, das willst du nicht sehen. Den Boden guckst du am besten auch nicht an, den fahren am besten einfach direkt mit. wobei, die Dinger, wo du das Gepäck reintun kannst, die sind nicht von mir. Oh, ja. Die hat der Mitaro gebaut. Ja, die waren auch. Ey, komm, das ist auch. Ja, komm, aber das, die... Das waren gefühlt 5 Sekunden. Ja, ist doch egal. Ich hab die trotzdem überall benutzt. Also, ich hab die ein paar Mal benutzt und die kommen ursprünglich von dir. Ja, das stimmt. So. Ja, wir haben alles auf Test. Ja, passt doch. Okay. Also, ich habe jetzt nichts großartig viel getriggert hier. Grundsätzlich so für alle, die es interessiert, wir haben auch all diese POVs noch als separate Videos samt Trailer von den einzelnen Bereichen, wenn ihr das Ganze flüssiger sehen wollt, weil ja, das Ganze stimmt, läuft ja jetzt hier natürlich nicht komplett flüssig. Sollte es nicht flüssig laufen. Ja. Ja, ein bisschen ruckeln tut es ja. Aber es geht noch, finde ich. Geht schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Bahn schon mitgefahren bin. Ne? Also die Bahn. Ja. Okay. Ja gut, das überrascht mich ein bisschen. Guck mal, das sieht doch alles so klasse aus, wenn du im Boot sitzt. Also ich find, ja klar, das mit dem Boot, dann Venedig, durch die Kanäle, das ist schon geil. Venedig ist schon geil geworden. Also ehrlich, das ist... Er ist tatsächlich jetzt auch so ein bisschen so ein kleiner Sneak Peek, was ja noch alles kommen wird an Stellen in dem Bereich, weil das ist ja jetzt... Wir fahren ja durch den ganzen Bereich. Den Lift haben wir theoretisch schon noch vor, keine Ahnung, vor 4 Wochen gemacht. Eigentlich. Besprochen. Ja, ich habe den auf jeden Fall nochmal umgebaut. Irgendwann, als ich die Brücke daneben gebaut habe, war kein Platz mehr für den Lift, dann muss ich den umbauen. Deswegen hat er so eine komische Form. Also ich muss aber sagen, ich glaube, dass tatsächlich der Platz hier, auf dem wir gerade waren, mein Lieblingsplatz ist in Venedig. Mit der Attraktion da vorne. Ja, ich finde, der hat so eine gewisse Stimmung einfach, die mir sehr gut gefällt. Quatsch. Mit Schutz natürlich, dass die in der Transportbahn nicht nass werden. Genau, das war eine gute Idee, die du da hattest. Wir haben einfach das Ding, wir haben das Ding da hinten einfach kopiert und einfach dahingesetzt. Ja, aber es ist trotzdem eine gute Idee gewesen. Ich muss ja nicht schlecht reden hier, wir wollen so einen Park toll präsentieren. Ja. Ja. Im Prinzip fahren wir jetzt einfach den ganzen Weg zurück, aber es ist halt einfach so ein bisschen zum Schauen noch. Ach, guck mal hier, das 14.000 Teile Haus. Ja, das gucken wir uns dann auch noch ein bisschen genauer an. Aber so hat man noch ein paar schöne Blickwinkel von ganz Venedig halt gesehen, sind einmal durch den ganzen Bereich durchgefahren jetzt.
ist mir irgendwie immer recht wichtig, dass ich mag es, wenn die Bahn im Bereich integriert ist. Ist ja auch gut gelungen. Also, ja, aber das ist ein schöner Platz hier. Ja, das ist wunderschön. Ja, wäre auch schade drum, dann sieht man nämlich nicht von so vielen Stellen. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, ursprünglich mal hinter dieser Tür, die da jetzt kommt, einen Trigger drin, ne? Ich weiß ja, nicht, ob der noch da ist. Hattest du auch. Was, dass es dunkel wird? Ja, immer. Ja, ja, ist der noch da? Der ist immer jetzt. Da. Okay. Ja, das war, ich glaube, das war Folge 3 oder so von unserem Let's Play, als ich das gebaut habe. Das ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, was jetzt wo ist. Guck mal, wie es hier im Dunkeln aussieht. Schön. Achso, die Decke darf ich nicht angucken. Ja, das Bild da hinten, das war noch, das haben wir schon, das haben wir auch komplett übersprungen. Ist ja egal. Ja, das ist auf jeden Fall die Bahn. Kann man gerne angucken da. Ja, das war mein Versuch, da irgendwie noch das so aussehen zu lassen, als könnte man da rausgucken, weil es eine doppelte Wand ist und es eigentlich nicht geht. ja, das ist halt so ein Bild, ne? Und so ein bisschen kalt. Irgendeine Prinzessin. Ja, irgendwie sowas. Das ist Prinzessin Taco, ist das. Stimmt, da war ja was. Ja, da war was, ja, ich hab's auch wieder verdrängt. Ja, das ist soweit Sigrato Mascherato oder so ähnlich heißt die Bahn, glaube ich. Ja, ne? ja, richtig. Genau, ja, und oh, da glitscht was durch. Ja, das sehen wir auch schon von anderen. Aber da. Naja. Okay, nicht gesehen. Ich glaube, hier kommt noch einiges, was so durchglitscht. Ich glaube auch, ist, ja. Bei so einem riesigen Park kannst du nicht alles einfach wegvertuschen. Ja. Und ich finde aber trotzdem, wir haben so viel Zeug hier drin. Wenn da mal was durchglitscht, dann ist das halt so. Also der Park ist da, kann man ruhig mal drüber wegsehen. Ja, also wir haben es natürlich versucht, so gut es geht zu vermeiden. Aber manchmal passiert es halt einfach. Ne? Es ist halt so. Das müssen wir erstmal andere nachbauen. So. Ja, also ja, also es gibt, glaube ich, keinen anderen Italienpark in dem Ausmaß. Nee. Das ist schon außergewöhnlich, ja. Ich meine, die Idee kam ja auch nicht von uns. Die hatte ja einer gehabt, der ist schon lange nicht mehr dabei. Und wir haben halt alle gesagt, jo, machen wir. Ja, aber dass das dann am Ende so eskaliert. Ja, wir haben es auch irgendwie uns auch richtig schon einfach gemacht. So, was haben wir für Ideen? Genau. Italien, jo. Jo, so einfach war das, ja. Das ist die Eisdiele noch, die ja, noch. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt tatsächlich, aber am Ende sind wir komplett eskaliert, was das Bauen angeht. Ja, siehe Venedig. Ja, Venedig ist ein gutes Beispiel dafür, dass das... Ja. Rom nachher ist auch total eskaliert. Also es ist alles echt, ja. Das ist einer von den wenigen Innenräumen, die wirklich auch nutzbar sind für die Gäste, den ich auch... Ich mag ihn sehr gerne, weil es irgendwie nicht so aussieht, als wäre irgendwie zu wenig Luft drin. Meistens sind Innenräume mit den Teilen, die wir so begrenzt haben, halt nicht so gut nutzbar. Und wenn du jetzt hier, jetzt sage ich es mal ganz bewusst, geh mal durch die Decke von der Eisdiele durch. Einfach damit man mal zeigen kann, wie eng das hier gebaut ist in Venedig. Das Ding da ist der Lift von der Achterbahn. Ach, das hier, ja, genau. Genau, direkt daneben, unten ist da die Eisdiele, wo wir gerade herkommen. Da, ja. Genau, da siehst du schon, wie knapp das auseinander ist. Und auf der anderen Seite, unten, das ist die Warteschlange. Also das sind ein paar Zentimeter, die da auseinander sind, die ganzen Sachen. Deswegen passiert dann hier auch ausnahmsweise mal, dass was durchglitscht. Aber wie gesagt, ich habe versucht, das zu vermeiden. Ja. Muss trotzdem. Aber auch hier eine schöne Ecke. Unsere Backecke, ne, kennen wir ja noch. Wo die hier schön durchgebackt sind die ganze Zeit. Obwohl wir hier eine Sperre drin hatten, sind sie trotzdem gerne durchgegangen. Ja, da haben wir gelernt, dass die den Besucher, die backen sich auch durch die Barrieren durch, wenn sie auch von dem Tisch aufstehen. Ja. Ja. Deswegen auch nur den Tisch, weil du hattest ja noch hier einen gehabt. Es waren mal mehr Tische, ja. Genau. Ja, dann, wie wär's, wenn du jetzt mal von... Ja, geh doch mal zum Freefall Tower. Zum Freefall Tower. Ja. Wo ist der Freefall Tower drin? In dem Tower. Das ist Part 1 im Hatten, ne? Das war Part 1. Erste. Das ist der Part erste 1 gewesen, ja. Das ist schon krass, ne? Alter. Ja. Der Markusdom. Der Markusdom. Der heißt nur hier ein bisschen anders. Genau. Ja, wunderschön. Genau. Da ist der Name, der Leap of Faith. Das sind im Prinzip die andere Anspielung an Assassin's Creed. Das sieht man aufs Logo hier schon. Genau, das sind die zwei Anspielungen, die hier drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo einen Heuhaufen hingelegt habe oder ob ich vergessen habe. Steht da einer? Doch, da ist ein Karren, oder? Ja, hier ist er. Ja, guck mal, ich hab dran gedacht. Kannst du runterspringen. genau, das ist der andere Flatride. Eigentlich sollten in jedem Bereich ja nur ein Flatride und eine Achterbahn sein, weil wenn die so groß ist, sind es halt mehr geworden. Zwei Flatrides. Ja? Ja. Okay, dann bin ich voll im Rahmen. Okay, dann finde ich nicht. Zwei oder drei. Okay. Ja, okay, alles klar. Aber am Ende haben wir sowieso alles anders gemacht, wie geplant. Ja. Am Anfang waren wir, ich sag's ja nochmal, ne? Wir waren ja zu siebt. Das hätte dann alles den Rahmen gesprengt. Hätte jeder jetzt 5 Attraktionen und 2 Achterbahnen in einem Bereich, ja, dann hätte es ja gar keinen Platz mehr gehabt. Naja, am Ende haben wir 3 den ja dann übernommen und weitergemacht, sagen wir mal so, und zu Ende geführt.
was wir auch heute sehen. Und ich finde es ja auch lustig, die haben alle gebrüllt, ja, YouTube, juhu, juhu. Und ich so, nee, kein YouTube. Und dann auf einmal so, okay. Nee. Ja, am Anfang wollten... Am Anfang, ja. Ach so, wollte stimmt. Keiner YouTube, also nee, also die wollten alle YouTube machen, aber keiner wollte YouTube machen. Ja, genau. Und dann haben wir halt angefangen mit dem YouTube-Kram. Stimmt, ihr habt angefangen. Ich kam dann auch nach zu. Du kamst genau, dann danach, ja. Ja. Und jetzt bin ich dabei. Genau, jetzt sind wir zu dritt. Dann jetzt bist du jetzt auch dabei. Ja. Immer die Parktour. Und nicht. Finde ich gut. Ich finde das super, wie du das machst. Ich könnte das nicht. Hast du eigentlich Ton? Das ist so still die ganze Zeit. Ja, ich hab wegen den Lautsprechern. Das ja, sonst kommt das okay. Alles ins Mikrofon. Kommt alles ja, ich wollte nur fragen, bevor wir gar keinen Ton haben. Wir haben schon einmal gehört ein bisschen. Okay, okay. Nee, Musik ist da. Ja, dann ist das super. Musik ist da. So, dann ja, gehe ich wieder raus. Das ist halt ein Freefall-Tower, ne? Freefall-Tower. Ne? Ja, genau. Ein paar Fässer. Hier sind auch Fässer. Genau. Falls ihr am Zählen seid. Ja, du kannst ja im Prinzip nochmal vorne zu dem Platz gehen, wo der Dogenpalast ist, weil das ist halt die einzige Stelle, von der man den sehen kann. Achso, außerdem habe ich die ganze Zeit, sagt doch keiner was hier. Ja, also wir sind so gewohnt, dass das an ist. Ich vergesse es ja auch manchmal, ich denke auch nicht dran. Ja, ja. Man guckt ja aber nicht dahin. Nee. Ja, dieses ganze Ding kann man leider nicht so richtig gut von hier unten aus sehen. Das ist tatsächlich besser von der Rundfahrt auf dem Wasser oder von der Achterbahn aus sichtbar. Das hier, ja. Genau, das haben wir aber eben auch schon gesehen. Das ist so ein kleiner Hafenbereich halt, ne? Mhm. Genau. Und wenn du jetzt zurückgehst, direkt daneben ist halt der einer von den anderen Backstage-Wegen, den ich gerne noch durchgehen würde. Naja, alles gut. Ja, ich versuche mich zurückzuhalten. Nein, alles gut. Ja, Venedig ist halt riesig. Es gibt so viel in Venedig. Halt dafür gibt es halt andere Bereiche, die halt wirklich kurz sind. Ja, ne? Ja. Also deswegen können wir hier ruhig auch mal auf 20, 25 Minuten. Also, das ist ja gar kein Thema. Alles gut. Ich sag mal so, wenn es ist wir ja auch verständlich. Bei dem anderen Bereich, den ich gebaut habe, ankommen, wenn wir bei Pompeji ankommen, da können wir einfach durchlaufen, da ist gar nichts. Ja, ein Flugmodus. Ja, genau. Ja, hier, so. Hier ist noch der Backstage-Weg von den Mitarbeitern, der ist hier noch neben dran. Ist so krass geworden. Ja. Genau. Deswegen wollte ich das mit reinnehmen noch. Ja, ist auch gut. Ja, der funktioniert tatsächlich. Wir haben auch hier einen kleinen Hinterhof noch. Ne? Genau, das ist die Innenseite vom Dogenpalast. Ist auch ganz nett geworden. Und die Mitarbeiter laufen den Weg ja auch wirklich lange, das ist ein funktionaler Weg, der geht dann durch den Markusdom durch, der natürlich auch komplett. Da kommt auch gerade einer, perfekt. Ja. Ich habe die tatsächlich auch eingefärbt, wie die ungefähr aussehen müssen da. Aber die Achterbahn kommt auch, wie passend. Ja, hat natürlich auch einen guten Raum, das haben wir eben schon so ein bisschen gesehen. Auch ein bisschen zu viel eigentlich für die Sekunde, die man das sieht, aber das ist ja geil. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, genau, und ja, die Mitarbeiter laufen halt dann da hinten weiter durch. Der Altar, der kommt mir so bekannt vor. Den sehen wir später auch nochmal, ne? Ja. Wir haben uns alle was voneinander gebohrt gegenseitig. Ja, ist wirklich. Irgendwann hatten wir auch keinen Bock mehr zu bauen. Da haben wir einfach geguckt, was hat der denn? Der hat doch auch eine Kirche da stehen. Ja, 2 Jahre ist halt schon lange Zeit, ne? Ja, das ist einfach jetzt so ein kleiner Weg, einfach wo die langlaufen können. Ja, das Wichtige ist halt der Ort, wo sie rauskommen danach, weil das ist dann wieder was Schöneres. Weißt du, du hast mir ja erzählt, hier da hinten, hier backt da was durch, da hinten backt was durch. Weißt du, ich habe diese Decke erhöht, ja? Schön. Weil die zu niedrig war. Danke. Dachte so, oh ja, schön. Nein, es war hier hinten. Ja, ich habe danach angefangen, die Bilder zu schicken. Ja, das war einfacher. Ich dachte so, was packt denn hier, weißt du, weil das hier unten so tief war. Ich so, oh, vielleicht war das. Ja, gute Idee, habe ich nicht dran gedacht, danke. Ja, gerne. Ja, ne, genau, das ist dann jetzt die andere Seite vom Ausgang. Wie gesagt, die ganzen Räume haben halt alles Innenräume. Im Prinzip ist das Ganze jetzt ein Innenraum gewesen, natürlich, den man durchgehen kann. Und das ist jetzt so der Übergang zwischen Venedig zu Backstage, weil es irgendwie dazwischen hängt. Aber das ist der offizielle Backstage-Weg von den Mitarbeitern. Ja. So kommen die in den Backstage-Bereich. Und von hier aus kann man auch noch diese andere Kathedrale da sehen, die man sonst überhaupt nicht sehen würde. Ja, aber das hier sieht man ja auch nicht. Nee, das sieht man auch nicht. Ne? Das ist ja das Arsenal hier. Also da sieht man alles, wenn man mit der Bootsrundfahrt fährt. Also die lohnt sich tatsächlich in dem Park. Ja, genau, das ist der, ich weiß schon gar nicht, wie das Ding heißt, aber das ist auch ein bekanntes Gebäude in Venedig halt. Willst du reingehen? Ja, ist was drin. Ist noch was drin. Ja, da ist was drin. Natürlich, ist überall was drin. Ach, da ist der Altar übrigens auch, das hab ich jetzt vergessen. Da ist er wieder. Das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, gut, da ist auch ein Altar drin. Ne? Sehr ja, schön. Ja, das war so ein mal auf die Schnelle gebauter Innenraum. Da ist halt nicht, das war einfach, weil halt Platz war und ich irgendwie noch Innenräume ausfüllen musste. Genau. Ja, das ist eigentlich soweit auch schon der kleine Backstage-Bereich-Ort hier, den ich zeigen wollte. Wir kommen später nochmal hin, wenn wir im Backstage-Bereich sind. Genau. Für jetzt erstmal, das ist der Part aus Venedig, den man sehen kann. Ja, genau. Sieht man ja auch alles in den Let's Play-Folgen, wie das Ganze gebaut wurde. Jetzt nach oben? Geh einfach nochmal zurück. Ich weiß gerade nicht mehr, wo
wo wir jetzt als nächstes lang sollen. Ich hatte mir irgendwas dabei gedacht gehabt, wo wir langlaufen, aber ich habe auch wieder viel vergessen über Nacht. Und ich habe auch den Zettel vergessen. Also ich bin nur so halb vorbei. Wir waren bisher nur auf der rechten Seite. Ja, ich glaube, wir sind auch gerade noch ganz gut dabei, weil, ja, gehen wir zum Ballon Ride. Ja. Zu dem. Erstmal hier. Genau, das ist auch ein bekanntes Haus. Ich meine, ich habe eine Stadt gebaut, ne? Das sind ganz viele Häuser, die es halt wirklich gibt. Da, guck mal. Ah, du hast einen Namen dran geschrieben. Ja, guck mal, so heißt das Ding. Torre del Orologio. Wusste ich gar nicht. Zum Urologen heißt das. Ich glaube, das ist eigentlich ein Uhrenturm oder ein Rathaus oder sowas. Aber, ja. So, oder so. Oder Urologe geht auch. Oder das. Ja, also selber. Ja, genau. Meine ich doch. Ja, dann daneben ist eine kleine Bar als Anspielung an den alten Park mit Bar Moko. Und ja, das ist der Eingangsbereich zu dem Flatride, dem zweiten in dem Bereich. Das ist auch die Ecke, wo ich eben meinte, die finde ich so schön. Looney Balloons. Ja, es war so passend einfach, weil das, ja, absolut. Ne, daraus halt einen gesponserten Flatride zu machen, hat sich einfach angeboten. Ne? Ja. Dann kommen wir auf den wunderschönen Platz. Genau, das ist wo der. Wo tatsächlich nur die Attraktion ist, gell? Da ist, ja, da ist nur die Attraktion. Wie auch wieder viele Wege, die man gehen kann. Ja, als ich das gebaut habe, habe ich angefangen, die ganzen Innenräume zu gestalten und das zu machen. Deswegen sind wir bei dem Platz angefangen mit dem Kram. Ich muss auch sagen, wir sind tatsächlich auch bald durch mit Venedig. Es gibt jetzt hier noch ein paar Innenräume und Backstage-Sachen, die ich gerne durchgehen würde, aber dann haben wir es schon fast. Genau. Wir machen aber natürlich noch die Timesteps rein, dass ihr dann pro Bereich kriegt ihr die Timesteps gezeigt. Das wäre sehr sinnvoll, ja. Und die Achterbahn aber nicht, sondern dann könnt ihr euch den ganzen Part nochmal anschauen mit den Timesteps und rumswitchen. Genau, genau. Ja. Ja, lauf rum, wo du rumlaufen willst. Hier sind ein paar Fässer. Ich laufe hier rum. Also ich weiß nicht, das sind glaube ich nicht die... Ah, guck mal. Ah! Guck mal, YouTube! Ja, wir haben einen YouTube-Channel, Überraschung. Ich wusste ich auch nicht, was das drin ist. Ja, genau, das hier ist ein Channel. Also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann gerne jetzt. Also ja, ich wusste teilweise auch nicht mehr. Try again, ja, nochmal drücken, nochmal. Nein, und dann nochmal drücken. Das war ein Fenster, keine Tür. Ah, das war eine Tür. Dann hier, hey. Ich glaube, ich habe wirklich... Okay. I hate snakes. Ich habe wirklich vergessen, dass da überall Sachen drin sind. Ich wusste das auch nicht mehr jetzt. Weil eigentlich geht es mir um hier hinten. Hast du Angst vor Schlangen? Nee. Ah, okay. Das ist eine Anspielung an Indiana Jones. Ah, okay, ja, klar. Ja, Indiana ja. Jones hat Angst vor Schlangen. Gehen wir danach, gehen wir jetzt erst nach oben. Wir gehen erstmal nach oben. Ja, dann gehen wir erstmal oben. Das war so der erste wirklich ausführlichere Innenbereich. Das kenne ich tatsächlich noch. Ja. Also was heißt Innenbereich? Ne? Der erste wirkliche Weg, den ich jetzt noch integriert habe da drin. Genau, die Türen, die sind ein bisschen langweilig, die kannst du ignorieren. Die sind trotzdem mal gucken. Ja, ist noch was drin, aber die sind langweilig. genau, ja, von hier oben hast du halt noch einen kleinen Platz. Das ist jetzt sind wir halt direkt unter dem Lift von der Achterbahn. Ja. Genau, der fährt das halt sind auch, wenn wir den Park angefangen haben zu bauen. Das haben wir auch irgendwo stehen. Der steht sogar drüben in der Backstage. Ich meine auch Oktober, oder? Ich meine, kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, das genaue Datum hat der Metaure und Backstage reingeschrieben. Ja, hab ich reingemacht. Ja, das sehen wir dann gleich. Ja, okay, ich weiß gerade auch nicht mehr genau. Ja. Guck mal, ich habe zwei Innenräume zu einem gemacht. ja, da geht's nicht weiter. Du könntest da auch weitergehen, da wäre auch was. Aber da geht's nicht weiter. Runter. Guck mal, ich kann runtergehen. Genau, dann sind wir nämlich wieder auf der Seite, um die es geht. Weil hier gibt's dann den eigentlichen, ich sag mal in Anführungszeichen, wichtigen Innenraum. Man muss ja auch irgendwo hinkommen, wenn man hier langläuft. Und hier geht's erstmal ganz weit nach oben, weil wir sind halt am Lift, da ist halt alles oben. So, dann hat man hier noch einen schönen Überblick über Venedig selber. Schön. Echt toll, ne? Ja. Richtig schön. Ganz viel Fässer. Ja. Guck mal, kannst du die Leute auf den Kopf spucken? Jetzt komme ich nicht drauf. Kolosseum drauf, hast du gesehen? Kolosseum? Genau, und die Kathedrale, alles sieht man, ne? Jawohl, das ist ein wunderschöner Blick, der Bahnhof ist noch zu sehen, alles ist zu sehen. Das sind so die größten. Nur Sardinien siehst du nicht, das geht hin. Die größten Objekte bei uns in Bella Italia. Sardinien, Sizilien sind einfach nicht da. Ja. Alle Häuser sind in der Mitte vom Park, was kannst du nichts machen, nicht, ne? Das sieht so gut aus. Hey! Ja, sehr schön. Der erste kleine Schatz, den ich versteckt hatte in den Innenräumen, das war halt, wenn man den Weg langläuft, dann findet man. Das ist doch Zelda hier. Ja, zum Beispiel. Ja. Ping! Sehr gut. Mal gucken, wie viel du noch findest. Ich glaube, es ist der einzige. Jetzt rein mit euch! Schluss! Jetzt kannst du den Weg ja mal nach unten lang laufen, weil geht ja auch unten noch lang. Ich gehe da unten lang. Guck mal, wir laufen den ganzen Weg lang, da ist glaube ich nichts, da ist nur eine Feuer. Also, wir laufen diesen ganzen Weg lang, die einfach kein Besucher jemals langlaufen kann. Hier? Ja, genau. Da ist eine Tür, das heißt, du kannst da durch. Also, ich muss hier runter? Ja, ja. Genau. Die Tür kannst du auch lang, da ist aber nichts. Da ist halt einfach noch eine Tür. So, und dann ist da halt der Feuerausgang, glaube ich, oder? Nee, ein Balkon ist da, okay. Balkon. Ja, auch nicht. Um die Ecke ging es jetzt tatsächlich gar nicht. Ich meine die andere Richtung.
weil hier unten kommen wir zu einem weiteren... Ganz großen Special, ja. Genau, eine weitere wichtige Sache, was das Thema mit den Aliens angeht. Die haben nämlich hier ihren eigenen Innenraum bekommen. Das kenne ich noch, ja. Ja, das ist auch ein bisschen außergewöhnlicher, das Ding, ne? Ja, ja da ja, kommt so, man raus, so, ja. So, ja. Ja, hier gibt es einen riesigen Innenraum, der... Es ist einfach komplett unter Venedig drunter. Und ja, ursprünglich wollte ich da einen Dark Ride hinbauen. Ich wollte eigentlich aus dem Dogenpalast. aus dem Dogenpalast und dem Markusdom und hier, wo wir jetzt gerade sind, das alles kombiniert. Ja. Darunter wollte ich eigentlich einen Dark Ride bauen. Davon hat der Mitaro mich aber abgehalten, weil das dann doch ein bisschen zu viel geworden wäre. Ja. Venedig ist so schon groß. Ich meine, baust ja halt mit vielen Teilen. Das hätte, glaube ich, ein paar komplett gesprengt. Ja, ist ja auch richtig so. Dann hätten wir uns beim Rick treffen müssen. ja. Ich habe nicht den besten Rechner hier. Nee, trotzdem. ja, deswegen ist es jetzt einfach so ein kleines Easter Egg. Also, ja, in Anführungszeichen ein kleines Easter Egg geworden hier, ne? Weil hier gibt's auch den... hier steht auch ein Alien in dem Raum. Ja, hier unten. So, da, ne? Der natürlich auch wieder eine Anspielung ist. Das wäre jetzt Star Wars, wenn das irgendwer versteht. Aber das ist ein Satz, der fällt in jedem einzelnen Star Wars-Film. Genau, und ja, natürlich kann diese Raumschiff auch durch diese Tür, weil es ist eine Tür, ne? Ich habe gesagt, man kann durch Türen durch. Wir speichern. Oh, wir speichern. Okay. Endlich. Das habe ich schon gefragt. Sind wir schon so lange dabei. Es tut mir leid. Sorry? Das ist ein Dark Ride ja bei Planko 2. Ja, ich baue bei Planko 2 irgendein Dark Ride. Ich habe noch nie ein Dark Ride gebaut, aber gut. Ja, wird mal Zeit, ne? Ja, ja wird mal Zeit, ja. Ja. Man, dunkel kann man es ja machen da. Schreibt es mal in die Kommentare, was für ein Dark Ride der Rick bauen soll. Er freut sich immer über ein bisschen Inspiration. Also haut mal richtig in die Tasten und schreibt dem Rick mal so ja, ich mal so alles Mögliche Ideen. An Dark Rides rein. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich bin immer so ideenlos. So, geht wieder. Ja, es ist ganz wichtig, dass das da ist, ne? So, jetzt starte ich durch, ja? Ja, start mal das Raumschiff. Mal gucken, wo du rauskommst. Oh, ja. Das ist ja langsam das Raumschiff. Jetzt aber. Ja, wir kommen unter Wasser. Das ist halt einfach ein anderer Eingang in Venedig, wenn du so willst. Krass. Weil die Aliens sind ja unterirdisch. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, Venedig ist ganz viel, was man sehen kann, was wir halt noch nicht gesehen Alter haben. Alter Schwede, ey. Ich muss nochmal in den Park rein. Ja, bist du drin? Ja, aber nicht selber. Und jetzt könnte man sich noch überlegen, wenn man das möchte, wir könnten jetzt Venedig abschließen oder wir machen den anderen Backstage-Bereich auch noch. Das könnt ihr euch aussuchen. Ne? In welchem anderen Backstage-Bereich? Es gibt noch einen dritten größeren Weg, den man noch gehen kann, der nicht begehbar ist für die Besucher. Hier ja, dann auf. Ja, dann müssen wir nochmal zurück zum Eingang. So, das ist auf jeden Fall jede Brücke, ne? Genau, über die gehen wir gleich in den Backstage-Bereich, da kommen wir hin zurück. Ah, okay. Genau, wir gehen jetzt nochmal auf den Anfang zurück. Deswegen war es sinnvoll, mit Venedig anzufangen, weil man von da ganz gut zu Backstage kommt. Wo willst du denn jetzt hin? Du kannst mal, dreh dich mal um. Ui. Ich meine, noch ein bisschen. Ui. Ich meine nämlich, dass in dem kleinen Haus, was da jetzt ist mit der Tür, ich glaube, da ist was drin, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der weiß es schon selber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, guck mal, was ist drin. Guck mal hier, So, guck mal, da hast du das nächste Stückchen von der Geschichte drin. Oh. Es gibt in Venedig nämlich auch noch, Drache. Es gibt einen Drachen in Venedig, den wird kein Mensch finden. Nee, der ist wirklich versteckt. Ja. Ist das der große Drache oder weißt du, ist das? Ist das der große Drache oder der kleine Drache? Es gibt ja einmal eine Figurdrache vom Schinger. Es gibt einen richtigen Drachen in Venedig. Also einen richtigen Drachen, einen richtigen so diesen Drachen. Animierten Drachen. Ja. Okay, nein. Ja, es ist auch wirklich eigentlich unmöglich rauszufinden, wo der ist. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Lass mich den selber suchen. Willst du gleich suchen? Ich such den. Willst du den suchen? Ich such den daheim, wenn okay, ich wieder zu Hause bin. Ja, dann haben wir, den ja, ich will dem Mitaro ja jetzt nicht die Arbeit wegnehmen. Ich war gerade kurz davor. Ja, ich hab's gesehen. Wir gehen gleich zum Drachen hin. Keine Sorge, wir zeigen den in der Parkour auch, weil keiner wird ihn sonst finden. Ach so. Okay, du kannst ja kurz den Raum verlassen. Würdest du bitte den Raum verlassen? Dreh ich um, guck zur Wand, schäm dich. Aber mach mal gleich. Wir gehen jetzt erstmal in den anderen Backstage-Bereich lang, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wir müssen nochmal zum Anfangsplatz gehen. Yeah. Ich werd gemobbt. Aua! Wir haben ja keine Facecam an. Der schreit da ja. Du wärst jetzt hier links, wenn du unter der Achterbahn da, dieser Kistenhaufen. Nee, wo, der Kistenhaufen. Nicht der Kistenhaufen, der andere Kistenhaufen. Der Kistenhaufen. Ein bisschen weiter nach da. Der Kistenhaufen. Der große Kistenhaufen. Da steht auch noch ein Professor, kannst du mitzählen. Eins, zwei. Oder auch sein lassen. Und ganz der wahrscheinlich rein. Besser, ja. Vielleicht geht's hier rein. Ja, hier ist auch noch ein kleiner Extra-Bereich, den man so... Oh, der ist auch hübsch hier. Oh, das ist toll. Ja, da ist eine kleine Schiffswerft, ich weiß das nicht. Das ist ja krass. Es ist noch so ein... Ja, den sieht man normalerweise halt auch nur von der Wasserbahn.
Transportbahn, ja. Also der Rick hat manchmal echt nicht mehr alle Lampen sitzen. Also was der hier in Venedig gebaut hat, das ist doch krank. Ja, ja, es ist doch alles auch. Ja, 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 ich muss doch die zwei Jahre irgendwie füllen. Also deswegen, immer wenn man immer so hin am Bauen war, so Sardinien, so Sizilien oder so, alles gut, aber du hast dich nach Venedig umgedreht, dann ging's los. da war es am Lecken ohne Ende. Ja, ja, das stimmt. Ich nehme alle Schuld auf mich. Gut so. Ja, ich meine, wenn ich in zwei Jahren irgendwas rumbaue, dann soll es auch schön werden, ne? Ich habe ja nur zwei Bereiche gebaut. Ich meine, wir haben ja bei Community. Und ich habe mich echt zurückgehalten eigentlich, ne? Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Deswegen sieht es bei mir nachher so aus, wie es aussieht. Also ja, bei Sardinen habe ich mich auch noch zurückgehalten und dann war vorbei. Ja, und dann war vorbei, genau. Und dann habt ihr so richtig losgelegt und ich habe mir gedacht, nö, ich bleib meiner Linie treu. Am Anfang habe ich mich auch noch zurückgehalten. Ja, das habe ich nur recht schnell über Bord geworfen. Ja, theoretisch kannst du rüber das Wasser drüber, da gibt es auch eine Planke, mit der man rüberkommen würde. Das ist einfach nur, warum gehst du in das Haus von dem, der wohnt da? Lass den in Ruhe. Oh, tut mir leid. Get out. Das ist übrigens deine Küche, wenn du dich erinnerst. Ich sehe es gerade. Oh, Scheiße, ich dachte gerade so, hä, die kennst du doch, Alter. Ja. Guck mal, das war noch ein Leiter gewesen. Aber weißt du, was der Unterschied ist an der Küche und an deiner? Da ist ein Herd drin. Ich wollte dich die Antwort geben lassen. Ja, guck mal, nee, die ist bestellt, die ist einfach noch nicht da. Die kommt noch. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Campingkocher. Ey, auch vollkommen okay. Reicht doch. Ja. Also alles gut. Nee, hier, ja. Ja, noch ein Alien. Die sind überall hier verteilt und suchen halt in Venedig irgendwie nach diesem Drachen. Und der ist scheinbar nicht hier. Und den Leuten gefällt es scheinbar nicht, dass die Aliens da sind. Ich meine, wir haben ja vorhin auch schon diese Geheimagenten gesehen, die wollten, dass wir, oder von uns wissen wollten, ob wir wissen, ob irgendwas hier ist mit UFOs, ne? Ja. Voll die krasse Story, die ich mir in den letzten Sekunden ausgedacht habe. Ja, das ist der Innenraum von dem Ding. Und dann könntest du auch nochmal, ich glaube, zurückgehen zu dem. Ja. Ja, nochmal das Stückchen jetzt rechts. Rechts, ja. Ja, und dann nochmal links und dann nochmal rechts. Guck mal, da geht es nämlich auch noch hoch. Ah. Da sind wir eben nicht lang gelaufen. Weil das ist nämlich jetzt hinten nämlich was raus. Oh, wir finden was raus. Ja, weil hier ist eine Tür und dahinter ist nichts. Das ist nämlich eine Brücke. Ah, hier kommt man rein. Ah. Genau. Das ist die Stelle, die ich dem Metaro gegeben habe und gesagt habe, hier mach mal Innenraum. Ja. Weil jetzt sind wir nämlich theoretisch im Backstage-Bereich, das passt mir gerade, weil die Verbindung da ist. Und hier steht, wann wir angefangen haben. 9.01.22. Ja. Krass, wir haben schon anderthalb Jahre, mehr als zweieinhalb Jahre jetzt an diesem Park gebaut. Ja. Heute ist der, lass mich lügen, 21.09. Heute ist der 21.09.2024 und wir präsentieren endlich die Parktour. Ja. Ja. Also der Park ist eigentlich schon länger fertig, muss man wirklich sagen. Also eigentlich im August schon fertig. Nein, das ist gar nicht so gut. So fertig war der gar nicht. Ich muss nämlich noch, bevor ihr gekommen seid, noch so einiges machen. Das war eine kleine Liste, komm. Ja, okay, er hat heute Morgen, der Mitarbeiter hat heute Morgen tatsächlich noch was machen müssen, was dem Rick dann noch aufgefallen ist und mir. Ja, vielleicht liegt es auch einfach an mir, dass dieser Park so lange läuft, weil ich ständig allen Leuten sage, guck mal, da ist noch was. Das ist gar gut. Das kann auch sein, ja. Ja, ja. Ja, das ist soweit die andere Backstage-Sache von Venedig. Das Einzige, was wir in Venedig jetzt noch gucken können, wäre der Drache. Ja. Dann haben wir, glaube ich, wirklich die großen Sachen alle abgehakt, die es in Venedig gibt. Es gibt immer noch mehr Innenräume, aber wir brauchen ja nicht jeden Sinn. Aber das kann ja die Community selber dann herausfinden. Was ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Drachen nicht findet. Hättest du uns irgendeine Idee, wo der ist? Ich müsste reingehen und ich... Gut, jetzt weiß ich natürlich, dass hier irgendwo ein Drache ist, weil du es jetzt gesagt hast. Er steht ja auf dem Schild, ne? Das muss man auch erstmal finden. Das muss man auch erstmal finden. Ja, wo ist denn der Drache? Ich weiß, wo der Drache ist. Du weißt, wo der ist? Mitago weiß es, ja. Ich weiß es tatsächlich. Das ist ein Weg, wo du normalerweise nicht lang gehen würdest. Ja, dann zeig. Jetzt doch zeigen. Ja, zeig. Jetzt will ich auch nicht mehr suchen. Also wir sind hier vorne auf dem Platz eigentlich schon ganz gut dran gewesen. War das der hier? Du kannst da langlaufen, wenn du hinten bei der Bahn die Stufe runtergehst. Die Stufe runtergehen und dann... Genau, dann kommst du nämlich auf so einen Holzpfad hier. Ja, und da kannst du reingehen. Natürlich auch, ja. Kannst aber durch den Dulli. Und dann bist du bist du im Abwassersystem von Venedig. Alter Schwede, okay, das hätte ich tatsächlich nie gefunden. Wir haben ihn auch noch nicht gefunden, es geht noch weiter. Wir haben noch gar nicht gefunden, guck mal hier. So. Das ist das nächste Alien, das den Drachen nämlich auch sucht. Ja. Und sich recht sicher ist, irgendwo hier müsste er sein, aber keine Ahnung wo. So, und da ist eine kleine Lücke in der Wand, und wenn du da durchgehst. Ist ja genauso wie die eine Parktour vom Benutzername. Ja, schon. Dann geht's hier ganz, ganz tief runter. Ach, du ahnst es nicht. Und da unten, mach mal Licht an. Ich mach mal Licht an. Da liegt der Drache. Mit Gold. Das ist unfassbar. Ich habe tatsächlich auch, als ich ihn gebaut habe, wirklich
ernsthaft überlegt, ob ich noch ein Tor da reinmache in so eine kleine Fantasy-Welt. Aber ich habe es ganz eigentlich, weil sie findet man eh nicht. Aber ich habe echt überlegt, das noch ein bisschen weiter auszuweiten. Ja, das ist der Drache in Venedig, den die Aliens suchen und deswegen suchen die Leute die Aliens. Oder so. Alter Schwede, ist ja. Das krass. Ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen. Das ist krass, das ist so krass. Also das habe ich echt nicht gewusst, dass du das noch da hingebaut hast. Ja, wie auch. Ist ja also, unsichtbar. Unfassbar, ey. Du bist so crazy. Ne, manchmal. Du bist so verrückt. Ja, genau. Das ist soweit Venedig. Der darf nichts mehr bauen, ne, bei uns. Nee, der eskaliert ja. Der ist ja voll verrückt. Das ist echt schon krass. Ich versuche, so kleiner zu werden. Ja, okay. Du kriegst einfach nur noch Sachen, wo nur noch vier Wände sind und fertig. Überhaupt den Kiosk an, der war nur vier Wände. Ja. Guckst dir an, das vier Wände. Das stimmt. Ich glaube, das geht ja gar nicht mehr als Blueprint hoch, ne? Dann mehr doch, 4000 doch, Teile. Nee, wir haben es tatsächlich. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es sind, glaube ich, 900 oder so? Ja, irgendwie 900 Teile. 900 oder so. Teile aber von 900 Teile für das kleine Ding, ja, muss man das überlegen. Das ist so krank. Aber das Video dazu findet ihr auch bei uns auf dem Kanal. Tatsächlich. Gerne mal reinschauen. Alles im ganzen Let's Play drin. Alles, was ihr hier seht, wie es zusammengebaut worden ist, könnt ihr bei unserem Kanal finden. Ja, also rein mit euch! Von Sekunde 1 bis jetzt ist alles sichtbar. Und wir haben tatsächlich auch, wenn die Parktour hier rauskommt, sind wir noch gar nicht durch mit dem Let's Play. Es kommen noch ein paar mehr Folgen. Aber es hat den Grund, dass wir es jetzt schon machen. Ja. Wir wollen ja, dass man sich den Parktour anschauen kann, bevor Planet Coaster 2 rauskommt. Genau. Deswegen werfen wir jetzt die Parktour hier und die Cinematics und den ganzen Park erstmal vorher schon raus und machen weiter die Let's Play-Folgen danach. Das heißt, wenn ihr die gerne weiterschauen wollt, keine Sorge, die gehen auch weiter. Es ist nur jetzt zwischendrin, damit sich den Park auch jeder anschauen kann. Genau. Im Moment ist auch ein bisschen viel los bei unserem Kanal tatsächlich, weil die Challenge läuft ja auch noch gleichzeitig. Ja, die Challenge läuft ja auch. Und die Aufnahmen sind ja auch noch. Ach stimmt, das hab ich ganz vergessen. Ja, dann. Stimmt. Jeder Shop in der Brücke hat einen Innenraum. Das habe ich ganz vergessen, ja. Ja, hast du vergessen, ne? Ja. Die sind mal mehr, mal weniger sinnvoll. Guck mal, da stehen wir schon wieder. Ich habe scheinbar schon öfters da reingehauen. Okay. Guck mal, ein kleines Reisebüro oder was auch immer das ist. Vielleicht auch einfach ein Infoshop. Okay. Pizza. Ah, die Pizza ist cool. Ja, die hast du echt cool gemacht. Die ist echt cool geworden, die Pizza. Cool. Die ist wirklich sehr kleinteilig gebaut gewesen. Geil. Also das sind wieder so Sachen, die, ja, Ballons kannst du kaufen. Und Fanshop. Kannst du dann. Wo ist der 7-Cent-T-Shirt und so? Ja, du kannst das Schwert kaufen, das ich als Türgriff für die Kathedrale benutzt habe. Ice Cream. Yeah. Ach so, ich habe gerade selber überlegen müssen, was das für ein Schild dahinter ist. Das sind die Sortenarten. Das habe ich da gebaut. Ja, genau. Fotos. Fotos kaufen. Tickets. Ja, das ist das Reisebüro, das ich eben meinte. Kleiner Buchladen gibt's da noch. Schön. Ja, alles wunderbar. Ein Kaffeeladen muss auch sein. Der ist übrigens Juwelier. Auch ach so, ja, da sind nochmal 1000 kleine Winzteile drin, genau. Nur ein bisschen geordneter jetzt. Unfassbar. Der Kaffeeladen ist ganz cool, die Kaffeemaschine ist ganz cool. Die Kaffeemaschine ist cool geworden. Wenn wir mit Venedig fertig sind, löschen wir den Park, oder? Also den Bereich Venedig, damit wir mal gucken, wie die Performance ist. Einfach so verdoppelt einfach, ne? Ja, ich hätte halt geguckt, was wirklich auf dieser Brücke verkauft wird, weil da werden natürlich halt überall Sachen verkauft. Hey, das ist Shinny! Shinny! Liebe Grüße geht raus. Ich kann auch sagen, das ist nicht der einzige Pinguin hier, der in Venedig versteckt ist. Ja, nein, den suchen wir ins Netz. Nein, den suchen wir auch nicht, aber ich wollte es nur sagen. Aber den hast du schön gebaut, der ist echt schön. Ja, da kannst du Fernseher kaufen. Ja, einen ganzen Fernseher kaufen. Steht nur ein Poster drauf. Guck mal, jetzt haben wir es tatsächlich doch noch geschafft, irgendwie hier durch. Ah nee, es gibt noch eine andere Seite davon. Du kannst ja, wenn du auf den Aussichtspunkt von der Brücke gehst, du kannst ja da auch noch rausgehen und dann kannst du da noch runter und dann kannst du dich noch gemütlich hinsetzen. Kannst du dich hinsetzen, schön. Dann ist auch alles ganz hübsch da. Guck mal an. So, jetzt haben wir Venedig aber wirklich geschafft. Jetzt bin ich vorbei, ey. Reicht jetzt auch. Wir könnten immer weitermachen, aber es ist auch genug irgendwann. Nee, Venedig ist echt toll, also da kann man echt verweilen. Das ist super schön geworden. Ja. Danke, danke. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Und jetzt gehen wir aber in Bagsace von Mitao. Mitao hat eigentlich nur die Mainstream machen wollen. Wollte ich eigentlich, ja. Ganz am Anfang. Und dann ist es dann so der halbe Park geworden, ne? Und dann ist es doch der halbe Park geworden, den der Mitao gebaut hat. Und wir fangen jetzt mal an. Jetzt darf der Mitao natürlich auch. Ich weiß gar nicht, so viel kann man gar nicht. Mal. Also so viel gibt es gar nicht dazu zu erzählen. Also Gott klar, sei der Dank. Entschuldigung. Also der Rick hat gesagt, hier, die Seite ist frei, hier mach was. Dann habe ich gesagt, gut. Dann habe ich erstmal hier Gebäude hab ich gebaut. Hier mach, habe ich gemacht. Nee, ja.
Ist aber auch sehr, also es ist ein Kontrast zu dem hier, man sieht schon. Ich finde die ist aber sehr wichtig, die Häuserreihe, weil du dadurch, wenn du in Venedig bist, egal wo du rausguckst, du siehst bis zum Horizont nur Venedig, weil diese Häuser hier stehen. Ja, es ist wohl wahr. Das ist für die Immersion sehr wichtig. Und der Backstage ist tatsächlich auch so ein bisschen verdeckt, also die Backstage-Tour. Ist halt, ne? Wirklich Backstage jetzt, ne? Wobei unser Backstage-Bereich halt wirklich eigentlich mehr eine kleine Stadt ist, ne? Also da leben die Leute halt wirklich. Ja, aber es ist auch eine kleine Attraktion tatsächlich, ne? Ja, also auch, Backstage ist nicht nur Backstage für Mitarbeiter ist und Personal. Auch eine Tour, ne? Mitarbeiter und Personal, was für ein Schwachsinn. Für Mitarbeiter, sondern ist auch für die Besucher zugänglich. Richtig. Genau. Das ist ein eigener kleiner Bereich. Können wir schön sitzen. Hübsch. Hier haben wir noch ein paar Fressbuden. Was man halt so im Backstage-Bereich stehen hat. Ja, das ist ja Street nicht direkt, Fox Cafe. Das ist ja noch nicht direkt Backstage. Das ist ja noch nicht direkt. Ja, gut, der eigentliche Backstage-Bereich, der fährt nur die Bahn lang. Da kann genau, ich nicht genau. Da kommen wir ja gleich noch zu mit Street Fox Cafe. Hier, die Haltestelle, die gibt es tatsächlich bei uns in der Nähe tatsächlich so. Ja, komm, wir brauchen einfach alle irgendwas nach, was in unserer Umgebung ist. Ja. Kreativität. Stimmt, da bin ich vorhin dran vorbeigefahren. Ja, da ist heute gar nicht dran vorbeigekommen. Nee. Dann machst du nicht kaputt jetzt. Aber vielleicht fahren wir gleich noch dahin. Wollen ja noch irgendwo was essen. Kommt man aber auch nicht lang, wenn wir da hinwenden. Echt? Oh. Dann glaube ich nicht, dass die wirklich. Dann glaube ich dir das nicht. Nee, doch, hast du uns bei Google Maps gezeigt. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. So. Das ist die beste Kamera für den Backstage-Tour? Ja, sonst sitzt du ja hinter dem. Ich kann natürlich auch hier. Ey, das ist dein Bereich. Wenn du es sagst, ist das so. Ja, wir können auch so fahren. Ja, dann mach mal eine Tour halt. Mach doch die andere Sicht. Die andere Sicht war besser. Überlotüre, linken Tür, linke Tür. Also, die ist natürlich komplett funktional. Also, die fährt da echt voll gut durch die Straßen durch. Ich fand die Backstage-Tour richtig geil. Also die langsam fahren, schnell, Blitzer, ne? Blitzer. Ja. Leuchtet sogar, schnell. Ne? Im Dunkeln kann man sogar sehen, dass es dann tatsächlich blitzt, ja. Genau, das ist hier Backstage, das sind hier noch ein paar Wohnhäuser. Das ist jetzt wirklich da wohnen wirklich die Mitarbeiter. Jetzt ist wirklich Backstage. Ja. Wir haben auch gleich hier ein Rathaus auf der rechten Seite hier, das ist. Ja, wir haben so einen großen Backstage-Bereich hier. Ja, du kannst auch mal Pause drücken. Wir können auch gleich nochmal durchfliegen, ne? Wir können auch nochmal durchfliegen. Dann. Ja, oder so. Genau. Die fährt hier wunderschön durch. Kannst alle schön angucken. Hier ist. Das ist, glaube ich, das ist ein Office. Das ist das einzige richtige Backstage-Haus hier. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine Lagerhalle. Es gibt noch eine Lagerhalle. Das war, glaube ich, eine Bücherei. Ich bin mir nicht sicher. Und da ist das Parkmanagement. Also wir. Ja, genau. Da sitzen wir gerade. Deswegen halten wir auch gerade hier an, weil wir gerade hier aussteigen. Ja, genau. Wir ja, haben jetzt 13.20 Uhr, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Nee, ja, es hat tatsächlich einen Grund, weil da kommt ja noch der andere Parkzug hinterher und der muss warten, bis wir durchgefahren sind. Die Straße ist so eng. Aber das sehen wir gleich auf dem Weg. Straße ist eng. Ja, hier ist das Lagerhaus noch mit. Ja, das ist wirklich Backstage hier, ne? Das ist so ganz klassisch Backstage. Ja, das mit Müllcontainern und alles. Das ist so gut geworden, alles. Aber das größte Highlight kommt eigentlich noch, was ich so richtig feier. Im Backstage-Bereich? Ja. Also, es ist eigentlich totaler Quatsch, aber ich find's cool. Ich mag den Bereich sehr gerne. Ist schon cool. Achso, du meinst den Tunnel da hinten? Ja, genau. Ja, den mag ich sehr. Ich musste gerade überlegen. Den mag ich sehr. Also guck mal, die warten hier. Ne? Ja. Deswegen sind wir eben stehen geblieben, genau. Genau. Sonst passen wir doch nicht alle lang. Ah, den Tunnel, den findest du gut? Ja, ich finde das das kam total überraschend, sagen wir mal so. Dass dann auf einmal so ein Tunnel kommt und dann alles so da drin ist, Beleuchtung, die Lüftungsanlage. Belüftungsanlage ist drin. Also alles drin, ey. Notausgänge, alles drin. Das ist so krass. Ich hab alles dran gedacht, ja. Belüftungsanlage. Richtig krass. Notausgänge. Ja, also echt gut. Echt gut gemacht. Es ist schon echt cool, wie sich dieser ganze Bereich noch einpflegt. Das sieht von außen einfach so aus, wäre so ein riesiger Bereich mit Venedig zusammen. Als wäre irgendwie eine große Stadt. Und hier sieht man auch, dass es halt Backstage ist, ne? Diese Fassade jetzt. Ja, die ganze Community kennt den Park ja auch gar nicht. Die kennt er ja nur durch die ganzen Speedbilder, die wir hochladen. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal da so durch und hier sieht man nochmal ein bisschen die Fassade von hinten. Ja, das sieht man ja sonst halt auch nicht. Backstage, ne? Hier sind auch Mitarbeiter, die sich gerade unterhalten. Ist auch wichtig, das ist die Raucherpause, deine obligatorische, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hab ich überhaupt mit reingemacht habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist keine Raucherpause. Aber das ist aber schade. Nee, echt schön geworden alles. Also es gibt ja auch viele Sachen, die wir gar nicht in den Folgen selber gezeigt haben, wie wir es gebaut haben. Und genau. So. Und jetzt haben wir mal die Chance, wirklich uns alles anzuschauen. Ja. Und ihr natürlich auch, wenn ihr den Park runterladet und hochvotet. Natürlich. Zwinker, zwinker. Hochvoten, immer ganz gut. Und abonnieren. Nee.
Das ist wichtig, müssen wir alle halbe Stunde mal sagen. Wegen den Timesteps, weißt du? Jetzt jeden Timestep müssen wir dann von neu anfangen. Hallo. So, so viel passiert jetzt gerade nicht mehr, deswegen gehe ich mal raus. Okay. Aber jetzt können wir nochmal drüber fliegen. Ja, jetzt können wir nochmal drüber fliegen. Ja, ich glaube, man kann es noch ein bisschen besser erkennen. Es waren so ein paar Stellen, die sahen ein bisschen klein aus von da unten. Am Backstage ist eigentlich echt ein großer Bereich. Und es gibt ja auch Stellen, ja, die wir gar nicht mit der Bahn sehen, wenn wir die langfahren. Also hier, ne? Man denkt gar nicht, dass es das nur Fassaden sind. Ne? Ja, aber man kommt nachher von der anderen Seite. Ja, das, was Fassaden ist. Also man denkt wirklich, das sind so richtige Gebäude, ne? Ja. Und Pustekuchen. Ich meine, da gibt es ja sogar ein Schaufenster. Ja, genau. Hier ein Schaufenster. Ja, der war mal rot, ne, falls ihr euch erinnert. Ach stimmt, das war ja, den habe ich abgeändert. Der war zu knallig. Ja. Zu knallig. No, dann hat man hier auch wieder Fake-Wege, da kann man hier runtergehen. Stimmt, hier sind auch ganz viele Fake-Wege. Kannst ihr schön beobachten. Kannst du ein bisschen fester zählen. Zugang nur für Mitarbeiter natürlich. Hier. Da sind die Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter. Genau, also so ein bisschen, ist ein bisschen belebt mit den Animatronics. Ja, ist schon cool, wie es alles ineinander greift. Genau, hier ist das Rathaus. Ich weiß nicht, warum ich ein Rathaus gebaut habe. Ich habe einfach drauf nur gebaut. Es passt sehr gut dahin. Das ist schön. Die können wir als Rathaus nehmen. Genau. Ja, hier war ein bisschen leer. Also, ich glaube, das war eins der Anfänge, ne? Wo ich, ja, das war ganz am Anfang, war das. Da ist, glaube ich, so ein das kleiner, das war so ein kleiner Sprung bei mir vom Bauen irgendwie. Das war. Ich meine, das war so in den Folgen, so um Folge 10 rum. Ja, genau. Aber das war so der Sprung. Das war eins der ersten Gebäude noch, so vom Backstage. Ja. Ja. Hier ist Management. Da sind wir. Mit den italienischen Flaggen hier. Wichtig, wichtig. Das ist der richtige. Da sind sie eigentlich drin. Da sind sie eigentlich drin. Und hier gibt es tatsächlich ein Gebäude, ein Office, wo man reingehen kann. Ja, das ist auch cool geworden. Und genau. Ja, ein bisschen Paneelen. Ja, ich find's cool. Also es ist halt genau wieder dieses Aufzug, das ist clever, habe ich gar nicht dran gedacht. Und das ist Erfahrung echt cool das geworden. Aquarium, ja. Das ist echt schön geworden. Ja, mit den Aufzügen hier. Das ist eine gute Idee, warum habe ich da nicht dran gedacht? Weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Genau, hier auch wieder Decken. Ja, also ich find's cool, dass einfach, also es ist halt wirklich viel unnützes Zeug drin irgendwie, aber es ist echt cool. Ja, ja. So, ja, so mehr Backstage ist es eigentlich gar nicht. Ja, also wir können uns das Lager angucken. Das sieht doch schon Lager auch in den Raum, stimmt. Das Lager ist tatsächlich auch in den Raum. Diesmal ein kleineres. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja, ich komme Universal war natürlich riesig, aber ja, jetzt habe ich es mir irgendwie geil. Haben wir es jetzt hinbekommen, wir sind sehr effizient geworden. Das ist das gesamte Lager vom Park. Ja. Ich meine, du kannst es dir ja von oben anschauen und siehst, dass es eigentlich gar nicht so klein ist, der Bereich. Naja, also die Backstage ist wirklich nicht. Du musst jetzt vielleicht ein bisschen definieren, wo Backstage ist. Also, hier hinten ist Backstage. Also, wenn du so willst, hier rum. Genau, im Prinzip einmal am Fluss lang. Genau. Und da gibt es dann auch den Tunnel in die Außenwelt da hinten und damit ist es auch. Ja, genau, Backstage, das ist ein Lieferantentunnel, wenn du so willst. Genau, genau. Und hier für den Mülleimer, Fahrzeuge und sowas. Und alles ist gedacht hier. Genau, so, hier hält jetzt an, da wir jetzt da gerade kommen. Ja, jetzt kann man es schön gucken. Sehen, ja. Ja, da kann man das gut sehen. Ja. Schon. Ach, so ist alles so schön geworden. Auch wenn also hört sich immer so ein bisschen blöd an jetzt, auch für die Community. Aber ich finde es so mega toll. Also meine Bereiche finde ich gar nicht so geil. Aber das hier, das ist der Wahnsinn. Backstage und Venedig ist so ein richtiges Highlight. Ja gut, das und noch, schmelzen halt so zusammen. Ja, das ist cool, so geil geworden, ja. Ehrlich. Also so unscheinbar und doch so viel drinne. Also das ist. Es ist halt schon wirklich so, sieht an sich schon für sich alleine schon cool aus. Aber hast du trotzdem überall noch diese ganzen Details und Kleinigkeiten, die es dann so zum Leben bringen. Ja. Diese kleinen Blitzer hier zum Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel, Aber hier kommt man auch noch hoch, dann. Oder hier auch, wie bei Venedig mit dem Drachen und den Aliens und dann noch die ganzen Türen, überall ist irgendwas drin. Ich könnte auch kurz mal blitzen lassen. Ja, mach mal Nacht. Ich mach mal Nacht. Ist ja auch alles beleuchtet hier, ne? Oh, diesmal haben wir, glaube ich, sogar dran gedacht. Nicht abstürzen. Ich glaube, diesmal haben wir dran gedacht, alles Weihnachten zu beleuchten, oder? Ja. Und dann muss ich jetzt wieder irgendwem einen Zettel schreiben. Oh. Hä? Nichts passiert. Er hat nicht mehr geblitzt. Warum blitzt er nicht mehr? Der war nicht so schnell. Vorführeffekt. Ja, der war nicht schnell genug. letztes Mal hat es noch funktioniert. Na, egal. Auf jeden Fall hat das Ding immer geblitzt. Als wir da eben mitgefahren sind, hat es ja auch geblitzt. Ja, also zumindest ein bisschen, ne? Also. So. Ja, mehr Backstage ist das hier gar nicht mehr. Ich meine, ist ja schon eigentlich einiges dafür, dass es einfach ein Backstage-Bereich ist. Hier, ne? Klar, wir können hinten nochmal gucken. Hier sind Stromgeneratoren. Hier haben sie sich nochmal erhalten. Ach, schön, Fässer. Fässer. Die zählen aber nicht zu Venedig.
Nee. Es geht ja nicht in Venedig. Ich glaube, da steht, ich habe geschrieben, im Park, oder? Im Park, ja. Oh, echt? Also wer das zählen will, ist schon... Das ist schon ordentlich, ja. Du bist beschäftigt. Ich muss gerade überlegen. Hast du auch welche verbaut? Ich glaube, in Pisa braucht keiner 10. Das aber sieht ja irgendwo so einfassend, deswegen stimmt das nicht. Vor allem, hier habe ich tatsächlich noch gedacht, ne, wegen Rollstuhlfahrer. So, ne? Ja, da. Hier ist Treppe. Guck mal, hast du noch mitgedacht? Hat sich das durchgezogen? Das hat sich bei Tonienbrunn ein bisschen durchgezogen, ja. Sehr cool. Ja, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten jetzt Bahnhof. Achso, Bahnhof. Bahnhof. Ja, wenn wir gerade schon hier sind, ne? Und das Gebäude ja hier auch noch, wo der... Ist das der Eingang zu... Ne, der ist im Bahnhof, gell? Der Eingang. Ja, ist alles im Bahnhof drin. Alles im Bahnhof. Das pinke Gebäude ist eine Fassade. Achso, ja stimmt, das ist der Aufzug, der... Ja, okay, ja genau, das ist für die Wasserrundfahrt, über die ich echt schon ein paar Mal gesprochen habe. Die solltet ihr mitfahren. Ja, das ist hier der Bahnhof von dem People Mover. Wir haben ja zwei Rundfahrten durch den Park. Einmal den People Mover, der hat die Station hier. Und Fortuna's Journey haben wir. Fortuna's Journey ist die Wasserrundfahrt durch den ganzen Park. Die fährt hier oben. Also den Bahnhof und das andere Gebäude direkt daneben hat halt der Strolch gebaut. So. Genau, genau. Und ja. Genau, ist ein bisschen erhöht. Also ist schon sehr cool geworden, das Ganze. Also ich glaube, sieht ganz gut aus. Ganz am Anfang haben wir, glaube ich, auch ein paar Bella Italia, wo Strolch auch ein bisschen darüber erzählt hat. Ja. Deswegen, so genau wissen wir es jetzt nicht mehr genau, wo er die Inspiration her hat, ob es dieses Gebäude tatsächlich gibt. Ja. Aber das könnt ihr dann bei unserem Kanal natürlich auch wieder finden. Genau. Und also generell sind in diesem Gebäude irgendwie auch, also um diesen Bereich rum ist sehr oft Sachen umgebaut worden oder abgeändert. Ja. Hat sich oft geändert, weil es halt der Haupteingang vom Park ist und sich da irgendwie auch was geändert hat. Und im Bahnhof selber unten ist da, glaube ich, auch noch so eine kleine Tafel gewesen. Ja, die ist genau. Ja, glaube ich, ganz neu, wenn ich mich recht entsinne. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich den Park schon gar nicht mehr habe. Ich weiß gar nicht mehr, was hier steht. Ja, also wir haben hier, das sind ja die Erbauer, die... da kann man es mal alle sehen. Wer hat was gebaut hier? Genau, genau. Mitaro steht natürlich ganz oben. Der hat ja irgendwie alles gebaut. Okay. Aber ich bin ja auch überall dabei, guck's dir an. Ich habe jeden Bereich gebaut. Ja, eigentlich hätte ich ja überall mitgemacht, aber ich habe mich ja auch ein paar Werke. Hast du schlecht gefühlt, wenn du mich überall hinschreiben würdest? Ja, genau. Hier YouTube, ne? Ja, haben wir noch nicht oft genug erwähnt. Und hier Parktouren, wer Lust hat. Ah, ich habe eine neue Timesteps, ne? Also, wenn ihr noch nicht getan habt, dann jetzt gern abonnieren, liken, favorisieren auf Steam. Ne? Der Park kommt Anfang nächster Woche, Ende dieser Woche raus. Da könnt ihr gerne auch selber mal reinschauen in diesen wunderschönen Park. Und ja, eure Meinung hätten wir gerne auch unten. Hier unten gibt es Kommentare, da könnt ihr mal reinschreiben. Oh, hier unten, da oben. Genau, das ist der, Der Bahnhof, ist, ne? Der Bahnhof, die Anfang der Main Street. Das ist halt, aber viel mehr ist da auch nicht drin halt. Ja, ne? Ja, wir können nachher, wenn wir da auf der anderen Seite rauskommen, mal zeigen, wie es aussieht, wenn man da rauskommt. Dass man auch ein zusammenhängendes Bild hat, wo der Weg lang läuft. Aber für jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum nächsten Bereich. Das wäre Monza. Monza? Genau. Erbaut von Mitaro. Wer war ja, von? Ganz Cuyahoga hat ja auch ein bisschen genau gebaut. Stimmt. Cuyahoga. Das ist ein kleiner Geheimweg hier. Ja, das ist ja, also hier ist ein bisschen leer. Also ja. Genau, Cuyahoga wollte Monza haben, weil er Formel 1-Fanatiker war und sich schon einen Plan ausgemalt hatte, was ja auch sinnvoll war. Wegen Monza gibt es ja die Formel 1-Rennstrecke. Genau. Die wollte er nachbauen. Die hat er auch, glaube ich, auch gebaut gehabt. Die hat er gebaut, ja, ich habe nur drumherum gebaut. Genau, und die ist noch vom Cuyahoga selbst und dann hat der Mitaro sich gedacht, ich baue hier weiter und ja, ich bin ja auch vom Land. Genau. Ich habe schon gesehen, war's mal, nicht mehr. Der Weg hier zu Monza hin war ein bisschen tricky, das irgendwie. Ja, gut, das ist ein bisschen, ja. Also es gibt jetzt zwei Eingänge, genau, ne? Den genau. Laufen es gibt sind. Einmal, genau, einmal über den Pisa kannst du laufen oder halt diese Abkürzung hier, so ein genau. Hinterweg, und wenn du so willst. Pisa war ja der ursprüngliche Weg, genau dorthin. Genau, das hat sich alles ein bisschen verändert gehabt. Aber es ist gerade diese Bereiche hier vorne mit Monza und Venedig sind halt sehr durcheinander gebaut. Danach wird es chronologisch Sinn machen, wie die Wege laufen. Das ist ein bisschen im Layout des Parks geschuldet, das ist am Anfang ein bisschen. Ja, gequetscht ist. Genau, hier hat man noch ein bisschen Platz gehabt, deswegen habe ich nochmal eine Ruhe. Dieses eine Ruhepol random Haus, das hier so mittendrin und nichts steht. <irgendwie. lacht> So Ruhepol noch irgendwie gebaut, genau. Dann geht man hier rüber, hier steht es auch nochmal. Und ich schreibe tatsächlich ab und zu mal mit dem Cuyahoga. Ja, okay. Ja, ja, dann mal liebe Grüße. Ja, schreib doch mal. Gleich, wenn wir dann fertig sind. So, dann genau, gehen wir rüber und ja, der Platz gab es hier so ja gar nicht, das war ja nur die Strecke, die er gebaut hatte.
Und genau, jetzt habe ich noch ein Riesenrad hier gebaut. Passt eigentlich ganz gut hin. Haben wir ja von außen auch schon gesehen, ne? Genau. Ist ja unschwer zu erkennen, worum es in dem Bereich geht hier. Ist im Endeffekt ja so ein kleiner Freizeitpark im Freizeitpark, ne? Also schon, dieser, das ist so ein Rummel irgendwie. So ein ja, kleines, so ein bisschen. Man könnte so sagen, es gibt ja auch so Freizeitparks, die separat nochmal so eine Go-Kart-Bahn haben, wo die nochmal zusätzlich Geld verdienen oder so, ne? Also so es Kosten ist, haben. Es könnte auch so einfach aufgebaut irgendwo stehen als temporärer Park. Genau, so meine ich es, ja. Ja, hast du noch schöne Autos, die haben noch ein bisschen. Hast du alle reingehauen, die du gefunden hast, oder? Alle Autos, die ich gefunden habe, die einigermaßen cool aussehen. Genau, dann hier die Strecke Monster natürlich. Wollen wir das jetzt wirklich bei jedem Timesteps machen? Das ist deine Idee gewesen, ich brauch's nicht. Nee, wir lassen es weg. Also ich bin jetzt absolut nicht vom Fach, aber soweit ich weiß, ist die Strecke recht originalgetreu. Ja, ist schon so. Ja. Genau, hier war ja das Problem, wenn du ja die normale Strecke gebaut hast, hast ja immer diese Reifen ja am Ende, hier am Rand. Mhm. Ja. Und du konntest natürlich dann keine Boxengasse bauen, deswegen habe ich dann mit der Mod hier einen Beschleuniger reingemacht, dass es unsichtbar ist, und dann habe ich hier halt noch die Boxengasse gebaut. Ich wusste noch, dass wir darüber gesprochen haben, ich wusste noch nicht, ob du es gemacht hast. Mhm. Ja, doch, hab ich. Geil. Genau, hier so ein paar. Welche Mod war das? Weißt du das noch? Keine Ahnung, wie Overhaul heißt. Oder ja, was? Ich glaube, Overhaul ist das, glaube ich. Overhaul, ja, irgendwie sowas, ja. Ich habe noch nie eine Mod auf dem CD gehabt für Plant Coaster, ich habe keine Ahnung. Genau, da es ja Formel 1 ist, ne, steht auch überall mal hier so ein Kameramann. Ja, das sind die Leute, die kommen alle von Universal hier rüber. Und da ist abgedreht. Ich fliege jetzt einfach mal drüber, ne? Ja, das passt doch. Klar. Ich meine, wir haben ja in den Trailer, haben wir da ist ja ein bisschen drunter. Ja, aber auch nicht, also auch nicht so, dass man den Streckenverlauf sieht. Das macht schon Sinn, das einmal rüber zu fliegen, glaube ich. Ja, macht jetzt keinen also Sinn. Also in echt ist hier natürlich so eine Auslaufzone, wo man hier so ein bisschen zickzack fahren muss. Ich denke auch, wenn irgendwer sich auskennt damit oder die Strecke kennt, dann wird man schon wieder erkennen, könnte man hier so ein bisschen drüber fliegen. Ja. Das ist auch der Bereich, den wir jetzt eben vom Parkplatz aus gesehen haben und Haupteingangsplatz, sage ich mal, kann man hier, glaube ich, auch drüber gucken. Oder? Ja, genau. Ja, ne? Und den Weg zum Eingang, Haupteingang. Ja, da kann man es auch sehen, ne? Genau. Ja. Also ein bisschen die indirekte Tribüne. Ja, genau. Aber es gibt auch noch richtige Tribünen hier am Rand von der Strecke. Genau. So viel ist nämlich hier gar nicht. Ein paar Tribünen. Hoppala, ist ein bisschen zu weit geflogen. Der ist direkt am Parkplatz dran. Aber mit dem Mausrad ist immer so gefährlich. Ja, da bist du immer Radfahrtswissel irgendwo anders. Genau, und dann bist du wieder hier. Ja, perfekt. Sehr schick. Die Tribünen gefallen mir auch sehr gut. Ja, die sind cool geworden, ja. Echt cool. Sind schon mein Maßstab ein bisschen groß, aber. Nö. Aber ich finde, für Plant Coaster Maßstab passt das. Nö, vom Maßstab her passt das, ja, finde ich. Ich finde das auch eigentlich immer noch. Voll in Ordnung. Die sind echt riesig. Muss ich mal auf Bildschirm. Ja, ich meine die Sitzreihen selber. Ach so, die Sitzreihen selber. Ja, gut, so. Das kann sein. Aber es ist ja egal. Das ist ja jetzt nichts. Also, ne? Oh, unsere zweite Achterbahn. Ja, die heißt schon. Wie viel haben wir eigentlich im Park? Ich glaube, wir haben 11 Bereiche oder sowas. 11 Achterbahnen. Ach du Scheiße, wie lange soll die gehen? Oder mit 10 Bereichen? Ich weiß es gar nicht. Hey, also, wir sind ja hier, das geht jetzt eigentlich Schlag auf Schlag. Bis jetzt geht es schneller, ja. Rom, sage ich. Bis auf der Dom, die Oper. So. Ja, die Oper ist nochmal groß. Ja, die Oper wird nochmal ein bisschen was zu zeigen. Aber wobei auch nicht mehr so viel. Nee, eigentlich gar nicht. Ich meine, hab ich eigentlich in den Parts auch gründlich drüber gesprochen. Eigentlich. Ja. Also wenn ihr irgendeine Info noch nicht habt, guckt einfach nochmal alle Parts. Das sind keine 100. Nee, das stimmt. Nee, wir sind noch nicht bei 100. Kommen vielleicht so auf knapp 80 oder so. Alles. Ja, ich glaube auch. Ja. Noch sind wir nicht fertig, aber... Ja. Ja, die Bahn heißt Cuyahoga, ich habe keinen besseren Namen gehabt. Ja, passt doch. Aber ich so habe ich ihn geehrt. Ja, finde ich cool. Finde ich passt auch sehr gut in den Bereich. War ja auch ein netter Bursche. Ich mag die Bahn auch. Ja, schade, dass er da einfach so weggegangen ist dann. Ne? Ja, das hat sich über die Zeit so ein bisschen bei vielen ergeben. Ja. Aber ich finde die Strecke sehr cool. Schöne Fahrt, ja. Schöne Länge. Ich glaube, die würde echt Spaß machen. Auch, ja, in echt würde ich auch so ein bisschen an Walibi Holland, wie hieß die Bahn noch? Lost Gravity. Ja. Lost Gravity. Ja. Waren wir übrigens auch gewesen, falls ihr da wollt. Hier oben könnt ihr auf die Infobox klicken. Du weißt, dass wir nur 5 Times, also 5 Dinger da oben reinmachen können, oder? Ja. Ja? Okay. Ja. Jetzt haben wir 2, oder ne? Wir haben, wenn wir sonst nichts da reinpacken, okay. Ja, nee, gut, wir haben Abonnieren-Button, können wir ja einblenden. Ja, wir haben auch über die ganzen Cinematics schon gesprochen, wir haben auch schon über unsere Display gesprochen, wir haben auch schon über... Ja, aber so viele Info-Buttons brauchen wir ja nicht. Die können wir ja auch gar nicht. Ja, wir können nur 5. Auf jeden Fall war das jetzt hier, ne, Monster, mehr gibt's hier nicht, wir haben so ein bisschen... Die Strecke kannst du nochmal von oben zeigen, schöner dass kleiner man Bereich. So einen kleinen Überblick bekommt, ja, für die Formel 1 affin in unserer Community. Schreib mal in die Kommentare, sieht die Strecke so aus? Ja oder nein?
Ich glaube, das ist recht eindeutig. Bank, jetzt oder? Schreiben die nur ja oder nein. Einer macht das jetzt. Einer macht das jetzt. Einer macht das jetzt. Am Ende bin ich es. Ja. Ja. Guck mal hier. Pisa. Bei Blue Fire. Ja, gehen wir direkt hier durch, ja? Willst du hier rein oder hinten rein? Ich hab's selbst gemerkt beim Reden, ey. Was hast du gemerkt? Ich sag das jetzt nicht, ey. Ey, wir gehen jetzt hier rein, gut. Ja, wir sind in Pisa. Oh, what the hell. Ja, Pisa, mein Bereich. Ja. Ja, habe ich mich tatsächlich echt sehr, sehr schwer getan am Anfang. Ah, ich finde, du hast es aber ziemlich gut gemacht am Ende, wie du dich da geändert hast. Ja, das Problem war ja Pisa. Wer Pisa von oben kennt, Google-Bilder, Pisa ist eigentlich kahl. Ja. Also ist gar nichts. Eigentlich nur die Kathedrale. Ja. Dann haben die hinten noch so eine kleine Kuppelkirche. Und, Die Schini hat gerade Ben Corso gestartet. Ja, nimmst du das auch auf? Ich weiß noch, ob das hier aufgenommen wird, aber ich glaube schon. Ja, wenn nicht, bist du es jetzt trotzdem. Und ja, eigentlich ist Pisa, Kathedrale und noch so eine kleine Kirche. Plus nochmal diese Reihenhäuser, wo die da ihre, ich weiß nicht, was für Menschen da hausen oder so, ob die was mit der Kirche zu tun haben oder nicht. Auf jeden Fall sind da ein paar Merchandise-Shops. Und ja, alles andere, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen. Du hast eine Sache vergessen, die hier noch steht. Der Turm ist noch hier. Der schiefe Turm. Ja. Pisa, habe ich doch gesagt. Ich dachte, du meinst die Kathedrale. Eigentlich steht nur egal. Pisa, ist der schiefe Turm von Pisa. Ja, ich hätte schiefe Turm von Pisa sagen sollen. Und die Kathedrale und halt die kleine Kirche, das meine ich. Aber was mir nicht aufgefallen ist, ich habe dir ein paar Dächer drauf gemacht. Du hattest ja nur die Würfel gehabt. Echt? Ja. Dieser Park entwickelt sich einfach von alleine weiter, wenn man ihn zu lange in Ruhe lässt. Ich hatte nur die Würfel gehabt. Du hattest nur die Würfel gehabt, ja. Oh, okay. Habe ich da nicht dran gedacht? Nee, ich habe mich auf ein paar Dächer drauf gemacht. Ja, gerne. Danke. Gerne. Danke. Genau, und dann kommen wir hier. Das ist so eins von den letzten Aktionen von mir, die ich da noch in dem Bereich gebaut habe. Also ich hatte den Park, glaube ich, mal gehabt, so gute 6 Wochen. Ja, da habe ich dann 2 Bereiche komplett fertig gemacht. Ja. Also Vollgas gegeben. Und meine Baukünste sind halt nicht so extrem wie von Metaro oder Rick. Na gut, du warst aber schön schnell damit. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich das jetzt einfach hier reingeklatscht habe, sondern doch schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, wie jetzt hier gleich der kleine Friedhof, der hier neben dran ist. Der ist sehr schön. Weil an der Kathedrale gehört auch so ein kleiner Friedhof dazu. Und das ist alles tatsächlich nicht original, alles Pisa, also alles, was so am schiefen Turm von Pisa ist, sondern das ist alles nachträglich reingekommen, von mir inspiriert. Und ich habe den auch erst echt spät gesehen, den kleinen Friedhof hier, aber ich finde den richtig schön. Ja. Genau. Und ja, weiß nicht, ob wir direkt schon mit der Achterbahn fahren sollen oder gleich nochmal. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg. Ja, dann fahren wir mal direkt Pisa the Ride, weil eigentlich kommt man von der Main Street aus hier hin. Ja. Aber man kann die Abkürzung von Monza halt auch nehmen. Ja, aber jetzt wird es ein bisschen linearer. Jetzt gibt es immer den Weg von Bereich zu Bereich oder über die Main Street. Und hier gibt es ja auch, hier drinnen gibt es ja auch so ein bisschen Special, ne? Genau. Hier auch mal eine wunderschöne Decke gemacht. Mit den einzelnen Bereichen, die man so in Pisa, ist alles in Pisa. In Bella Italia sehen kann. Ist nicht von allen Bereichen ein Foto drin. Sind tatsächlich die wir gebaut haben. Aber doch schon so einiges. Ich finde, das hat so gut reingepasst. Da habe ich mir gedacht, jo, spart ein bisschen Teile an Decke. So, liebe Rick hätte es komplett ausgebaut wahrscheinlich. Der hätte den Bereich, die Fotos, die wir jetzt sehen, hätte einen kleinen Teil da, hätte so nachgebaut. Genau, und dann sind wir hier in der Q-Line, so ein bisschen kirchisch gehalten, mit so ein paar Kirschbänken, ein paar Bücher, wo man die Bibel dann... Oh, guck mal hier, die kennen wir da irgendwo. Und, was? Nee. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Und da oben ist dann die Zentrale, wo alles gesteuert wird mit ein paar Videos. Schön, schön. Ja, hübsch. Genau. Und dann können wir auch gleich schon direkt loslegen. Und es ist eine Stehachterbahn. Und, die sind ja überraschend extrem, die Dinger. Ja, es ist eine Stahl-Steh-Achterbahn. Da steht der Stahl. Und die Musik ist vom Spiel selbst. Die Schienen sind eingefärbt in italienische Flaggen. Und die ganze Strecke führt so über ganz Pisa drüber. Ja, das sieht man. Vielleicht haben wir auch nochmal einen schönen Blick auf den Vesuv und
Da Vinci, Rom, Neapel können wir sehen, Amalfi. Ja, das, was jetzt, das kommt alles noch, was wir das da sehen. Das kommt alles noch, ja genau. Aber jetzt geht's ja langsam wirklich Schlag auf Schlag. Das Kolosseum hat tatsächlich alles verdeckt, sehe ich gerade. Die großen Gebäude in der Mitte von Prag. Ja. Und ich habe gerade noch einen Teil gesehen, das hat der Metano nicht weggenommen. Nee, das habe ich auch gerade gesehen. Ich dachte, das wäre raus beim letzten Mal. Aber ja, ist nicht schlimm. Okay. Ist nicht schlimm. Aber das ist dann im Park hinten nicht. Ja, ja, wir finden ja immer noch irgendwas. Genau. Deswegen machen wir den Parktour. Ja. Nur deswegen, ja. Eigentlich ist es eine Kontrollroute hier. Ja. Ich persönlich mag die Strecke tatsächlich sehr. Ist irgendwo vielleicht ein bisschen zu lang geworden, aber ich muss ja irgendwie durch Pisa durch. Dementsprechend hat sich das ein bisschen. Jetzt eine von etwas gelängert. Ich sag mal, extremeren Bahnen im Park. Ja, genau, ja. Wir haben gar nicht so viele davon, die so ein bisschen intensiver sind. Ja. Nee, sie haben wir gar nicht. Ne? Deswegen ist ganz gut, dass die hier drin steht. Das ist so, ja. Naja, gut, wir haben ja noch die Sizilien. Genau, Sizilien, die ist noch ein bisschen mehr. Nee, das ist Ekomar, glaube ich, gewesen. Ja. In Sardinien, genau. Sardinien, genau. Die Sardinien waren, Sizilien hat noch die Launch. Ja, stimmt. Weil die anderen Bahnen sind größtenteils. Ach nee, Pompeji ist auch noch ein bisschen extremer, aber hält sich auch in Grenzen. Ja. Also ist schon ganz gut, dass hier so ein paar drin sind, die auch ein bisschen Action haben. Ja, ist aber sehr hübsch. Ja. Hier mit Glockenspiel oder was ist es? Ja, genau. Aber das ist auch vom Spiel selber. Das naja, ja, das was ist denn das für ein Altar da? Ah, den kenne ich noch gar nicht. Ja, der ist so ein bisschen verbreitet. genau. Genauso wie die Lampen von mir. Ja, genau. Dann haben wir hier noch den Ausgang. Alles schön bunt gemacht, ein paar Bäumchen. Also wie gesagt, Pisa sieht so eigentlich, oder der Bereich, wo der Pisa-Turm ist, sagen wir mal so. Recht kahl. Ist halt nichts. Ne? Und das fand ich dann so ein bisschen. Das war dann so meine kleine Eisdiele. Das war auch mit so Backstage. Mit Backstage. Und wir haben hier in Pisa tatsächlich nochmal einen Backstage-Bereich. Und hier Stuff Only, ist nix, okay. Ja. Ihr darf auch nur Stuff hin, ne? Okay. Du hast schlecht gearbeitet, du kommst jetzt erstmal Knast. Ja. Genau so ungefähr. Und, du musst dir ein bisschen was dazu das Plateau überlegen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das gefällt mir auch, weil das ist der einzige Platz, wo man die schönen zwei Bereiche sieht. Ja. Das stimmt, ja. Das ist ganz toll. Und ja, die tolle Brücke sieht man da. Da funktioniert es mit der Spiegelung auch mal. Amalfi können wir von dort aus richtig schön erkennen. Ist echt ein kleiner Hotspot quasi. Ja, definitiv. Ist echt schön da, ja. Ist wirklich schön geworden. Und ja, dann kommen wir schon zum Pisa. Das ist so mein erstes Projekt gewesen, wo ich am Anfang rund gebaut habe, wo der Mitaro mir tatsächlich geholfen hat am Anfang. Und ja, den Pisa so auf Steam kein zweites Mal geben wird. Nö, finde ich. Ist der schönste Pisa, den wir haben. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja, also hier kann man auch einen kleinen Easter Egg finden. Oben drauf? Ja. Und genau. Ah, guck mal. Ist ganz wichtig. Da ist natürlich wieder ein Logo und natürlich darf da nichts Blinkendes fehlen, weil die Flugzeuge und Vögel und alles. Natürlich. Ich glaube, es ist das einzige Gebäude, wo wir wirklich so ein Blinkding dran haben, oder? Nein, ich glaube, der Aussichtsturm hat auch einen. Aber automatisch schon. Ja. Ja, sehr gut. Das heißt, das sind die beiden höchsten Gebäude. Wahrscheinlich, ne? Kann sein, kann auch nicht sein. Ist auch egal. Ja. Jo, dann habe ich mir hier noch gedacht, die italienische Flagge so ein bisschen außenrum zu machen. Blümchen sind immer schön. Mit dem Blümchenweg. Ja, denke ich auch. Ist ganz hübsch geworden. Bisschen anspruchsvoller aussieht. Ne? Genau. Und ja, dann, hier rechts ist die Kathedrale, die ist von innen nicht gebaut. Ah, Gott sei Dank. Ist komplett kahl von innen tatsächlich. Und, Die ist ja auch sehr gut gelungen. Die ist 1:1, sieht die auch tatsächlich so aus. Mit den ganzen Rundbögen vorne an der Seite und an der Seite, also. An allen Seiten. Und von der Seite. Sieht die 1:1 nicht. Was denn? Dass die Kathedrale mindestens 4 Meter tiefer ist als sonst. Ach, die Geschichte war das. Ach so. Ich hab sie nochmal tiefer gelegt. Ja, ich erinnere mich. Die so groß. Echt? War. Die war so riesig und ich hab sie gedacht, wupp, einfach runter. Hey, dann ist sie ja gar nicht mehr maßstabsgetreu. Ja, ist doch, so ist die. Guck hier.
Da geht's weiter. Guck, da. Das ist über die Jahre so ein bisschen, hat sich die Erde da aufgestaut. Ah, Peter ist ein bisschen übergeworden. So einer bist du. Deswegen fehlen da auch die Dinger unten. So sieht die Kathedrale gar nicht aus. Ja, ich kann sie gar nicht erkannt jetzt. Kann sie ja auch, Mann. Kann sie ja. Ja. Ja, ich meine, die ist immer noch groß, ne? Die ist immer noch riesig, ja. Die sollte auch riesig sein. Jetzt bin ich total enttäuscht. Ja, ich kann sie gleich wieder hochmachen. Nein, jetzt will ich sagen. genau, und das ist die Kathedrale. Ja, du hast vorhin. gar kein Bock mehr. Du hast vorhin noch einen kleinen Platz davor gehabt, ne? Genau. Der war auch tatsächlich kahl. Und eigentlich ist da. Ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Romulus und Remus, das die? Auf jeden Fall hat dieser Hund eine Bedeutung. Cool, den hab ich da gelassen. Ja. Und da sind nochmal, ich glaube schon, das sind die zwei Personen, die dann von dem Hund an den Zitzen die Milch trinkt. Ja. Irgendwie ich glaube, das so sind die Gründer von Pisa, von Rom? Irgendwas sowas. Ist tatsächlich die einzige Statue, die da auf dieser grünen Fläche steht. Ja. Und das war mir dann auch zu langweilig. Da habe ich hier eine kleine Rundfahrt gebaut. Die ist wirklich hübsch. Und, hast du auch ein Flatride drin? Die kann man aber eigentlich auch drüber fliegen, genau. Und, ansonsten hatte ich tatsächlich nur die Achterbahn. Ja, ja. Und sonst kein weiteres Flatride. Flatride natürlich. du hast ja die Reihenhäuser noch gehabt, ne? Mit den Shops da drin. Ja, genau. Also an Attraktionen sonst nicht. Hey. Genau. Und das war mir alles zu blöd, weil eigentlich sollte ja alles so originalgetreu bleiben, aber das war mir alles zu kahl. Das war zu kahl, ja. Ja, am Ende sind wir ein Freizeitpark, ne? Das ist ja nur. Genau. Wenn man erkennt, dass es Pisa ist, ist ja alles gut. Ja, das erkennt man auf jeden Fall. Ne? Ja, ich denke auch. Das bekannte Reihenhaus. Das bekannte Reihenhaus, was man dann auch so dann dort vor Ort findet, tatsächlich. Mit den Türen und alles. Kann man auch dann so wiedererkennen. Sehr bunt. Nur von innen halt nicht. Ist dann ein bisschen eskaliert bei mir. Und hast du gut gegossen, ne? Zu essen und zu trinken holen. Und hier kann man dann sich hinsetzen und das Essen genießen. Ja. Wunderbar. Genau. Und ja. Das ist Pisa, oder? Das ist Pisa, genau. Das ist Pisa. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also wenn du so siehst, ist es eigentlich auch ein Riesenbereich, ne? Gut, die Kathedrale nimmt halt viel mit. Die Kathedrale hat viel Platz weggenommen. Ja, genau, ist ja genauso wie bei Rom. Rom ist der kleinste Bereich und der fette Kolosseum ist da drin, weißt du? Aber jetzt, wo ich sehe, tatsächlich diese Mauer, die da lang führt, die gibt es tatsächlich bei Pisa auch. Also bei dieser Stadtmauer, oder? Ja, genau. Ist dann diese quasi Stadtmauer. Ja. Weil dahinter geht ja Pisa weiter. Hinter das ist richtig. Also, wo die Kathedrale und der schiefe Turm von Pisa stehen, ist diese Mauer tatsächlich noch behalten. Mhm. Ob es jetzt die Stadtmauer von früher ist, kann ich nicht sagen. Ich finde es ganz praktisch, dass du gerade bei der Stadtmauer draußen warst, weil dann können wir das Stückchen Main Street mal zeigen, das wir übersprungen hatten. Ist ja nicht viel, so ein kleines bisschen nur. Ne? Genau, hier ist eigentlich der Bahnhof. Genau, von da kommt es eigentlich vorhin gezeigt haben, und dann kommt man hier vom Bahnhof. Ja, der Weg ist ein bisschen unglücklich. Ja, du musst hinten rum hier. Dann ja, der war das war halt, da war die Wegführung vorher ein bisschen anders, deswegen, das ist eigentlich egal. Ja. Geht nur darum, dass man halt vom Haupteingang halt hier landen würde und dann hier auf die Main Street rüber. Kannst dann die Stadtmauer bei Pisa gucken auf der rechten Seite. Da kommt auch der People Mover raus und auf der linken Seite kannst du dann den Backstage-Bereich von Venedig sehen. Da kannst du auch in die Fenster reinschauen tatsächlich. Und hast hier nochmal einen schönen Aussichtspunkt. Sind wir schon wieder bei Venedig? Nee, wir gehen zur Main Street. Ja, aber den hauptsächlichen Eingang von Pisa würde ich gerne noch zeigen. Den hier? Ja. Das ist dann der eigentliche Eingang von der Main Street. Ja. Und von Monza ist es ja quasi eine kleine Abkürzung. Und hier gibt es dann auch eine Parkmap und ein bisschen Backstage. Habe ich tatsächlich auch noch reingemacht. Ein bisschen Backstage hast du. Ja, damit die Mitarbeiter nicht den ganzen Weg nach hinten laufen müssen. Aber er ist nicht funktional. Ja, mit Schatten sogar, ist dann alles gedacht. Ja. Also bist du gewappnet für Blend Coaster 2.
Da freue ich mich schon drauf, tatsächlich. Das sprengt wahrscheinlich alles nochmal den Rahmen, den wir jetzt hier ach, so sehen. Ach was, nein. Was? Bestimmt nicht. Ich sehe es schon kommen. Ich habe schon meine Gedanken im Kopf, was alles passiert. Ich werde es hier aber nicht aussprechen. Wir werden nächstes Mal noch kleiner werden. Ja, ja, ja. Sonst läuft das gar nicht mehr. Wie meinst du das denn? Die Parks werden kleiner. Ach so. Also klar, ich kann auch noch kleiner bauen. Ich kann eskalieren jetzt. Oh nee, da geht's richtig los. So, hier sind wir auf jeden Fall noch auf der, auf der Main Street. Hier hat man noch ein paar kleine schöne Ferngläser, wo du reingucken kannst. Kann man das? Kannst du reingucken, guckst raus. Kannst du reingucken, guckst raus, guckst rein, guckst raus. Wunderbar, gell? Okay. Funktional. Schön. Funktional. Die Main Street hat ganz viele von so kleinen Partyspielen. Ja, genau. Wir haben hier so kleine Kirmesspiele hier. So. Ja. Eimer werfen. Eimer werfen. Chinis Eimer werfen. Ja, da haben wir ein paar Leute vor verewigt. Ja, Bassis Soßen werfen. Dann haben wir Batch Ballon Dart. Wir haben ja natürlich keine normalen Darts, deswegen habe ich nur so. Wir schießen mit Kanonen auf. Schießkanonen auf Ballons, ja. Dann haben wir noch hier eine Parkmap. Ach, guck mal, da ist auch noch direkt noch ein Aussichtspunkt da hinten, ne? Das ist auch. Genau, das ist ein Aussichtspunkt. Du kannst, wenn die hier schön langfahren, kannst du die natürlich nass machen. Sehr gut. Da freut man sich einfach nur von einem Bereich in den anderen. Das Tolle ist ja, bei Planko 2 hätten wir jetzt die Teile dafür gehabt, wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Das stimmt. Und unser Name ist Vielfraß, also hier kannst du einen Ball in deinen Mund schmeißen, dann kannst du hier was aussuchen. Ich glaube, nur Bücher und ein komisches Vieh. Evelyns Pferde Derby, kennt man jeder, ne? Einfach hier ist schon cool geworden, ey. Und Pernicosta Freaks, Glücksrad und Tombola Lose. Geil. Also mein Favorite kommt jetzt aber erst. Na, gleich. Also, Einig Mantras Entenangeln. Ist auch cool geworden. Das ist wirklich auch ich finde, man kann das alles super gut erkennen, ja, was du da gebaut hast. Gut. Meinst du das hier? Ja, das, ich finde das super das geil. Das ist Haut den Luckel, Haut den Lukas, ja. Ich finde das so gut. Luckel ist einer von den Leuten gewesen, die ursprünglich hier mitgebaut haben. Das hat einfach so gut gepasst. Ja. Random Plankos Elektroboot, die finde ich auch sehr schön. Die sind schön geworden, ja. Die sind cool. Genau. Also sind halt so diese typischen Münz... ja, was wir absolut nicht feiern, das nein, soll man dabei nicht gesagt sein. Aber irgendwas muss halt auf die Main Street drauf. Ja, genau, und wir können sie einfach nicht kahl lassen. Geht doch nicht. Ja. Und Chrissys Ringwurf, natürlich. Ja. Nice. Und dann gibt es halt nur die typischen Automaten. Ach, guck mal hier. Wow, ich hab noch nie gesehen, dass jemand den benutzt. Warte, wirklich und, sogar. Und, oh, oh, und, das? Und, gleich kommt das 7 Cents Logo, pass auf. Und? Ja, 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 und runter, ja. Runter, ja, oh, ja, oh. Oh. Ich hätte es ihm jetzt gegönnt. Ja, schon, ne? Oh, er hat den nächsten die Schaden. Kinder sind jetzt traurig, das ist doch schade. Oh nein. Oh nein. Oh Mann, schade. Das ist so traurig. Und hier noch ein Automat. Der hätte das vorher sagen können. Das Ding erinnert mich immer an einen Film. von Adam Sandler hat er, glaube ich, mitgespielt. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich komme einen Film, ja. Ja, ja, das ist gut. Aber hätten sie ruhig fragen können, ob sie es geschafft hätten, ne? Das wäre natürlich. Ja, das ist echt schade. So, Aber hier nochmal kurz wegen den Spielen, da jetzt die Münzspiele so, ja. Und den Namen. Es soll jetzt nichts diskriminierend sein oder sonst irgendwas. Wir haben uns einfach einen Spaß daraus erlaubt. Ja. Nicht, dass jetzt hier wie zum Beispiel Benutzernamen ja, ist Vielfraß. Ja, also, nee, das jetzt bitte nicht in den falschen Hals nein, bekommen. Nein, absolut nicht. Ich denke mal, wir kennen uns da doch schon ein bisschen alle ein bisschen was länger. Also einfach nur ein bisschen Leute ehren, die wir genau, da haben. Genau. Und ja. Und nicht jetzt rumärgern, wenn jetzt der ein oder andere lieber dabei sein hätte. Ihr seid ja alle auf dem Parkplatz drauf. Richtig. Sind doch alle da. Sind doch alle da. Also die wichtigsten ja. Sind alle da. Also wirklich alle, ja. Ja. Bis auf die, die nachträglich noch schreiben. Übrigens auch hier drunter schreiben. Wer auch hier bei dem Park schreibt, der wird auch mit verewigt. Also, ja, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch, bevor wir uns raus? Wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, aber es läuft ja trotzdem weiter auf Steam, ne? Ja, ja, klar. Ja. Der Park läuft ja trotzdem weiter auf Steam. Aber ja, ihr seid, wenn ihr wollt, gern dabei. So, geht's dann weiter nach Rom? Ja, das ist richtig. Von Rom aus nach Neapel. Ja. Dann ja, 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 klar. Das ist auch richtig eine andere Option. Nepal. Nepal. So, das hast du English hab ich auch gebaut. Das ist natürlich der Part, wo ich nur ein Video aufgenommen habe und ich weiß den nicht, haben wir zusammen aufgenommen. Ja, wir haben die eine Parktour, die kleine Mini-Parktour. Mini-Parktour. Die haben wir aufgenommen. Part haben wir zusammen aufgenommen.
Genau, genau. Ach so. Den einzelnen Part, wo ich das Kolosseum gebaut habe, habe ich damit. Ach so, das Ding. Genau. Ja, genau. Es gab noch ein zweites Video dazu. Sind die Mini-Pack-Touren eigentlich jetzt schon gekommen? Eins, ne? Die müssten eigentlich schon gekommen sein. Also ein oder zwei vielleicht. Ja. Monster und dann müsste ja. Ne, da kommt noch Pisa und dann danach. Monster, also Pisa, ist, Rom, Neapel. Es gibt auf jeden Fall für alle Bereiche, wo wir nicht so viel aufgenommen haben, so eine Mini-Park-Tour als Folge. Genau. Mindestens einen davon ist auf jeden Fall schon online. Ja, mindestens eine. Also wir wissen es zu diesem Zeitpunkt heute nicht. Es ist ein bisschen schwierig, so in die Zukunft zu sprechen. Ja, ja, so ein bisschen blöd. Ne? Aber der Plan ist da. Ja. So, dann haben wir hier das gefällt mir so gut. Das Kolosseum. Ja, das war mir so wichtig. So, ich habe euch von Anfang des Parks gemeckert, dass ich das haben will. Eigentlich sollte ich das ja bauen, ne? Ja. Aber ja, das habe ich einfach nicht mehr hingekriegt. Das schaffte ich nicht mehr. Ich musste zwei Bereiche noch fertig sparen. Und in diesen 6 Wochen, die ich Zeit hatte, da habe ich halt Knallgas gegeben mit den zwei anderen Bereichen. Rom ist halt auch wirklich der Bereich, der war bis zuletzt irgendwie, hat ihn niemand genommen gehabt, so richtig. Und dann stand der ewig lang leer. Hm. Und es ist schon wieder der Bereich in der Mitte des Parks, den wir einfach schon wieder ganz zum Schluss rauszögern irgendwie. Und dann stimmt. Bei Universal Studios war es ja auch so. Der war es genauso, ja. Mit Darkwood. Ist auch ein bisschen absurd, ne, dass wir in Italien die Stadt Rom als letztes fahren wir. Ja, irgendwie. Verstehe ich. Ach, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja gut, wir haben uns alle, guck mal, wir haben Trevi Brunnen, wir haben den Kolosseum, wir haben das, wir haben jetzt so nicht unbedingt Sachen sein müssen, ja, aber... Ne? Hast du alles reingebaut? Hab ich alles reingehauen. Wir haben so viele Sachen hier drin, ne? Genau, hier habe ich noch so Streitwagen, ja, noch gebaut. Ja, finde ich cool. Jetzt gehen wir da rein. Und wir gehen rein. Natürlich, Tribünen sind jetzt nicht dazugekommen. Aber ja, ich denke mal, es ist okay. Ja, aber das, so viel Platz hattest du jetzt auch nicht, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, und hier die Ruinen, normalerweise weiß man es ja, ist ja länglich. Ging natürlich nicht wegen den Aussichtsturm. Genau. Deswegen habe ich sie jetzt einfach rund gebaut hier. Aber wie der Rick schon sagte, es ist ja immer noch ein Freizeitpark. Ja, also wenn wir jetzt nur die Häuser gebaut hätten oder Italien nachgebaut hätten, dann hätten wir hier gar keine Attraktion drin. Ja, klar. Das wäre jetzt super langweilig. Also ich finde schon, du hast schon einiges mehr in diesen ins Kolosseum reinbekommen, als ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding auch noch da reinpasst. Ja, ich hatte so viel Platz gehabt, deswegen habe ich das auch noch reingebaut. Wir müssen aber auch dazu sagen, er hat ja die Oper vorher gebaut. Also er wusste schon, wie es funktioniert. Das stimmt, ja. Highlights kommen später. Ja, die Oper habe ich auch noch hier drin. Und genau. Die haben ist noch schön geworden. Mit Streitwagen ich finde auch super. Aber ja, das ist so. Ja, wollen wir einmal den Aussichtsturm gucken, wie es von oben aussieht? Wir können ja mal gucken. Mir war das so wichtig, dass er da hinkommt. Ich finde, der Position dafür ist so perfekt. Ja, ja. Guck mal, hier oben ist das Lämmchen. Genau. Und dann, na gut, so hoch sind wir jetzt nicht, aber ja. Das ist halt wirklich genau in der Mitte vom Park. Du kannst alles sehen. Ja. Ist das halt wirklich schön, ne? Ja. Du siehst halt alles. Guck mal, die Hälfte haben wir schon geschafft, ne? Ja. Fast. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon gemacht haben. 2 Stunden? So gefühlt. Keine Ahnung. Die Timesteps sind ja drin. Ja. Na, dann kommt er hier raus. Ich meine, wie oft macht man schon eine Parktour über einen Park, wo du 2 Jahre dann arbeitest, ne? Ja, das ist natürlich. Ja, das stimmt. Da eskaliert das schon mal ein bisschen. Gibt da viel zu erzählen. Ja, also vor allem gab es viel bei Venedig zu erzählen. Aber ja, hier, genau, das ist das Kolosseum. Das ist auch oval, ne? Es ist nicht rund. Fand ich auch cool, dass du darauf geachtet hast. Mhm. Und ja, das ist halt das Kolosseum. Ich habe hier extra ein bisschen Platten gemacht. In echt sind es, glaube ich, tatsächlich nur diese Gitter. Diese Gitter dran, genau. Weil, ja, durch das ganze Kopieren ist das nicht so ganz schön geworden, wie man hier sieht. Da ist teilweise dann halt mal so eine Mauer dann hier so zwischen. Überall, wo es durchpackt, hast du es hingepackt. Genau, wo es halt durchpackt. Ich finde das eigentlich auch besser so. Es sieht irgendwie abwechslungsreicher aus. Es sieht ein bisschen besser aus. Als würdest du dahin gehören. Ja, das stimmt. Genau, und hier, das Ding gibt es tatsächlich auch so, wie es hier steht. Mhm. Wo stehen wir jetzt überhaupt an? Für Spartakus. Ah, okay. Santa Maria in Cosmedien, so heißt das Ding. Okay. Steht auch irgendwo in Rom. Ich habe das irgendwo mal. Ich habe irgendwas eingegeben. Der Turm auch sehr bekannt vor. Ja. Das ist auch so eine Art. Wir sind, glaube ich, alle drei nicht so wirklich Italien-Spezialisten hier. Nee, absolut nicht. Nee, gar nicht. Also, man kennt so die. Ich war, wo ich 4 war, mal in Venedig mit meinen Eltern, aber da kann ich mich sehr, sehr wenig dran erinnern. Mhm. Ja, ich war nur mit Ezio. Oh, der fängt gerade los. Ich war auf Google. Ja. Ich war da auf Google. Ja, unsere Spartakus. Unsere einzige Boomerang Bang. Bam, bam, bang, bang. Boomerang Bang, Boom, Bang, Bam. Ich habe tatsächlich vor kurzem nochmal in den Phantasialand-Vlog reingeguckt. Da hast du genau dasselbe gesagt. Das ist echt? Du hast auch Bang genannt. Bang, das sind so viele Bang. Boomerang. Also theoretisch, bang. Das ist die Seven Sense Bahn, auch von den Farben her. Ja. Ah, okay. Aber sie hat es ja halt Spartakus genannt, weil das einfach.
Ja, außer da, das Seven Sense Logo ist da oben auch. Wie doof klingt das denn, in Rom Seven Sense eine Bahn zu nennen? Also, Spartakus ist schon super. Vor allem wie so Ping! Gut getimed. Ja. Ich wollte halt keinen klassischen haben, ne? Ich wollte einfach nur, der hochfährt und wieder gleich runterfährt. Ich finde es auch cool, dass sie sich mit der Pisa-Bahn kreuzt. Ja, das fand ich sehr gut, ja. So ein cooles Element. Und ich habe halt auch so kleine Ruinen noch hingebaut, weil gegenüber vom Kolosseum sind ja noch viele Ruinen von den Tempeln und was weiß ich, was das ist. Ja, schön geworden, echt. Ja, mittlerweile, wo wir auch mal mit dem Band gefahren sind. Ja. Habe ich auch richtig Spaß an den Teilen. Wo ich die sehe, kann ich mir vorstellen, wie viel Spaß die macht. Das hatte ich vorher irgendwie nicht so Bezug dazu irgendwie. Ja, aber die Band, die wir hier letztes Mal gefahren sind, das ist schon. Hat schon ein bisschen. Ja, die war ein bisschen anders, ja. Ja, die, also, wo sie warm gefahren ist, die hat schon echt geballert. Also das war schon. Ja, das stimmt schon. Die hat mich, also dem ersten Tag hat sie mich echt fertig gemacht. Ja. Aber die ist das auch schön. Das ist irgendwo so ein Mischmasch war das gewesen. Also die. Das gibt es tatsächlich so, also die Front, hier mit den Nieten und alles. Aber ansonsten war das alles... Hast du mehrere Gebäude kombiniert? Richtig. Genau, hier sind noch so ein paar... Ja, Wohnhaus steht da nicht so wirklich. Hier sind die Ruinen. Auch. Hier ist auch noch ein Wohnhaus, steht auch nicht so. Ja, ich brauche da halt irgendwie. Das ist ja Platz wie mit dem Bereich von Pisa, ja. Was willst du da sonst hinbauen, ne? Da baust du irgendwas hin. Das ist doch alles so, natürlich. Aber hier, das sieht so gut aus. Ja, der Trivi-Brunnen ist richtig gut geworden, ja. Der ist echt cool. Auch von den Höhen hier, das ist mit der Treppe, das fand ich auch sehr wichtig, dass ich das gemacht habe. Also, diese kleinen Details, die machen es am Ende aus. Das ist auch eine kleine Warteschlange, oder? Was soll das? Nee, das. Kannst du die Stufen, kannst du dich hinsetzen. Genau. Hier ist dann auch noch die Treppe. Und hier ist es ja auch nicht ganz gerade, hier geht es ja auch runter, wie in echt. Wie in echt. Es packt nicht wie in echt hier. Es ist in echt so. Es ist echt so, ey. Nee, aber ist eine schöne Ecke. Ist es auch, wirklich. Hier auch mit den. Ja. Ich hab's versucht, als Originalsgetreu. Ich war auch nicht da, aber es sieht gut aus. Ja, ich war hier mit Street View, war ich ja als unterwegs. Wir sind Profis. Und genau, das ist der Trivi-Brunnen. Aber hier mit. Auch mit den ganzen Schriften. Ist aber alles geachtet. Willi. Animo. Armini. Genau, hier wieder ein... Ja, und hier gibt es noch so ein kleines Gelato. Gelato. Ganz besondere Eisdiele. Wieder Evelyn's Gelato. Irgendwie zeigen wir auch nur die Eisdiele, ne? Evelyn's Gelato. Hier sogar Gäste drin. Ich bin echt Fan von der Eisdiele. Wer hat denn die gebaut? Ich. Ach so. Wobei ich Rex Kaffeemaschine ein bisschen schöner finde, aber ich habe mir deine Waffelmaschine habe ich mir geklaut von hier. Ja, genau, ja, das ist schön geworden. Richtig clever, cool, ja. Naja, schöner Eisdealer. Hier. Kannst ein bisschen. Sieht richtig gut aus, ja. Kannst hier. Ja, ich finde die auch echt schick. Also ich würde da jetzt hingehen, ich würde ein bisschen Eis holen, oder? Nee, absolut. Ich finde das mit dem Vorder auch so cool. Ja. So in sich geschlossen, aber es hat so ein bisschen. Es ist gemütlich. Sieht ein bisschen aus wie so ein Blueprint. Und hier haben wir noch ein Gebäude von Shinny. Hey. Shinny ist ich hatte ja Platz gehabt und der Rick und ich sind ja auch bei Shinnys Park verewigt worden mit unseren Häusern. Und ich dachte, dann lasse ich Shinny auch was bauen. Ich auch. Ich war auch dabei. Ja. Ich war auch dabei. Ja, aber so rein optisch finde ich eigentlich das hier ganz hübsch, auch von der Farbe her. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen bei den Häusern, das ist noch eins von den ersten Videos, glaube ich. Sprechen wir von dem neuen Park? Okay. Ja? Wovon sprechen wir? Von Shinnys Gebäuden. Bei Shinny oder hier? Das bei Shinny. Bei Shinny, achso, ja, das Gebäude hast du da eingegangen, ja. Genau. Das ist toll, ja. Das ist da ist dezent was drin, ja. Da ist auch so ein bisschen was zu finden, tatsächlich, aber da könnt ihr gerne mal bei Shinny selber reingucken und gerne... da auch mal ein Like da lassen und würde sie bestimmt auch sehr freuen. Ich denke auch. Aber wir waren ja schon bei Shinmenger waren wir ja auch schon drinne.
Schwimmjob haben wir auch schon drin, ja. Ja, stimmt, deswegen ja. Habe ich hier das, ja. Ja, da habt ihr auch zwei Häuser gebaut. Einfach alles. Nee, es war ein Contest. Das war ein Contest. Und ihr zwei wart die Einzigen, ja. Die mitgemacht haben. Ja, so war das. Traurig. Und Metabo hat gewonnen. Richtig, richtig. Ich fand, er hat sehr verdient gewonnen. Also, hast du schon echt gut gemacht. Nee, das mit dem Fernsehen war schon cool. Das ist ein sehr cooles Feature gewesen. Ja. Das war cool. Ja. Kann man das nicht mal Chini angucken? Also, Rom vorbei, oder was? Ja, mehr war es jetzt halt nicht. Ne? So nebenbei hier, das war es übrigens mit Rom. Ja, ihr habt geredet. Und ich zeig dir nochmal von oben. Du hast gezeigt, ja. Ja, ich muss oben. Passt auch. Jo, immer am Ende nochmal von oben. Wie gesagt, das ist Rom. Es ist halt hier. Ja. CD-ROM. Rom ist einfach nur Kolosseum. Ein bisschen drumherum. Ja, eben. Rom ist halt nur Kolosseum. So, dann sind wir in Neapel. Von? Brummkartoffel und mir. Große Überraschung. Ich hab gar nicht so viel gemacht. Ich hab die Häuser tatsächlich kopiert, wo Platz war, hab so anders eingefärbt, hab da ein bisschen was dran gebaut, wieder irgendwas abgemacht. Ja. Spielplatz! Also ja, gut, den Spielplatz, den habe ich. Geht ja nicht anders. Ich habe einen Spielplatz gebaut, okay, ja. Ich muss sagen, ich finde diesen Baustil, der hier in dem Bereich war, aber echt cool. Ja. Diese bunten Häuser, gell? Ja, das ist so super simpel gebaut, aber es sieht super gut aus. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Brummkartoffel mitschaut, ne? Ja. Aber was sollte das Loch? Ich habe jetzt einfach eine Kuppel drüber gebaut. Ach, stimmt, da war einfach nur ein Loch, ne? Stimmt. Ja, ich wusste nicht, ich habe einfach eine Kuppel drüber gebaut. Ja, wir wussten halt die Hintergründe nicht, ne? Er hatte ja auch leider aufhören müssen wegen Schule und sowas. Ja, genau. Und so weiter, war dann gerade zugange. Ja, dementsprechend konnte er hier jetzt nicht weiterbauen. Ich muss auch ganz kurz mal, das hat nichts damit zu tun, aber irgendwie schon, wo wir die Achterbahn gerade sehen. Ja. Das POV von der Achterbahn auf unserem Kanal ist ein bisschen anders als das, was wir hier wahrscheinlich sehen werden. Ja. Weil ich einen älteren Stand vom Park hatte, als ich das POV aufgenommen habe und die Bahn anders angepasst hatte, als das jetzt hier aussieht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sie jetzt hier ist, aber sie ist bestimmt anders. Ja, ich habe es versucht zu. Also, die Achterbahn. Hundertprozentig ist sie, glaube ich, nicht, aber ist schon besser. Ja, also die Achterbahn war jetzt noch in den Anfängen, sage ich mal, vom Brummkartoffel gebaut. Ich glaube, da sollte noch mehr passieren. So war bestimmt der Grundgedanke. Ich kann mir vorstellen, ja. Deswegen wurde diese Achterbahn hier ein bisschen mehr oder weniger modifiziert, so und so, dass man sie wenigstens ein bisschen erträglicher fahren konnte. Ja, jetzt haben wir im Endeffekt halt zwei verschiedene Versionen davon. Genau. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Nö, absolut nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, welche ihr besser fandet. Ja. Oh Gott. Aber hier. hier so, sowas habe ich hingebaut. Hier so ein Gartenschlauch oder sowas. Das ist cool. Das ist eine gute Idee. Habe ich einfach die Kleinigkeiten halt. Ne? Ach, guck mal, die war so ja schon da. Aus. Ja, ja, die gibt es auch ein Part von uns. Ja, genau. Und es ist endlich auch mal kein Eisdiele. Das war kein Eisdiele, ja. Das stimmt. Stimmt. Genau, hier, das sollte eigentlich eine richtige Mall werden. Das sollte ja auch der Bahnhof rein, der ursprüngliche Gedanke. Genau. Ja, stimmt, das hat sich auch geändert. Hat sich ja komplett geändert. Ich hab da jetzt einfach nur, das ist auch nur Fassade. Das hat er ja noch zuletzt gebaut gehabt, ne? Das gab es, glaube ich, auch zuletzt bei Pompeji, das Ding. Das war zuletzt, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge es war. Ja, Pompeji war hinten der Bahnhof von der Transportbahn, genau. Das ist das Letzte, was er gebaut hat. Ich meine, das, was er hier gebaut hat, haben wir auch in einem Video drin gehabt. Ja. Also das haben wir auch von ihm selber kommentiert. Den Anfang zumindest. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch teilweise zusammengeschustert, wenn ich das da oben richtig sehe. Ja, das sind auch ein paar Teile von Markus Dom. Ja. Gut. Ja. Wieder Venedig. Und wir speichern schon wieder. Also wir sind ja schon 2 Stunden dran jetzt. Ne? 2 Stunden haben wir schon. Oh, perfekt. Gut. Gute Zeit. Ja, das sind die letzten. Vielleicht kriegen wir ja jetzt die längste Parktour hin ever. Naja. Die letzte. Die längste war 3 Timo, oder 4? 3 Stunden und 2 Minuten, glaube ich. Oder? 3 Stunden waren es, okay. Timo's Paradise, glaube ich. Ja, genau. Ja, wo du dich geweigert hast zu kommen. Hä? Ich bin am Schluss gekommen. Ja. Das war so die spontane Parktour, wo der Rick gesagt hat, ich bin da. Dass du da bist, dann mache ich die Parktour nicht alleine. Ich erinnere mich. 3 Stunden alleine. Ich war unterwegs, ich war am Essen mit den Kollegen. So einer ist und so. Genau. Ja, genau. Und zu unserem so Treffen kommt er nicht. Ich bin der Uwe Blaudermann. Ja, genau. So, hast genau du so einer bist du. Du hast gesagt, und warst nicht dabei. Ich weiß auch nicht, Uwe. Jetzt kommt er so. Naja. So, genau, das ist jetzt die Achterbahn, die ist natürlich unterirdisch. Ja, klar ist sie unterirdisch. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum. Es soll vielleicht die Ruine sein von Vesuv vielleicht noch?
Ich weiß es nicht. Also ursprünglich hat er Pompeji und hier Neapel beides zusammen als Bereich gemacht. Genau. Ja, ich glaube, der wollte die irgendwie verbinden, irgendwie sowas. Das weiß ich auch noch so ein bisschen dunkel. Ja, genau. Vielleicht deswegen das Loch. Irgendeinen größeren Plan gab es da auf jeden Fall. Jetzt im Endeffekt sind es halt zwei separate. Okay. Genau. Aber trotzdem, das, was der hier so hingebaut hatte, hat mir echt schon sehr gut gefallen. Ja, auch hier. Ich mag seinen Boss total gerne. Wie ist denn das denn im Universal? Auch irgendwas mit Snake, ne? Fight of the Snake? Oder? Ja, irgendwie sowas. Ja, so also ist ein Adventure-Bereich, oder? Ist so die Achterbahn nicht? Das kann auch sein, dass das hier, ja. Also wir sind auf jeden Fall gedanklich alle beim selben Bereich, das ist doch schon mal gut. Ja, ja, ja. Das war auch ganz cool gemacht, mit der Rückwärtsfahrt auch. Dann. Genau, das war auch da drin, ja. Ja. Ja, ich mag seinen Baustil, da baust du den wirklich sehr gerne. Mhm. Ja, das war natürlich... Ja, die Achterbahn. Die Achterbahn halt, ne? So einfach mal nebenbei gefahren. Ich muss sagen, ich finde die der Kuppel von dir aber auch ganz cool, das sieht schon gut aus. Ja, absolut. Das sind Türen. Ja. Stimmt. Ja. Und ich habe hier unten noch ein bisschen Wasser reingemacht, das sah ein bisschen effektiv aus. Nö, passt ganz gut da rein. Also echt ein bisschen schade, dass der Bereich nicht in dem Sinne fertig geworden ist, weil hätte echt cool werden können. Im Nachhinein fällt mir gerade so ein, wenn ich das so sehe, hätte man eine Tunnelverbindung zu den Drachen machen können. Wir hätten hier eine Tunnelverbindung zu Vesuv machen können. Ich hab tatsächlich überlegt, ob ich bei diesem, guck mal, Thema Venedig schon wieder. Das verfolgt uns den ganzen Park jetzt. Ja. Bei dem UFO, das da unten steht, mit dieser Startrampe. Ich hatte überlegt, ob ich noch ein zweites hinten ins Wasser neben Pompeji lege, das irgendwie abgestürzt ist oder sowas, das da rausgeschossen ist und dann kaputt gegangen ist. Natürlich. Ja, ist doch logisch. Ja, klar. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ja, wir haben noch ein Flat White hier. Genau. Genau, das ist auch sehr schön geworden. Ja, irgendwo finden. Hier. Da. Hier. Ich finde das lustig, dass das so ans Haus dran gepasst ist. Ja, das ist echt so gut. Ja. Ja, diese ganzen kleinen Wege, die so richtig schön aussehen, dieser kleine Weg, den wir am Anfang gegangen sind, jetzt hier dieser Platz, das sind ja die Bereiche, die waren im Prinzip schon so grob fertig. Mhm. Und ich finde die sind auch beide super cool, so wie sie waren. Ja, absolut. Ja, also ja und das war eigentlich das, schon Neapel gewesen. Das war eine kleine, schöne, bunte Stadt. Ist, glaube ich, der kleinste Bereich im Park, oder? Das ist der kleinste Bereich im Park, glaube ich auch. Ja. Ich glaub, ja, der Vinci ist größer, glaube ich. Ja, das war ursprünglich verbunden mit Pompeji. Wobei Rom dürfte sich Konkurrenz machen mit Rom. Schon krass, dass Rom so klein ist, ne? Aber Rom ist immer noch größer. Also, ja, das war ja eigentlich so geplant, dass er das hier komplett hat, ne? Ja, genau, das war so der Bereich, der gedachte Bereich. Genau. Deswegen war ja Rom eigentlich der kleinste Bereich gewesen. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den letzten zwei Parts von Bella Italia. Die Bereiche Pompeji und Da Vinci. Sizilien und Sardinien? Sizilien und Sardinien? Nein, ich meine jetzt Bella Italia, also die Speedbilder. Ach so, ja. Das sind so die einzigen, ich vermute, wo mal, noch das gebaut wurde, aufgenommen. Ich vermute, die letzte Folge wird Venedig sein. Echt? Ich glaube schon. Oh, natürlich. Ja, Venedig. Natürlich, ja. Es geht nicht anders, ne? Es geht nicht. Wir haben mit Venedig angefangen, hören wir mit Venedig auf. Venedig, hör mal auf. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Nimm mich mit. Komm hier, Pompeji! Hey! Pompeji. Hi, Rick. Ich hab keine Ahnung, wie man das schreibt. Warum steht da nicht Mitaro? Da habe ich nicht reingemacht. Doch, ist die Achterbahn gemacht. Achterbahn. Ich frage mich eher, warum da kein Bunkertoffel steht. Stimmt, steht auch noch nicht. Wobei, er hat ja die. Hier steht er dran. Er hat ja die Station hier gemacht. Genau, der hat ja die Station hier gemacht. Genau. Genau, das war das Letzte, was er gemacht hat. Das fand ich auch so schön geworden, Alter. Das Ding. Das war so cool. So eine tolle Idee. Das war echt eine super Inspiration für den Rest des Bereichs. Ja. Also es stand halt im Prinzip nur diese Station von dem Bereich und es war halt klar, dass der Vesuv irgendwie mit rein muss noch. Und ja, das war dann der Bereich, den ich am Ende übernommen hatte. Und da hat der Mitarbeiter natürlich auch mitgearbeitet dran. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Du hast maßgeblich die Achterbahn gebaut. Ja, stimmt. Weil ich habe zwar eine Achterbahn dahin gebaut, aber du hast sie komplett umgebaut. Also im Prinzip ist es deine Achterbahn, die hier steht. Es sind ja zwei Achterbahnen, ne? Nee, hier ist eine Achterbahn drin. Oder meinst du die Stütze? Du meinst die Stütze hier? Ja, die Stütze ist schwierig. Ich wollte halt irgendwie, dass da halt keine Säulen im Weg sind, wollte so eine außergewöhnliche Stütze haben, dass halt ein cooles Bild ergibt hier. Und hab dann halt den Single Rail Coaster als Stütze benutzt. Ja. Das ist auf jeden Fall der triggerste Bereich in ganz Bella Italia. Ja, das triggert mich immer, wenn ich ihn sehe. Ja. Das ist so. Ich
Ja, das, er hätte nicht so getriggert sein müssen, wie er ist, sagen wir mal so. Ja. Das ist sehr viel unnötig getriggert. Aber ich trigger nicht oft, ich habe keine Ahnung. Aber ich mag aber den Bereich hat ja auch der Rick gebaut, also von daher. Ja. So ich mag das Schild sehr. Das Schild, ja. Das ist echt cool geworden. Das weißt du gar nicht, ob das, ich glaube, das ist auch in keiner Folge zu sehen, das Schild, weil ich ursprünglich ein anderes Schild dahin gebaut hatte. Ja, das ist richtig. Und ich fand das andere Schild nicht cool. Das andere Schild war halt ein Vulkan, der halt dann manchmal, ne, der Ausdruck ist noch da vom Vulkan, oder gar nicht mehr. und ich habe irgendwann in den Schildern vom Spiel dieses Ding gefunden und dachte, das passt so gut, dann nehme ich das halt. Ach, das ist ein Schild? Das ist ein Schild, tatsächlich. Das ist ein Schild, ja. Das ist so. Ach, krass. Ja, ich wusste es auch nicht. Ja, dann käme auf denselben Gedanken jetzt. Hä? Ich habe es halt gesehen und dachte, boah, das ist so viel cooler als der Vulkan. 8 Jahre altes Spiel und wir kennen die Teile immer noch nicht. Ey, und jetzt kommt Flakko 2. Ja. Es sind halt nie die Teile, die man benutzt, gell? Nee, aber hier passt ausnahmsweise mal. Ja, das stimmt. Ja, ist ja, glaube ich, offensichtlich. Ne? Hier, und okay, natürlich gibt es auch eine Geschichte, ne? Natürlich gibt es eine Geschichte, aber die ist wirklich sehr basic, ne? Also, Gott sei Dank. Der Typ möchte fragt einfach nur, ob wir dem helfen können, oben auf dem Vulkan. Die Geschichte wird innerhalb vom Wadebereich erzählt. Mhm. Generell ist der ganze Bereich einfach, ja, der Vulkan ist ausgebrochen und so langsam kommt die Natur zurück. Es sind halt noch ein paar Ruinen von dem Ausbruch übrig. Mhm. Das ist im Prinzip der ganze Bereich. Ja, das ist natürlich gefährlich da oben auf dem Vulkan. Deswegen will er nicht alleine gehen und wir sollen ihm helfen, falls was passieren sollte. Wird ja bestimmt nichts passieren, ne? Nein. Ja, so also ein bisschen Trivia, dass wir auch ein bisschen was lernen hier, ne? Das ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Mhm. Ja. Hier, ach, guck mal, ne? Thema Verbundenheit. Das ist übrigens verbunden mit dem anderen Schacht. Ja, du kannst, wenn du da runter guckst und die Achterbahn losfährt, dann geht auch die Lava hoch. Ach so, ja. Mhm. Das ist dieselbe Schacht, den wir da sehen. Ja, hier sind halt überall, alles ist voll mit Natur und Ruinen und ja, ne, was man halt so macht. Ja. Brauche ich aber nicht übersetzen, ne? Da ist sein Camp. Ja, ne, er hat seine kleine Forschungsstation da, von der aus er halt den Vulkan im Blick behält, falls da was passieren sollte. Weil macht ja sonst keiner. Genau, ja, und hier kannst du dann halt die dein Gepäck reinpacken. Ja, ist cool. Ja, ist ein ganz cooles System, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Das ist cool. Ja, darfst du natürlich nichts mitnehmen in der Lava und so. Es soll nichts reinfallen, das muss ja auch alles in die Geschichte passen. Genau, ich würde die Bahn aber mal schließen. Ja. Yeah. Und bevor die Trigger gleich losgehen. Ich habe gesehen, jetzt im Nachhinein, bei dem Cinematic von der Bahn, bei dem POV, ja, haben die Trigger nicht funktioniert. Oh. Das heißt, im POV von der Bahn sind die Trigger leicht falsch. Oh. Aber nicht wundern, ist nicht so schlimm. Nö, dafür sind wir sie vielleicht hier besser. Ja, genau. Ja, und ne, das heißt, jetzt wird halt mit dem Typen da zusammen auf den Berg gekraxelt. Ich habe auch versucht, das immer so die Person immer so hinzustellen, dass man nie mehrere davon auf einmal sieht. Hier war die einzige Stelle, wo ich es nicht vermeiden konnte, dass man ihn öfter sieht. Ja. Aber sonst ist es immer so aufgebaut, dass man immer nur einen sieht. Ich mag den Bereich sehr. Mir gefällt, dass das alles so kaputt ist. Ja, ich mag das auch gerne. Das passt sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an den Bereich Moko. Was? Nein. Ja, ein bisschen. Ja. Guck mal, da steht er und da sucht die Sachen. Natürlich passiert auch was, ne? Und jetzt müssen wir natürlich retten. Alles in die Luft. Und springen natürlich erstmal waghalsig den Vulkan runter. Was man halt so macht dann, ne? Ja, und dann ist im Prinzip der Ausbruch vom Vulkan. Wir fliegen durch diesen Bereich durch. Ja, das sind tatsächlich übrigens alle unterirdischen Bereiche verbunden. Ja. Das ist so krass. Oh, das ist schon cool. Sehr. Für einen RMC-Coaster ein bisschen untypisch tatsächlich. Weil es nur eine Inversion gibt in der Strecke. Ja, ist richtig. Aber wir sind halt ein bisschen außergewöhnlich. Ja, dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Ach, siehst du? Weil die Bahn war ja ursprünglich anders. Natürlich konnte er was erzählen dazu. Ja, es ist ursprünglich, ja, war die Fahrt eine andere Fahrt. Das war auch, glaube ich, in der ersten Pompeii-Folge, die ich gemacht hatte, noch drinne mit dem Mitaro zusammen. Da haben wir die Bahn umgebaut. Und ursprünglich gab es mehr Inversionen in der Bahn. Aber die Bahn war untypischer für ein AMC. Und dann hat er mich heute die ganze Bahn im Prinzip umgebaut und jetzt ist halt nur eine Version drin, aber dafür ein bisschen mehr diese Schräglagen bei den Kurven und so. Genau. Also wobei die nicht so extrem auffallen, weil der Boden halt so ein bisschen dazu angepasst worden ist. Aber wenn man damit fahren würde, würde man die Intensität oder wie sagt man das? Intensivität. Ja, dass ich immer diese Fachwörter aussprechen möchte, die ich nicht kann. Jedes Mal passiert mir sowas. Und ist halt, da habe ich meine Probleme halt mit. Ja, und gut darf. Halt, stopp, Mitaro, du bist tatsächlich an was vorbeigelaufen. Wenn man da halt mitfährt, dann ist das. Fotos. Ja, die Fotos haben tatsächlich. Die Fotos sind das einzige Ding, wo irgendwas Kleines drin versteckt ist in den Fotos.
in diesem Bereich. Alles andere ist super basic. Aber gehen wir noch rechts ein bisschen. No. Nothing to see here. Also ich habe den Bereich wirklich super simpel gehalten. Das, also das ist, glaube ich, das hier und ich glaube, es gibt irgendwo noch ein Alien in dem Bereich hier. Ja, und? Das noch nach Venedig sucht. Das habe ich ja noch gebaut. Ja, ja, ich danke dir dafür. Ja, gerne. Sonst ist wirklich alles, es sieht aus, als wäre hier super viel Zeug, aber im Prinzip alles, was man sieht, ist auch alles, was hier ist. Also hier ist nichts Verstecktes drin oder ja, so. Ja, hier ist nichts Venedig-Style. Hier unten war der irgendwo. Ja, ja, der steht da unten rum. Na gut, den sieht man noch nicht. Ist das Venedig? Ja, das ja, die suchen ja Venedig am Drachen. Ja, ne, das Einzige, was hier halt drin ist, ist, dass diese ganzen unterirdischen Dinge alle miteinander verbunden sind. Dementsprechend macht es theoretisch auch Sinn, wie der Vulkan explodiert, dass die Sachen dann da so nach und aus den verschiedenen Öffnungen rauskommen. Ja, aber ne, wirklich schöner Bereich geworden, was da noch, der auch zum Schluss entstanden worden ist. Jetzt. Ist der letzte Bereich, genau. Ja. Das ist im Prinzip unser Darkwood gewesen. Der ist auch in recht kurzer Zeit entstanden, deswegen gibt es hier auch nur eine Achterbahn und kein Flatride. Genau. Ja. Ja, aber ich funktioniert auch. Wobei, so. Der Flatride könnte man eigentlich die Bootsfahrt nehmen. Ja. Mal mehr, mal weniger Flatrides ist halt. Ja. Genau, das ist auch schon Pompeii gewesen. Genau. Ist aber ein sehr schöner Bereich auf jeden Fall. Ja, klein, aber fein, ne? Finde ich auch. Guck mal, der nächste ist auch klein und auch schön. Ja, Da Vinci. Angefangen von Ready to Fall. Weitergebaut von mir. AKA DNNIS. Muss ich mal überlegen, deinen Namen? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ist Dennis aussprechen oder buchstabieren? Immer diese Fachwörter. Ja. Und was stand hier? Die Kirche stand und die Q-Line zur Achterbahn. Ja, genau. Alles andere habe ich dann nochmal ein bisschen da dran gebaut und wollte aber alles nicht in eigenen Stil weiterbauen, sondern wollte den Stil weiterbehalten vom Ready to Fall und wollte dem da jetzt nicht seine Bauweise wegnehmen. Ich glaube, das haben wir bei allen Bereichen gemacht, die wir fertig gemacht haben. Ne? Genau. Guckt, dass zumindest genau, ungefähr hinhaut. Genau. Und deswegen sieht das alles so ein bisschen gleich aus, nur die Höhen haben sich geändert. Aber ich finde das gut. Also hier geht es halt um Da Vinci. Wir haben tatsächlich eine Folge mit Ready to Fall aufgenommen, wo er tatsächlich nochmal alles so erklärt, wo er die Inspiration her hat und warum er das genommen hat. Es ist ja durchaus ein bisschen ein spezieller Bereich, weil es halt mal kein Bereich ist, sondern eine Person, nach dem Genau. Und in der Kirche gibt es dann auch so ein bisschen was zu sehen. Jetzt bin ich neugierig. Und zwar ist... die Kathedrale gibt es tatsächlich so in Italien auch. Ich weiß aber jetzt nicht gerade, welche das ist. Die hat er nachgebaut. Ich finde, die ist unglaublich gut geworden. Ja, ja. Die ist wunderschön geworden und mit dem Abendmahl hinten am Hintergrund. Ne? Also ich finde es krass, dass das Ding so klein ist, so detailliert und trotzdem noch einen Innenraum hat, der auch noch so groß ist. Ja, dass da nichts irgendwie durchglitzt. Das fällt von außen gar nicht auf. Ne? Ich finde es schon so Wahnsinn. Klein, ne? So irgendwie, ne? Aber es ist dann doch so riesig, tatsächlich. Ist schön geworden, die Kirche. Ja, die ist echt super. Kathedrale, was auch immer das sein soll. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Ja, und dann haben wir einen Skyfly hier drin. Die Fassade habe ich dann auch angepasst zu dem, was halt der Q-Line entspricht. Oder dem Q-Line-Gebäude, sagen wir mal so. Und man kann tatsächlich auch ein bisschen reingucken. Da ist ein kleines Gitter. Kannst du mitzählen, ich hoffe, die Leute die Überschläge schaffen. Habe ich mir gedacht, also das ist lustigerweise so entstanden, weil ich habe diese Ecke nicht zubekommen. Dabei ist halt das entstanden. Ja, finde ich aber ganz cool. Sieht nicht aus, als hätte es nicht funktioniert. Am Ende dachte ich mir auch, oh cool, das passt ja auch sehr gut. Ja, das passt wirklich ganz gut, ja. Ja, und das war hier so der Anfang vom Ganzen tatsächlich. Hier habe ich angefangen. So stand es quasi, das Gebäude, und so da habe ich die Fassade weitergebaut. Ne? Mhm. Guck mal. Das ist doch noch da, wovon wir letztens drüber gesprochen haben. Ja, der Rick und ich, wir haben letztens drüber gesprochen. Was denn? Ob dieser Holz... diese Überdachung quasi, ob die noch da ist. Aber ich war der Meinung, die ist ja gar nicht mehr da, weil die ist mir so gar nicht mehr bewusst gewesen. Du hast so viel Zeit damit verbracht. Ja, ich habe so viel Zeit damit verbracht, dass ich das total vergessen habe, dass das doch noch da ist. Der ist da. Ja, genau. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, geh mal direkt mal in den Da Vinci Workshop. Und hier sehen wir tatsächlich alles von Ready to Fall gebaute, wie soll man sagen, Da Vinci war halt ein Erfinder und Maler. Und dementsprechend ist hier ein Paraglide und Paddleboat, wo auch die
Skizzen zugibt. Genau. Und hier haben wir dann ein selbstfahrendes Fahrzeug, was Da Vinci anscheinend entwickelt hat und gebaut hat. Er ist schon wahnsinnig, was er für Ideen hatte. Ja, und Ready to Fall war so begeistert von Da Vinci tatsächlich, dass er sich einfach gedacht hat, hier baue ich den Da Vinci-Bereich. Und passt ja auch gut zu Italien. Und Air Spiral ist eigentlich so eins, was man eigentlich kennen könnte. Ist so eins der bekanntesten Sachen, die man von ihm so kennt. Ja. Genauso wie, das hatte mir gar nichts gesagt tatsächlich, Battle Tank. Ja, weiß ich noch. Ich kann jetzt auch gar nicht dazu sagen, was das Ding kann, ob das ein U-Boot das ist. Das ist ein Panzer. Also da drunter sind im Prinzip Leute, die das Ding tragen oder rollen, ich weiß es nicht genau. Rollen sind es, okay. Und damit kannst du im Prinzip, ja, ist halt ein Kriegsgerät, rollen, ne? Du kannst damit vorrücken. Ah, okay. Du halt geschützt, dass von allen Seiten halt die Kanonen, die rausgucken. Ah, gut, okay. Ja gut, die Wings halt, ne? Da Vinci war der, glaube ich, das erste... Die Flugmaschine und so, ne? Die erste Flugmaschine gebaut, ne? Und dann nebenbei halt noch gemalt, ne? Und dann hat er dann halt nebenbei, ich glaube, beim Malen hat er seine Erfindungen entdeckt. Ja, so Sachen wie die Mona Lisa hat er halt gemalt, ne? Die Mona Lisa oder die Dame mit dem Fermelin. So Kleinigkeiten, ne? Hat man vielleicht mal gesehen irgendwo. Genau, ja. Genau. Und das andere Gemälde, was war das noch? Ach Gott. Ich komme nicht mehr drauf. Gestern hatte ich es noch rausgesucht gehabt, ich weiß nicht mehr. Ja. Und dann haben wir hier halt die Flugmaschine. Und diese Flugmaschine hat der Ready to Fall dann hier auch nachgebaut und hier aufgehangen. Allerdings ist der Dachboden ein bisschen klein geworden und ist ein bisschen eng geworden alles hier. Es war auch ein bisschen problematisch, weil die Bahn war nicht fertig. Die Bahn sollte auch ursprünglich mit einer Mod gebaut werden, weil die keinen Launch hat. Stimmt. Vom Spiel selber. Sagen wir mal so, ich habe die Bahn zuerst mit einer Mod gebaut, tatsächlich. Hoppala. Und Escape. Ich habe die Bahn tatsächlich erstmal mit einer Mod. Wenn du schon mal. Achso, wir fahren gerade. Okay. Dann müssen wir gleich aber dran denken, dass hier nur eine Bahn fahren soll, nicht zwei. Ja. Weil zwei sind zu viel. Achso, wegen der Blockbremse? Ja. Mhm. Wegen der Blockbremse. Die Blockbremse macht ja eigentlich gar keinen Sinn bei der Fahrt. Und die Bahn führt auch durch ganz. Ja, das ist kein Ort oder sonstiges, sondern das ist tatsächlich der Da Vinci-Bereich. Es ist kein. Es hat ein Sammelsurium an Sachen, die er gemacht hat, mit denen er was zu tun hatte. Ja, genau, richtig. Und die Bahn ist auch recht kurz. Finde ich auch ein bisschen intensiv. Ja, schon, ne? Schon ordentlich. Ja. Ist nicht ohne. Und der Dachboden ist halt ein bisschen klein geworden. Das war alles so ein bisschen eng. Und als ich die Bahn hier halt bauen wollte, da. Es hat irgendwie nicht so funktioniert. Und mit dem Launch, das war auch nicht, weil der Platz war dann auch nicht wirklich da für einen Launch. Weil für einen Launch braucht man ja auch ein bisschen. Ich kann ja nicht zwei Schienen bauen und sagen, jetzt hier auf 90 km/h hoch. Ach so, das meinst du. Hoch temporieren und genau. Und hier gab es dann noch so ein paar Sachen zu entdecken, was man jetzt während der Fahrt natürlich nicht gesehen hat. Da Vinci hat auch tatsächlich ein Restaurant. Das Da Vinci Diner. Das ist das kleine Geheimnis von dem Bereich. Das ist das kleine Geheimnis von diesem Bereich. Genau. Und zwar haben wir hier hinten eine kleine Sitzgelegenheit, wo über uns die Achterbahn drüber pest. Und wir hier genüsslich unsere Pasta, Pizza und Salate essen können. Und das sieht echt schön aus. Ja, also die Ecke war halt irgendwie so leer. Und deswegen dachte ich mir, mit einer kleinen Toilette da hinten noch drin. War eine gute Idee. Also die Besucher kommen jetzt hier nicht rein, tatsächlich. Das ist nicht funktional. Nee, ist keine Toilette drin. Das ist nur. Ich sehe gerade, dass die Wand einfach richtig ist. Ja, es gibt manche Wände, Teile, die sind ein bisschen. Das ist halt ein Planko-Fehler. Ja, das kann aber ja nutzen, ne? Sehr schön. Ja, ich finde den Bereich echt super. Gerade die Ecke hier ist super cool. Fällt mir richtig gut. Ja, finde ich auch. Es ist mal was anderes noch. So. Vor allem ruhig da, es sei denn, die Achterbahn kommt gerade. Ja, und das hier ist jetzt gleich das Fahrt zur Hölle. Ah, okay. Der Fahrt zur Hölle. Weil, wenn der Mentaro jetzt gleich hier links hochgeht, ist nämlich im Hintergrund Pompeji zu sehen.
Ja, das ist was man so sehen kann. Ja. Da ist halt etwas von Pompeji. Ja. Ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ich habe den Ausblick da voll auf Pompeji, ist super cool. Ja. Ich habe diese Berge dahin gebaut, hat er, das ist so doof jetzt. Ja. Dann habe ich diesen also, kleinen Schirm noch dahingestellt. Der Rick hat alles kaputt gemacht. So. Nein, den Platz habe ich dann noch hingebaut, genau, der war auch noch nicht fertig, weil da habe ich auch lange überlegt, was mache ich hier überhaupt. Ah, ich finde das hier ganz cool, hier das Symbol hier. Mhm. Ja, das hat aber noch nichts zu bedeuten. Ja, ich weiß, aber trotzdem gut aus. Sah interessant aus und dann habe ich das so gemacht. Genau. Hier ist auch Street Fox Kaffee. Den kann man auch dann ein Eis schnabulieren natürlich. Und einen Kaffee. Und ich weiß nicht, wie viel Eis wir in diesem Park essen können. Ja, also Eis gibt es hier ohne Ende. Ich weiß noch, wir haben uns Sorgen gemacht, dass nicht jeder eine Pizzeria bauen soll, damit wir so viel Pizza im Park haben. Jetzt haben wir überall Eis stehen. Ja, ja. Ja, dann kann man hier ein bisschen verweilen und so ein bisschen die andere Seite vom Park genießen und ja, ein Flatrate haben wir hier natürlich noch, den Skyscream. Ja. Ja, schon ein bisschen übergangen eben, ne? Ja, weil der Eingang ist unten tatsächlich. Der ist ja hier drin. Ja, genau, da. Da ist dann der Eingang, die Fassade habe ich dann auch alles gemacht. Das war ja auch noch alles nicht so fertig. Das und tatsächlich ist, auch einfach super gut dabei, tatsächlich, ja? Tatsächlich backt noch ein Propeller durch. Doch, okay. Ja, aber das geht nicht zu ändern. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja, okay, dann. Es ist, ja, schaffst du nicht. Überstehen dann müsste ich die Wand auch nochmal runtersetzen und die Wand. Hier habe ich schon so viele Wände runtergesetzt. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja. Am Ende sieht ja auch gut aus und das ist ja super. Genau. Wahrscheinlich ist das passiert. Ja. Und ich finde, es passt sehr, sehr gut dazu. Also zur Flying Machine halt. Ja, und wenn wir jetzt hinten zu diesen Reihenhäusern gehen, das erinnert mich so ein bisschen immer an Hobbiton Town. Wenn ich dann davor so reingehe. Wegen dem See hier so. Ja, genau. So ein bisschen kommt da so ein bisschen Feeling. Stimmt, vom Community Studio. Und wenn du aber den Weg weiter gehst. Ich gehe weiter? Nee, eigentlich den anderen Weg. Ah, egal. Kommt auch so an. Kommt man noch hier zu einem kleinen Shop, der leider zu ist. Haben wohl nicht so viele Leute gefunden. Hat sich nicht so gelohnt, den aufzusetzen. Genau. Also hier hat man dann auch nochmal eine kleine Ecke zum Verweilen. Und ja, kann man sich irgendwas, ich weiß gar nicht, was für ein Shop da drin ist. Wahrscheinlich eine Eisdiele. Wahrscheinlich. Wir haben diesmal im Park echt viele ruhige Ecken, wo man sich hinsetzen kann. Genau. Finde ich gut. Ja. Und das ist Da Vinci, den ich dann noch fertig gebaut habe. Ja. Ja, auch ein kleiner Bereich, aber nach auch sehr Pisa. Schön, finde ich. Ja. Finde ich auch. Das ist wirklich sehr hübsch geworden. Ja. Und da hinten der Turm, bevor ich es vergesse, so. Da war noch irgendwie was mit Universität gewesen und ja, der hat eine Bedeutung, ne? Ja, irgendwas ist das auch noch nachgebaut worden, irgendwie so. Ja, irgendwas habe ich auch mitgenommen. Und wie nennt man diese Fernrohr-Dinger? Teleskop? Da? Teleskop, ja, aber die haben so einen speziellen Namen noch. Das ist da unten das kleine Ding, glaube ich, sollte das sein. Okay. Müssen wir nochmal in die Folge reinschauen. Ja, müssen wir nochmal in die Folge schauen. Oder ihr schaut euch die Folge an. Ja. Findet ihr auch auf unserem Kanal. Die Ecke da, die grün ist, die habe ich bewusst so grün gelassen. Weil sonst kann man ja anhand der... Das sollte eigentlich ursprünglich ein Hotel sein, was aber nachher kein Hotel ist. Beziehungsweise Hotel ist nicht weit weg, keine Sorge. Hotel-Eingang hat... Aber da wollte ich jetzt keine Bäume da vor den Fenstern stehen haben, sondern da kann man ja halt nichts sehen, ne? Deswegen ist da jetzt erstmal nichts. Deswegen ist da die Stelle grün und jetzt bin ich fertig. Habe fertig. Ich habe fertig. So, dann sind wir... Ja, zuerst Hotel oder zuerst Amalfi? Ah, hier erstmal Hotel. Okay, wir haben gerade schon davon gesprochen. Ja, kommt zuerst, ne? Bellissima Vita, Vista. Das gibt's auch, ne? Nee. Nein. Nee, das ist auch super. Sollte es geben. Sollte es geben. Das sollte man auch bauen. Sollte es geben. Ja. Das ist so ein tolles Hotel. Das Hotel, ja, das heißt einfach nur schöner Ausblick übersetzt, glaube ich. Hast doch. Gibt es bestimmt ein Hotel, das so heißt. Genau, ja. Wir hatten Platz, wir hatten kein Hotel, habe ich gebaut. Ja, das ist tatsächlich auch eine kleine Hintergrundgeschichte, ne? Also dieser ganze Bereich, in dem das Hotel da steht, war ursprünglich auch noch ein eigenes Themengebiet. Ja, war das Galileo? Nee. Wahrscheinlich. Doch, Galileo, ja. Galileo, ja. Und das war halt, wir haben halt einfach ein paar Berge dann gemacht und es war halt so leer und wir hatten noch kein Hotel, wie du schon gesagt hast. Deswegen hat der Mitarbeiter noch ein bisschen Zeit gehabt und Tino da noch ein paar Sachen reingebaut. Deswegen ist da jetzt noch ein Hotel und noch was anderes Schönes entstanden. Da kommen wir auch noch gleich zu. Die Station hier halt, ne? Von People Mover noch direkt. Ist auch gut integriert. Ja. Achso, meinst du das dahinter? Ja, das kann man ja dann. Ja, kommt noch. Kommt ja noch. So, dann sind wir hier in Amalfi. Ja, Amalfi ist, glaube ich, der
war, glaube ich, der erste Bereich, der fertig war. Kann das sein? Ja. Mhm. Glaube ich. Ich meine schon, ne? Ich glaube, es ist der erste Bereich gewesen. Ja, war der erste Bereich. Ja, Amalfi gibt es sehr viel zu entdecken. Ja, Amalfi ist Amalfi. Sagen wir mal so. Also, ja, es ist der Amalfi ist auch vom Strolch gebaut worden und Strolch hat auch bei Communal Virtual schon einen Bereich gehabt und sehr detailreich. Und hier gibt es einige Bereiche, die wirklich cool geworden sind. Das ist dann eine Weinstation. Sorry, ganz kurz. Beim Eingang von dem Bereich, wo du eben warst, da hinten war noch ein kleines Restaurant da hinten. Das hier? Ja, du? Erzähl weiter. No, eigentlich bin ich fertig. Ja, also hier, ne, wir sind eigentlich auch gar nicht im Bereich drin und es ist auch hier schon super viel Zeug. Genau. Ja, ich kann halt nicht so viel dazu sagen, keine Ahnung. Wir haben es halt alle nicht gebaut, das ist. Ja. Das soll ein Blumenladen sein. Also wir haben, genau, bis dahin haben wir, glaube ich, sogar einen Stolz noch gehört bei den LP-Parts. Das kann sein, ja. Also, ich finde es schon cool, was er da hingebaut hat. Er dabei hat er sogar auch später, als er rausgegangen ist, hat er für uns auch nochmal den Bereich schnell fertig gemacht, damit wir den halt nicht fertig bauen müssen. Ja, ja, genau. Deswegen ist die Einsatz vom Bereich sehr grün. Hier geht zum Whirly Rig. Kein Park ohne Whirly Rig, ne? Ja, aber es ist schon. Es ist schon sehr cool integriert. Mit der Minibar hier. Also ich würde sagen, wenn ich einmal irgendwie beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich, das ist auf mehreren Ebenen gebaut. Um es auch mal gesagt zu haben heute. Ja, ja. Aber es trifft ja, hier wirklich zu. Heute. Also, es ist hier, also wenn irgendein Bereich so vertikal gebaut ist, dann ist es der hier. Es ist schon irgendwie übereinander gestapelt alles. Oh, ein schönes Gebäude. Ja, ist ein schönes Gebäude auf jeden Fall. Ja, ich meine, das sind hier noch wirklich alles Gebäude. Flieg mal hin, da flieg mal durch, ja. Genau. Ja, ja, die fährt uns ewig lang. Das finde ich ganz cool. Das ist schon cool, ne? Das ist echt cool. Ja, das mag ich auch gerne. Also hier ist, das ist auch so ein Bereich, wo man das meiste entdeckt, wenn man nicht über die Wege von den Leuten läuft, sondern selber durch den Bereich läuft. Ja. Da gibt es noch ein ganzes eigenes Hotel, was da drinnen hängt, das auch echt schön geworden ist. Ja, und die Wege für die Besucher selber sind tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele, wie man denkt, obwohl der Bereich so groß verschachtelt ist. Mhm. Ist es tatsächlich recht überschaubar, überall durchzukommen, finde ich. Das ist auch so ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, da fliegt man durch und hat danach das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, weil da so viel ist. Also schön am Strand. Ja, man denkt hier, hat er auch ein Secret gebaut? Ja, schon sehr cool. Da fährst halt komplett durch Amalfi. Ich glaube, das ist sogar die originale Straße, die er nachgebaut hat. Ach echt? Ich glaube, das ist die normale Straße, die durch Amalfi fährt, ja. Oh wow, okay. Aber hier kommst du nämlich vom Berg runter, dann geht das hier oben. Das wusste ich gar nicht. Ja gut, hier diesen gibt es wahrscheinlich nicht, aber... ja, ich meine, es fasst schon ganz gut zusammen, wie Amalfi so aussieht, ne? Ja. Ist schon sehr cool geworden, finde ich. Mir gefällt das gut, was er gebaut hat. Aber die Gebäude sind halt top, ne? Ja, da konnte er auch, ne? Jo, ursprünglich ging es ja hier lang, ne? Die Bahn ging ursprünglich da lang, ja. Ja. Ja, das hat er mit einer Mod den Bahnverlauf gebaut gehabt und war sich nicht sicher, ob wir die Mod auch haben, hat einfach die ganze Bahn umgebaut, bevor er gegangen ist. Ja, das ist das Hotel, von dem ich eben gesprochen habe. Das erreicht man nur, wenn man neben den Wegen rumläuft. Gut, das ist ja so eine Finca ist das, ne? Hier. Ja, eigentlich ist es ein richtiges Hotel, das stimmt schon. Also die schönsten Ecken in dem Bereich sind fast die, wo man am wenigsten hinkommt. Ich glaube, die Finca haben wir auch noch mit ihm gemacht, glaube ich. Meinst du? Ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir noch die Finca noch haben. Ja. Okay, ja, ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein schöner Bereich. Da hat man auch keinen Überblick ist mehr. Wirklich ein schöner Bereich. Ja, klar. Ja, ist es auch. Gar keine Frage. Ja, aber viel mehr gibt es dann halt nicht zu sehen. Ne? Also ich glaube, es gibt bestimmt neben den Wegen irgendwo noch ganz viele andere kleine Sachen, die wir jetzt selber auch nicht wissen. Also hinten auf jeden Fall noch, wo du gesagt hast, wo der Strand ist, da geht es ja nochmal eine Treppe runter. Hier? Da ist nochmal das Häuschen, links. Da geht es nochmal eine Treppe runter, da ist dann auch noch ein bisschen Weg und die Gebäude. Es war ja auch zuerst geplant, dass hier noch ein Leuchtturm hinkommt. Genau. Ja. Guck mal, sieht man die Überreste noch, Überreste davon noch im Wasser? Ja, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, hier sind die Fetzen hier so ein bisschen, keine Ahnung. Wir haben sie so ganz richtig weggemacht, nur so ein bisschen. Ja. Da sollte noch ein Leuchtturm hin, ja.
eigentlich schon. Genau. Ja. Da war Malfi auch schon durch. Dann ist er Malfi, das ist jetzt flott. Ja, ich meine, ist klar. Ja, wir hängen schon länger her, wir wissen nicht alles. Ja, wir haben von dem Bereich wahrscheinlich mit am wenigsten Ahnung den ganzen Tag. Ja, das stimmt schon. Dann kommen wir nochmal zu einer Bootsfahrtstation. Bootsfahrtstation, ja, die habe ich nämlich auch noch gebaut, weil die hinten ja so... Irgendjemand wollte, ich glaube, der Rick wollte unbedingt hier noch eine Station haben. Wahrscheinlich war ich das. Meistens irgendwas wollte, war ich das, ja. Ich habe oft irgendwelche Ideen und hau das dann einfach in den Chat rein. Ja, ist ein bisschen größer geworden, als ich eigentlich wollte. Ist ein bisschen ausgeartet, aber sie ist sehr cool geworden. Ja. Weil wir haben hier hinten nämlich noch andere Boote, die man dann halt reinschicken können. Mhm. Die sind hier gerade am Arbeiten. Das ist schon echt cool. Genau, hier, er hier, der ist halt am Gucken. Und wir haben natürlich auch hier Kräne, dass wir die auch mal anheben können. Richtig cool geworden. Ja, da ist wieder dein Backstage-Geist durchgeklungen. Ja, ja, so ein bisschen. Backstage irgendwie. Ist so Metapher. Ja, schon. Also ich finde es wirklich cool. Ja, hier ist ein bisschen schlichter geworden, aber hier kannst du natürlich auch noch lang. Ja, wenn du ein Stückchen jetzt von der Bootsfahrt mal lang fliegst, dann siehst du ja auch dieses kleine Easter Egg, das du noch reingebaut hast. Ach stimmt, wenn wir jetzt gerade in der Ecke sind. Kann man natürlich auch machen. Weil wir wissen ja nicht, ob die Leute tatsächlich die Bootsfahrt machen. Ja, ihr solltet sie fahren, das ist viel zu eigentlich sehen. Sollte sie fahren, ja. Aber hier ist noch ein kleines Easter Egg und zwar von Communiversal. Ganz viele Sachen, die es halt in Communiversal gab. Da ist das Kino, dann ist hier Hobbentown, dann haben wir Darkwood, dann haben wir hier die Zombies, dann haben wir die Polizei hier von Bluefire, dann haben wir hier das BRG4. Richtig. Ja, sehr ja, gut. Ja. Und hier ist dann nochmal der Hut von The Mask. Genau. Ja, perfekt. Schön. Schönes Easter Egg. Denke ich auch. Muss man aber auch ein bisschen wissen, was das ist, ne? Ja, also wer unseren alten Pack nicht kennt, dann ist er jetzt natürlich voll aufgeschmissen, was das ist. Schreib's mal in die Kommentare, was denn das, wie das Kino heißen sollte. Das weiß nur keiner, ja. Ja, die Namensvorschläge interessieren mich auch. Wie heißt das? Das war lustig. Ja, und dann kommen wir ja schon. Dann kommen wir über die wunderschöne ja, moderne Brücke. Das ist auch eine lustige Aktion gewesen. Stimmt, ja. Über die Brücke kommen wir in die Mitaro-Welt. Aber die Brücke ist tatsächlich noch so ein Ding, das haben wir ein bisschen zusammen gemacht. Wobei, das hat eigentlich auch der Mitaro alles gebaut. Also ja, das hat eigentlich schon der Mitaro den ganzen Park gebaut. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, die Brücke war ja, die Brücke war ja ein bisschen hässlich so, wie sie war Standard. Und dann dachte ich so, oh, was denn für eine Brücke? Dann habe ich einen Rick gefragt, schick mir doch mal irgendwelche Bilder oder Ideen, wie ich eine Brücke bauen kann. Dann habe ich mich also ein bisschen rumgeschaut, habe mal die erstbesten Bilder so geschickt, die ich ganz cool fand. Und dann ein bisschen weitergesucht und habe irgendwann noch eine gefunden, wo ich dachte, hey, die ist so thematisch und von ein bisschen passender als die andere, die ich geschickt habe, weil die war ein bisschen altertümlicher und so. Dann habe ich mir das Bild geschickt und dann war die hier schon fertig irgendwie. Also, stimmt, genau. Der Mitaro baut so schnell, ich kann nicht so schnell Sachen raussuchen. Ja, keine 20 Minuten oder so. Ja, ich habe schon eine gebaut. Also, aber die sah nicht so aus wie jetzt, sondern eher ein bisschen katastrophaler, sag ich mal. Das Grundgerüst stand zumindest schon. Ne? Das Grundgerüst stand, genau. Ich finde das genau. Einfach wahnsinnig schnell. Aber die ist so toll geworden, die Brücke. Die passt auch voll gut da rein. Ja, die war halt so schön modern. Und ich dachte, ja. Die passt. Und das passt zu dem Alten halt. Ja, so, ne? Ich sage ja gar nichts dagegen. Das ist alles cool. Moderne trifft alt. Ja. So, ist cool. Ja. Und die funktioniert auch. Die funktioniert. Die funktioniert. Das wäre auch ein Desaster, wenn nicht du. Ja, sonst wäre keiner auf Rom. Rom, ich sag immer Rom zur Oper. Ich weiß nicht warum, aber ich sag immer. Da gibt es bestimmt auch eine Oper. Ja. Sizilien. Sizilien. Sizilia. Genau. Created by Mitaro. Yeah. Ja, von wem auch sonst, ne? Also, das Ding ist natürlich auch so ein kleines Highlight bei uns. Absolut. Park. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal außenrum an. Außenrum? Ja, und bevor wir dann mal in das gute Stück reingehen. Ja, sprechen wir erstmal über dieses kaputten Wo Fassaden. Hast du diese Wände her? Die habe ich mir selbst gebaut. Wenn wir schon dabei sind, soll ich mal einhaken? Ich habe mir die geklaut in Venedig auch benutzt. Oho, oho. Komm schon wieder Venedig, ja, das deswegen, Wort. Ja. In jedem Bereich muss einmal Venedig erwähnen. Ja, weil ich mir von allem was zusammengeklaut habe. Ja. Ich mag den Briefkasten übrigens sehr gerne. Ja, was ist den Briefkasten? Also, falls ihr mal Post schickt, dann Fanpost gerne bitte nach hier. Sizilien. In die, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Ich glaube schon, ja. Eine Adresse aus Italien oder so. Ich will schon genau. Die Post kriegen. In irgendeinem Video war das von Sizilien. Da habe ich gesagt, da habe ich, glaube ich, echt eine Adresse gesagt. Das ist halt so ein kleines Detail mit diesem Briefkasten, aber es ist super cool. So, Playground, ja, weil es so versteckt ist, ja, ich weiß es, aber hier ist ein Spielplatz. Hey, noch ein Spielplatz. Hey, hey. Kein Bereich von Mitaro ohne Spielplatz. Ja, irgendwas müssen die Kinder ja machen können. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Ich meine, haben wir ein Ich finde das besser wie den Brunnen, der da vorher stand. Ja, der Brunnen war ja auch riesig. Ja.
So, dann kommen wir natürlich hier nochmal nach Gulpi. Hier kann man auch schön essen. Ist immer auch sehr gut, der Laden. Oh. Hallo, jemand da? Hallo? Entschuldigung. Putzkraft. Ja. Die ist ja gar nicht gecovert, die Toilette, was soll denn das? Aber ich hab's eingefärbt. Genau, die kannst du mehr oder weniger eine Bar einfach nur, kannst du halt stehen. Der war ich auch total fasziniert, weil der Mitaro irgendwas gemacht hat und das einfach umgedreht hat und hat dann. Achso, du meinst die Würfel meinst du hier? Irgendwas war da, ja. Die hier? Irgendwas war da. Die Tempelteile meinst du? Ja, ich glaube schon. Und schon hat sie irgendwie eine andere Unterfläche, Untergrund gehabt, ne? Ja, da müssen ja dann die Würfel da gewesen sein. Ja, das sind ja diese Tempel. Alles zweckentfremden hier. Ja, ja, genau. Genauso wie hier habe ich auch gemacht. Ja, das, genau. Ja. Das ist auch so ein Holzbalken, ist das eigentlich, ne? Ja, genau. So gut. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Genau. Hier mit alten Telefonika. Ach, der genau. Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kannst an diesem Spiel einfach irgendeinen random Teil nehmen und das einfach so weit versinken, dass du nur die Oberfläche siehst und hast ein neues Muster. Ja. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, ist, hier ist ein bisschen knapp. Da musst du ein bisschen kriechen, aber sonst. Ja, gut. Ein bisschen Körpereinsatz. Jetzt denke ich auch, wenn da oben welche sind, die können ein bisschen kriechen hier dann wieder. Ja. Wir machen einfach ein komplettes Trainingsprogramm, ne? Einmal aufrecht, einmal unten rüber, dann wieder klettern. Ja. Ich finde es trotzdem gut, dass du das daran gedacht hast. Ja, ich finde halt das cool, haben wir in keinem anderen Achterbahn. Das ist, glaube ich, die einzige. Haben wir das so drin. Ja. Also, ich finde es immer ganz cool, wenn du hier langläufst und die Bahn kommt hier so von. Ja, das ist echt cool. Das ist ein geiles Gimmick. Ist halt wirklich die einzige Bahn, die irgendwie. Die Lampen sind auch cool, ne? Entschuldigung. Gehen darf. Ja, ich wollte mich an Original halten. Die haben so riesengroße Lampen tatsächlich. Achso, ich dachte, du warst leid, dann die anderen Lampen zu sehen, weil die überall im Park benutzt wurden. Nee, die haben so riesengroße Lampen und ich dachte so, mach ich jetzt auch. Ja, Custom Lampen kannst du. Custom Lampen kannst du. Also, gehen da außen rum, ne? Ja, ja. Genau, erstmal außen zeigen. Ne? Hier können nämlich auch Leute den essen. Indoor Park machen wir nachher. Was machen wir nachher? Den Indoor Park. Achso. So, das ist natürlich hier ein Gebäude, was tatsächlich daneben steht. Das ist ein Elektroladen eigentlich, aber ich habe hier jetzt Informationen einfach reingehauen. Information und, glaube ich, Personalraum ist das? Ja. Wie passend das denn da steht? Genau. Fand ich sehr cool, das Gebäude. Weil ich dachte so, naja gut, Opa, kann du vielleicht noch ein bisschen was daneben bauen, was, so was man noch erkennt. Gebäuden hier sagen wir mal so, du hast noch Platz gehabt. Ich habe noch Platz gehabt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Gespräche hatten. Oh, guck mal, da ist noch ein bisschen Luft. Kannst du da noch? Ja. Oh Gott. So, dann genau, haben wir ein paar Gebäude mit tatsächlich mit Leuchten. Genau, hier so ein Hintergrund. Ist einfach auch komplett einfach so. Ist aber auch funktional. Ach, ist funktional. Automat. Okay. Ja, hier ist ein Automat. Ach, das wusste ich gar nicht, okay. Genau, und hier sind halt Hotels. Ich finde es lustig mit dem Schirm, dass er einfach so da drüber ist, ne? Über dem Automat. Achso, hier. Ja. Das ist so gut. Das ist eine gute Idee, stimmt. Genau, das war tatsächlich für die Main Street tatsächlich mein erster Brunnen, den ich gebaut habe für Italien. Man war doch nicht ganz verschwendet. Nö, ich dachte so, gut, jetzt hab ich noch da gehabt, dann habe ich mal hier in den gebaut. Ich muss mal noch was sagen, und zwar hat das jetzt nichts mit dem Bereich zu tun, aber nachdem es heißt, dass man bei Planco 2 auf den Schatten achten muss und so wegen den Pieps, ne? Ja. Fällt mir das hierbei immer mehr auf, dass hier tatsächlich auch schon so gut mit Schatten gearbeitet worden ist, von den Gebäuden einzeln her und den Lampen. Auch, ja. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm beim ersten Teil, weil es halt kein wichtiger Bestandteil war in dem ersten Teil, wie jetzt im zweiten Teil. Und jetzt fällt mir das so richtig bewusst auf erst, dass der Schatten schon beim ersten Teil so gut umgesetzt worden ist, auch wenn die Sonne nur auf einem Punkt steht. Aber... Und die Grafik ist nur auf Mittel. Also, und beim zweiten Teil wurde halt das gesamte Licht nochmal überarbeitet. Also, die Schatten werden nochmal besser werden. Genau, genau. Wird nochmal besser werden. Und das ist, also wie gesagt, finde ich hier schon gut, auch wie sich das im Wasser spiegelt, finde ich klasse. Ja, so, jetzt darfst du weitermachen. Entschuldigung, aber das kam mir gerade so in den Sinn, weil das überall im Moment zu sehen war. Ja, jetzt kommen wir hier ins wunderschöne. In den Freizeitpark von Bella Italia. Ja, ja. Die Ober. Das ist wirklich ein gesamter eigener Park. Das ja, genau. Wahnsinn. Kein Freizeitpark ohne Indoor-Freizeitpark. Ja, aber sowas. Das ist wirklich. Das ist quasi der Bella Italia Indoor-Park. Also selbst von außen ist diese Oper ja schon krass, ne? Weil da wirklich alles custom ist. Jede Wand, jedes Fenster. Ja, das ist wirklich alles das custom. Das ist alles custom. Das ganze Teil. Ich glaube, da hast du wirklich den, mit dem Haus wirklich den Teilrekord im Park. Genau, dann das heißt tatsächlich so: Teatro Massimo. Und machen wir zum Schluss, oder? Die Bahn fahren wir zum Schluss, ja, genau. Wir haben jetzt hier ein Bistro. Ist ja nicht nur die Bahn hier drin. Das war, eben. Genau. Ist tatsächlich funktional, aber hier setzt sich leider keiner hin. Schade.
Gut, da haben wir viele Leute drin. Ja, schön, wir haben echt nicht. Wie viel haben wir jetzt drin? 400? 600? 600 haben wir jetzt drin. Ja, das ist. Genau, hier drüben ist nämlich auch noch ein bisschen Buffet. Und du kannst dann hier vom Balkon runterschauen und da hast du hier dein Stehkarussell. Kannst du Leute beobachten. Kannst du Leute beobachten. Ein Flat Ride. Ich finde es auch gut, das sieht man von hier jetzt gar nicht so richtig, aber in diesem Innenraum hier sind überall. Also, ich glaube, du hast wirklich in jede Ecke, du konntest eine andere Decke reingebaut, ne? Ja, habe ich auch. Also, dass du eine Idee hattest für die ganzen verschiedenen Decken, ist schon. Das ist schon krass. Also, hier ist dann die Q-Line von dem Karussell. Genau, genau. Und hier ist auch das sogenannte Prinzessin Taro, ja? Da ist sie, ey. Genau, habe ich ein paar Bilder hingemacht. Ja, einfach mal. Ja, was man halt so im Innenraum machen kann. Was man halt so machen kann, ne? Auch hier wieder italienische Flaggen, Farben. Eingebaut. Und hier kann man zur Bahn, kann man hier durchgucken. Mhm. Vorsicht, dass du nicht durchglitschst. Ja, ich glitsche gerade. Genau, das ist die Q-Line für das Stehkarussell. Und hier drüben gibt es noch Hamlet. Hamlet. Das Gebäude mag ich so sehr. Und genau, hier deswegen ist er vorne nochmal drin. Und hier ist das, sag ich mal, die kleine Version von der Oper. Da sind wir gerade drin. Da sind wir gerade drin. Da sind wir gerade drin. Und hier ist das, das ist, glaube ich, die Bildergalerie, die ich hatte. Ne? Ja, ja, habe ich. Das ist die Bildergalerie und ja, da ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das Original heißt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und hier gibt es ja auch noch so ein bisschen Backstage, ne? Ich finde es immer noch schade, dass mein Easter Egg da rausgelöscht hast. Da stand ja nur Backstage. Da stand Easter Egg. Oder Easter Egg, was? Da war ein Schild, da stand Easter Egg drauf. ECK, ja. Easter Egg. Easter Egg. So, und dann kommen wir schon zu Massimo, zu den schönen Hauptraum, sag ich mal. Jetzt macht das Gebäude auch mehr Sinn. Und ja, wir sind ja auch in der Oper hier. Oh. Willkommen in der Oper. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist so geil, das Ding. Ja, ja. Also ich finde tatsächlich die Vorhänge sehr geil, weil da sind diese Falten drin. Ne? Ja. Die habe ich tatsächlich nochmal nachbearbeitet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gab es denn nicht auch so irgendeinen besonderen Sitz, wo man, hast du nicht irgendeinen Sitz? Achso, ja, hier vorne, ja. Jetzt ist der genau, der in der Mitte steht. Und für wen ist er reserviert? Ach, für Shinny. Ah, okay. Aber gute Aussicht. Ja, gute Aussicht auf jeden Eigentlich Fall. Eigentlich müsste man so einen Pinguin da hinsetzen. Ja, schon gut, damit das auffällt, falls man sich rumguckt und so. Und dann sieht man, oh, so, da ist nur ein Pinguin. Stimmt, ja. Was für ein Stück guckt die Shinny sich da an? Genau. Shinny guckt sich Romeo und Julia an. Der Romeo ist ein Space Ranger und Julia ist ein Zombie. Das ist einfach die Space-Version von diesem Musical. Das ist nicht gut. Und genau, dann hier ist natürlich hier Kontrollraum. Hier haben wir noch ein paar. Das war ja das Stück, was wir eben schon sehen konnten, ne? Genau, da hier ist ein bisschen rot, das ist irgendwas fehlerhaft, aber ja. Hier war nichts drin, nö. Was? Das gibt's hier? Und ganz wichtig bei der Bahn mit Trackview fahren. Ne? Ja, das ist richtig, weil die schlägt ein bisschen. Ja, dann was? Ist eine Bahn von Mitaro, die schlägt. Ich bin auch fast. Ja, aber das, wow. das ist wow. 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 So, ist natürlich mit Lounge, ne? Ja, wir haben so wenige davon im Park, also ist schon gut, dass die da drin ist. Aber es ist eine tolle Strecke. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ich mag die Bahn auch. Ist auch ein bisschen wilder. Ist cool. Die Übersteige hat sie nur ein. Ja, reicht doch. Oh, so ein Schlag hat sie jetzt gerade nicht in den Schrauben. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sah ganz gut aus. Also für mein Verständnis ist das smooth. Ja, und dann geht er da nochmal durch. Da war noch Platz. Genau, da haben wir, ne, wenn Störung ist, dann können die da auch runtergehen. Ist einfach die, ja. Bei keiner anderen Bahn geht das. Ich hab dran gedacht. Aber das Problem ist, wir haben das einzige, du hast hier keinen, sag mal, Wartungstrack, wo du halt. Ach so, okay. Das ist das Einzige, was du jetzt vielleicht. Ja, gut, das geht ja auch. Geht auch so. Denke ich aber auch. Wir haben super Mitarbeiter, die können das auch während der Fahrt machen. Richtig. So, dann, genau, kommst du hier raus, kannst hier nochmal ein bisschen Sachen richten oder so, keine Ahnung. Dann hast du hier hinten noch. Das wusste ich gar nicht. Ja, das siehst du eigentlich nur von außen, wenn du hier so. Ja, genau. Stimmt, du musst dir die ganze Insel bauen, ne? Wegen diesen ganzen Fenstern, ja. Genau, ich muss ja einen Innenraum bauen, genau. Eben, ich muss einen Raum bauen, weil überall Fenster sind. Das ist das Problem. Hättest du sonst nicht gemacht, ne? Komm hier, der winkt uns doch bestimmt gleich.
Guck mal, da hatte, guck mal, die Barbie. Ja, jetzt uns. Kommt er, oder? Und jetzt müsst ihr jetzt kommen. Ja. Guck mal hier. Kirby! Hallo! Genau, dann haben wir hier noch was zum Sitzen. Nein, das sind Schrauben von. Das ist ein geiler Teppich, tut bestimmt weh. Von den Stützen, ja, genau. Genau, hier knallt dann hier die Achterbahn durch. So cool. Mhm. Finde ich ganz cool, wenn du hier so stehst und dann, ui, kommst du nochmal durch. Genau, dann kommst du nochmal hier hin. Kannst nochmal hier unten reingucken. Auch nochmal eine Sitzmöglichkeit. Und dann hast du hier dann die Bildergalerie. Es ist halt wirklich genau. Ein voll funktionsfähiger eigener Park hier drin, ne? Das ist Wahnsinn, ja. Ja, was heißt, dann kommst du wieder durch ein Bistro. Du hast halt was zu essen hier, sag was zu mal, trinken. Buffet. Mein Buffet? Haben wir eben kurz, aber ja, hier Cola, keine Ahnung, Wasser, Wein vielleicht. Ja, vielleicht versuchst du mal erklären, was du da dir gedacht hast, was das sein soll. Naja, weil es ein Bistro ist. Ein Bistro hat ja auch Ich sehe Baguette. Ich sehe. Das sind Baguettes, genau. Das ist ein Selbstbedienungsding, ist das, ne? Das sind irgendwelche Flaschen. Das sind, ich wollte eigentlich noch so Qualm machen, das sind eigentlich Töpfe, wo irgendwas drin ist. Okay. Nicht schlecht, dass du wirklich zu all diesen Sachen eine Erklärung hast. Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ja, aber, ist ja. Cool. Finde ich cool. Genau. Ja, ansonsten sind halt sehr gemütliche drin, auch hier mit anderer Decke. Hier ist ja auch eine andere Decke drin. Und hier ist eine andere Decke drin. Überall. Hier ist eine andere Decke drin. Ja gut, das ist nur, die ist recht leer, aber... Ja. Ja, die Oper ist schon Wahnsinn. Ja, ist schon ein cooles Ding. Sehr viel Zeit. Ich und ja, Ärger. Ja, das auf jeden Fall. Und halt hier oben, ne, die Kuppel. Ja. Ja, war schon auch Spaß. Ach, noch das stimmt, drin, haben wir auch noch was drin. Mama, ich bin auf YouTube. ja. Genau, ja, das ist einmal von oben. Unfassbar, wie viele Easter Eggs so irgendwo immer ist wirklich überall zu finden sind. Ja, das ist schon krass. Genau, das ist Sizilien, die ganze Insel. Und das ist halt das Verschnörkelte halt, ne, was oben ist. Ja, hat Spaß gemacht, das nachzubauen, ne? Ja, man sieht's aus, ist nicht so ganz akkurat, aber mein Gott. Ja, ist schon cool. Ja, man kann's aber kennen, hallo? Also wenn da die Oper nicht erkennt, dann weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, das ist nach Pisa nochmal das andere 1:1 nachgebaute. Ich glaube auch. Und also, der Markusdom auch. Also viel akkurater, das kannst du nicht mehr bauen. Ey. Der Markusdom ist auch 1:1, ja, wirklich. Wirklich. Also das ist schon krass. Das ist jetzt, ja, Sardinien ist sehr schlicht gehalten, weil da haben wir ja noch auf Teile geachtet. Stimmt, das war der, nee, nicht der, aber einer der ersten Bereiche, das oder? War einer der ersten Bereiche, ja. Und ich liebe diese Lampen immer noch. Ich mag die immer sehr. Ja, also ich mag die auch, die sind wirklich schön. Genau, Sardinien, das ist auch ein Gebäude. Das ist das eine Ding, was es wirklich gibt hier, ne? Ja, jetzt geht's wieder los. Saint-Rémy, ja. Das war ja, ja, Bastion, irgendwie sowas. Bastion, Saint-Rémy? Genau, ist irgendwie sowas. Ja, ja. So französisch. Da können alle kein Französisch. Saint-Rémy, natürlich. Klar, ja, logisch. Saint-Rémy. Saint-Rémy. Genau, da haben wir eine kleine Kapelle. Okay, du kommst in den Bereich rein, siehst einfach Ausgang. Weil Sardinien ist ja bekannt für ein bisschen Fischerdorf und so, deswegen habe ich das so ein bisschen, ich sag mal, musikaler gelassen, die Kapelle. Deswegen sind so alles ein bisschen kleinere Häuser hier, ne? Genau. Ja, hier sind ein paar. Ja, oh, der Kerzenhalter-Design da gefällt mir aber sehr gut. Ja, den habe ich mir aus Venedig gekauft. Was? Wieder Venedig. Ja, schon wieder. Überall nur noch Venedig, hörst du. Hier auch, damit das ja, alles anders ist. Das Fahrgeschäft gibt es bei Planet Coaster 2 jetzt auch, aber nur mit der Deluxe Edition. Was? Glaube ich. Ach, ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm. Kann sein. Doch, ich glaube schon. Also das sieht ein bisschen anders aus tatsächlich. Das sieht mehr so aus wie das aus dem RCT3. Das Zipline. Okay. Ja. Oder Zipline heißt es? Zipline. Ja, das hieß. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr kurioses Fahrgeschäft. Das habe ich, glaube ich, nie gebaut. das sah mir zu komisch aus. Ja, wir hatten noch eine Liste gehabt, was noch frei ist. Da war das Ding halt noch frei. Das, ja, stimmt. Wir hatten eine Liste gehabt. Yeah, ja, 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 ja. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass wir nichts doppelt haben. Achterbahn auch? Achterbahn-Typen hatten wir tatsächlich auch eine Liste gehabt, ja. Stimmt. Hatten wir alles gehabt. Genau, hier haben wir noch die kleinen Häuschen. Alles rustikal, aber ich mag die Häuser. Genau, hier ist der Eingang zu dem... Also ganz versteckt hier. Ganz versteckt, ja. genau, hier sind viele Kisten, Fässer.
Sardinien ist auch so toll geworden. Das ist so wuselig alles. Die Flagge haben wir ja geändert gehabt. Ja. Die war zuerst falsch, gell? Ja, die Flagge hat Sklaverei und so. Also die offizielle Flagge von die offizielle Ende. War, also von damals halt, ja. Ach so. Die hatte mit Sklaverei zu tun. Also die Flagge von Sardinien. Zum Glück habe ich mich nochmal durchgelesen und habe sie dann geändert in die Italien-Flagge. Dass man alles achten muss hier. Ja, schlimm. Ja. So, dann hier genau. Social Media halt. Ja, schlimm. Genau, haben wir hier so eine kleine Erhöhung, so ein Platz. Auch mit einem Easter Egg. Oh, ich finde das schön, dass du auf verschiedenen Ebenen gebaut hast. Danke, danke, dass du es gesagt hast. Ich musste mich zurück. Bei der Kletterwand. Ja, ich musste ja verschiedene Wände mal ausprobieren. Ja, fand ich gut. Also ich mag dann bei der Oper. Also hier ist zum Beispiel der Pibel. Diese ganzen Chaoshäuser, die hier überall stehen, die sind alle irgendwie cool. Ein ganz eigenen Stil. Ja. Das ist auch eine schöne Station. Super schön, ja. Ich hab's vergessen, dass sie so aussieht. Ja, das war ja auch einer der ersten Bereiche, die hat man wieder vergessen. Ja. Es ist wieder schön, hier wieder durchzulaufen. Ja, das ist einfach alles lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber eine Sache weiß ich noch, die hier ist. Was in dem ja, genau das weiß ich noch. Das habe ich nicht vergessen. Genau, ich habe auch hier, ne? So ich fange gerade überlegen, was war das denn? Hier ist so ein Grabstein. Ja, da ist ein Grabstein, genau. Hallo! Das ist ganz wichtig, dass das da ist. Ich weiß nicht, wie wir auf sowas kommen. Ja, keine Ahnung. Mit Dauer. Nein, ich glaube, da hat der Rick sehr gut mitgewirkt dabei, bei dieser Idee. Ach so. Ich sag da einfach nichts zu. Auf jeden Fall. Der Rick hätte jetzt mal einen kompletten Friedhof unterirdisch gemacht. Ja, genau. Er hätte wahrscheinlich einen ganzen Bereich nochmal unten drunter gebaut. So, dann haben wir hier nochmal. Ne, haben wir jetzt in jeder Timestep Venedig gesagt? Wahrscheinlich. Ja, wirklich überall. Wirklich überall. So, dann haben wir hier natürlich ein Fischerhaus. Das ist nämlich hier unser Transportbahn. Das ist auch so cool geworden. Mhm. Ich bin großer Fan von diesen Fenstern. Ich hatte so richtig viele kleine Details. Guck mal, hier kannst du eine Planke rüber machen, dass du rüber gehen kannst. Genau, dann hast du Rettungsboot, Ringe. Und hast natürlich hier auch das Bootshaus. Lass nämlich auch irgendwas bauen, was Backstage haben kann, und dann ist es auch da. Ja. Das ist so, das ist echt cool. Und jetzt werfe ich natürlich die Bahn zu, aber hier kommen nämlich auch noch Wellen an. Ja, stimmt, du hast auch noch Wellengang gemacht, ne? Ich habe auch noch Wellengang gemacht. Mhm. Dann haben wir hier nochmal Automaten, die werden auch sehr gut genutzt, wie man sieht. Die Automaten sind beliebt. Gut, wenn du keine Shops hast, ne? Ja, doch. Die sind alle zu. So. Die haben gerade Pause. Ich dachte, wir haben so viel zu viele Mitarbeiter, aber irgendwie nicht. Die Leute sind vom Eingang bis hier hingelaufen. Wir haben stimmt. Von Sardinien keinen Weg zum Eingang wieder, zum Haupteingang zurück. Ja, und die Transportdinger sind beide zu. Ja. Hier ist Sackgasse. Die sind alle hier rübergelaufen, stimmt. Genau, dann kommt man hier, alles wunderschön. Hier wunderschön, ja. Also hier, Blick auf alles. Außer Venedig. Ja, da ist was im Weg. Aber wir haben oft genug drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Dann haben wir hier noch einen Strand. Da ist mal die Küche, die aus Venedig. Guck mal, du hast hier abstellen, hier die Dinger hast du gar nicht mit drin. Oh, die hab ich mal vergessen. Aha, doch nicht meine Küche. Ja, stimmt, das ist meine Küche. Da steht wenigstens ein Herd. Ja. Die steht auch ein Herd. Ja. Nur bei mir nicht. So. Alles gut. Kommt der noch? Ja. So, genau, hier Strand. Finde ich echt cool geworden, ey. Und genau, dann gibt's hier, weil Sardinien ja auch viele Ruinen hat, habe ich hier nochmal ein Kittikoster. Wir haben doch einen Kittikoster, hab ich schon ganz vergessen. Natürlich haben wir einen Kittikoster. Ja, ich habe mich schon gewundert. Deswegen bin ich doch ein Kittikoster-Experte, weil ich doch immer welche baue. Ja, das oder bauen muss. Bauen muss ist die bessere Antwort. Das ist dein Bereich. Ja, was willst du denn? Fährst ja auch nur Kittikoster. Ja, mach ich das. Also es klingt so, als würden wir den einfach ständig jetzt nötigen, Kittikoster zu bauen. Aber es ist unser zweiter Park und sein zweiter Kittikoster. Das stimmt. Das stimmt. So, kann ich auch wieder normal fahren? Nee, gar nicht normal fahren. Ich meine tatsächlich auch, da ist nämlich der Kopf im Weg. Bisschen, ne? Ja, kannst du geht doch. Oder? Kommt doch an, wer sich jetzt da hinsetzt. Ein Kind. Ja, passt doch. Kann man doch so fahren. Ich glaube tatsächlich, dass auch diese beiden Achterbahnen hier sehr spannende Namen hatten. Naja. Ich weiß nicht mehr, was sie heißen, aber ich weiß auch nicht mehr. Das sind beides italienische Namen, die irgendeine Bedeutung haben. Aqua Bagnata.
Weiß nicht, irgendwas mit Wasser war das, glaube ich. Ja, so eine schöne Fahrt, ne? Mhm. Ja, das kann er, ne? Ich meine auch das ganze Außen, außenrum und so, ne? Ja. Hier durch, da durch, voll cool. Ich hätte zwei Runden, aber ich brauche mehr. So wie es gehört für eine richtige Kinderbahn. Kannst aber von außen mitfliegen. So ein bisschen von oben. So, mal sehen, wie es aussieht hier. Schön, schön gemacht. Ach stimmt, da hast du auch mal so eine spannende Stütze drunter, oder? Ja, die habe ich auch weggemacht. Das war so eine sehr experimentelle Stütze, war da mal drunter. Da ist dann halt auch verkraftbar, dass man zwei Achterbahnen in einem Bereich stellt. Stimmt. Mitaro ist der Einzige, der mit zwei Achterbahnen einen Bereich gebaut hat. Ja, ja. Aber ich meine, das sind halt beides relativ standardmäßige Achterbahnen, ne? Ja, ja wollte ja keiner haben. Ja, wollte keiner haben, deswegen. Guck mal hier, Aquapark Knackner, das ist aber sehr beliebt anscheinend. Ja. Vielleicht kommt die auch aus Sardinien gar nicht mehr raus. Das kann natürlich auch sein. Aber glaube ich eigentlich nicht. Dann mach doch Stopp. Nee. Und nein. Jetzt fahren die nicht mehr mit. Ich meine, die sind ja alle hier in der Ecke, ne? Da haben wir keinen weiten Weg hier hin. Ach nee, wir müssen vorhin noch einen Check machen. Ja, guck mal, da kommen sie doch schon wieder. Ja, warte mal, bis der, hier der Handwerker fertig ist. Der hat auch einen Check gemacht. Der ist schon fertig? Okay. Schon fertig. Oi, let's go. Unsere letzte Achterbahnfahrt. Stimmt, ja. In Bella Italia. Ich hab ein wow. Gegeben, ja. Wir sind tatsächlich, wir haben es echt geschafft. Unglaublich, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, wer noch so diesen Park präsentiert auf YouTube. Ich bin mal gespannt, ob noch irgendwer jetzt gerade dabei ist. Shinny wollte zeigen, ja. Das ja, bin ich sehr gespannt. Halt ich jetzt so öffentlich fest und das muss ich jetzt auch machen. So. Oh, das ganz alleine. Die hatte auch schon eine 3-Stunden-Park. Ja gut, aber ich meine, wenn du es nicht gebaut hast, hast du auch die ganzen Insights nicht, ne? Ja, das stimmt. Brauchst vielleicht nicht so lange dafür. Ja, das stimmt. Danke sehr. Ja, ja. Hier gab es, glaube ich, auch wieder Backstage, ne? Ja. Das ist natürlich. Warum okay. Frage ich überhaupt? Deswegen ist da eine Tür. Ja. Alles eine Bedeutung. Ich glaube, die geht auch zwei Runden, weil sie so kurz ist. Ja. Fand ich jetzt nicht. Standard Looping Coaster halt, ne? Ja. Nessie war auch nicht länger. Ja. Aus dem Hansa-Park. Ja, weiß ich nicht. Also gibt's auch. Also die Speed Snake, ja. Die Speed Snake. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? In Fort Fun, die fährt ja auch zwei, drei Runden. Wo wieder Venedig kommt. Echt? Ja. Okay. Weil die halt ziemlich kurz ist. Ah, ja, passt doch gut hier rein. Ist auch halt Custom, ne? Alles Custom. Alles Custom. Oh, Custom! Oh, Custom! Ja, das war. Hier ist auch ein bisschen Backstage noch von den Läden, ne? Klar, was auch sonst. Strand. Natürlich. Ja, es ist halt jetzt ein bisschen schade, ist wirklich schön dem Layout geschuldet auch so ein bisschen, dass wir jetzt nicht mehr zurückkommen zum Anfang, weil es ist halt kein Rundweg, es ist halt eine Sackgasse, ja, ist hier. Halt, ist halt eine Sackgasse. Schwimmen halt drüber. Ja, oder wir schwimmen darüber, ne? Ist ja nicht so weit. Ja, genau. Ist ja auch warm. Ja, es ist ein bisschen unglücklich gewesen. Vom Layout, aber jetzt nochmal ein bisschen. So an sich ist es halt total schön. Aber ich finde, ja, sind wir durch, ne? Ja, bist du zufrieden mit der Arbeit von den letzten 2 Jahren? Ja, zweieinhalb. Ja, hat's gelohnt? Ja. Ist schon ein sehr cooler Park, ne? Auch irgendwann hat man auch mal die Schnauze voll gehabt, tatsächlich. Ja, das gab es auf jeden Fall. Ist sehr stressig. Aber eins können wir euch auf jeden Fall sagen: das nächste Projekt wird auf jeden Fall nicht so groß. Nee. Wir halten uns diesmal ein bisschen bedeckter und kleiner, weil wir einfach, das war einfach viel zu viel. Ja. Das war einfach viel zu viel. Also, das hier war jetzt echt so. Noch anstrengender als Comic Universal Studios. Nochmal mehr gewesen, genau. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass wir heute reingehen. Ich will das gerne mal, sehen. Sind noch nie Leute reingegangen? Ich habe da noch nie Leute drin gehabt. Echt? Nein. Ja, wirklich. Oh Gott, der weint. Ich weine. Es ist so schön. Es ist so schön. Halt meine Hand. Nein. Ah, da gehen wir mal ab. Auch schön. Ja.
Ja, es war, also ich muss schon sagen, es war wirklich sehr gut, dass wir zu dritt sind. Und man immer, wenn man mal die Schnauze voll hatte von dem Park, einfach mal eine Pause machen konnte. Ja, das war schon sehr viel wert. Ja. Und allein so viel Zeug, wie hier drin ist, dass, wenn ich mir vorstelle, so viel allein zu bauen, das wäre mir, glaube ich, nicht möglich gewesen. Nee, ich glaube, wenn wir das alleine gebaut hätten, dann wären wir auch 7 Jahre dran oder so. Ist schon sehr gut, dass wir das alles zusammen gemacht haben. Ja. Wir bedanken uns natürlich auch an dieser Stelle an allen, die auch am Anfang dabei waren. Natürlich. Ja, von Anfang an vor allem, ja. Und es ist schade, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und kann man halt nicht ändern. Ja. Kann man nicht ändern. Und ja, was sollen wir noch zu Bella Italia sagen? Ich denke mal, die Antwort, oder das gebe ich an euch zurück, liebe Community. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Und ja, ich würde sagen, also viel mehr brauchen wir auch nicht mehr zu erzählen. Ja, ich würde noch sagen, schaut euch auf Steam an, ladet ihn runter, votet den hoch, dass auch möglichst viele Leute den sehen können. Würde uns sehr freuen. Dann auf jeden Fall. Je mehr Leute unsere Arbeit hier sehen, umso schöner ist es natürlich. Genau. Ist natürlich blöd, dass das jetzt kurz vor Planko 2 Release ist. Ja. Aber wir hoffen trotzdem auf euch. Wir wussten es ja leider auch nicht, ne, dass Planko 2 das so nach auf einmal rauskommt. Genau. Ja. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und vergesst nicht, bei uns auf Discord auch vorbeizuschauen. Und ja, in diesem Sinne sag ich tschüss und auf Wiedersehen. Ich auch. Tschüss. Und ich sag auch tschüss. Und auf Wiedersehen. Bella Italia. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Tschüss. Ah, tschüss. 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 Wir kommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von